Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Iman Stream Live hier auf Iman TV. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen bei den Christen Streams. Leute, ich habe für euch was vorbereitet. Eine massive Sendung mit tollen Speakern, einzigartiger Kulisse und einem Live-Chat. Geehrte Geschwister, die jetzt im Live-Chat sind, postet die blauen Herzen jetzt direkt raus, liked den Stream und vor allem teilt den Stream, denn ich habe es schon angekündigt, heute Abend geht es los, Christentum Streams mit der ersten Sendung des Trinitäts-Special auf Iman TV. Heute, 20. Oktober, erste Folge des Trinitäts-Specials. Nächste Woche, 27. Oktober, zweite Folge des Trinitäts-Specials. Und die dritte Sendung am 3. November, inshallah, ist die dritte Live-Sendung vom Trinitäts-Special aus 1 macht 3. So läuft's bei uns. Like und teile den Stream. Und ich möchte zu Beginn erstmal wissen, wer heute im Chat ist. Und ich habe mir etwas überlegt, Leute. Ab sofort habt ihr mehr Mitspracherecht bei Mainstream. Ich möchte nämlich wissen, wer heute im Live-Chat ist. Lieber Live-Chat, gebt die blauen Herzen. Herzlich willkommen, lieber Live-Chat. Meta ist da, LaxTV ist da, der Sterne ist da, Ibn Temir ist da, EA ist da, Vanessa Bascha ist da. Oh mein Gott, lieber Live-Chat, jetzt explodiert es gerade extrem. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, ich kann das kaum lesen. Oh mein Allahu Akbar, Leute, was ist denn hier los? Der Char ist da, der. Super, ich kann nicht einen einzigen Land lesen. Der Beijan habe ich gesehen. Xeta ist da, Jasmin ist da. Okay, ich muss mich konzentrieren. Der Yasin ist da, der Abdullah ist da, der Ibrahim ist da, der Bato ist da, der Yasin ist da, der Kater, der Yay. Mein Gott, Allahu Akbar. Was ist denn heute mit dem Live-Chat los? Was ist denn heute mit dem Live-Chat los, liebe Leute? Pusht den Live-Chat heute wirklich intensiv. Ihr seid heute zu Gast und werden euch eine tolle Sendung bieten. Alle Live-Chat-Gäste, die jetzt im Live-Chat sind,
teilt den Link. Alle, die jetzt hier drinnen sind, teilt den Link. Wir brauchen heute euren Support, denn die Speaker sind ready. Mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut, Spaß beiseite, das war aber auf jeden Fall zu krass. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich hoffe, die Chatmods halten das aus. 4 Stunden live, 2 Speaker und wir suchen noch immer 10 Dauersupporter, Leute. 10 Dauersupporter sind heute gesucht und während ich die Einmoderation gemacht habe, ist ein Dauersupporter reingekommen. Möge Allah dich belohnen, Gerd, der Bruder Ehren. Barakallahu fik für dein Vertrauen. An alle Dauersupporter, Barakallahu fikum, möge Allah euch alles segnen für euer Vertrauen. Wir suchen heute nur noch 9 Dauersupporter. Nur noch 9 Dauersupporter, dann haben wir es heute geschafft. Leute, gibt Vollgas. Im Trinity Special geht es um die Trinität. Und der Titel des heutigen Livestreams ist 1 plus 1 plus 1 ist ungleich 1. Leute, wer heute in Live-Chat kommt oder in Livestream kommt, imman.ngo/Gast. Der ist im Top-Chat ganz oben angepinnt. Ganz oben findet ihr das. Also wenn ihr jetzt hier draufklickt, da findet ihr den Live-Chat-Link. Teilt ihn für Christen und Andersgläubige, Trinitarier, Monitarier, Unitarier heißt das ja. Und dann geht's auch heute los. Bis um 24 Uhr live, inshallah. Leute, wir begrüßen den ersten Speaker des Trinity Specials heute bei Iman Stream. Habt ihr Lust auf Trinity Special mit unserem geehrten Iman CEO? Niemand anderer als der kultivierte, empathische, leidenschaftliche, hochmotivierte, athletische Trainer, Speaker, Vater, Sohn, was auch immer. Er ist heute für euch 4 Stunden live. Und ich freue mich, dass der Bruder heute Zeit genommen hat, denn das ist eine wahrlich einzigartige Sendung mit dem Live-Chat. Nicht vergessen, liken, teilen. Liken ist ganz, ganz wichtig und teilen ist noch wichtiger. Sonst gibt es Abmahnung bei uns. Ja? Teilt den Stream, inshallah, erreichen wir heute einen Rekord. Schauen wir, dass wir den Rekord erreichen. So, Leute, der erste Speaker des Iman Streams ist der Iman CEO. Ich brauche 1 Milliarde blaue Herzen, 1000 Likes bis um 22 Uhr, 9 Dauersupporter und den geehrten Bruder Sertac im Livestream. Salam alaikum, lieber Bruder Sertac. Wie geht es dir? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mir geht's bestens, alhamdulillah. Ich freue mich sehr auf dieses Trinitäts-Special und ich danke natürlich allen Zusehern für den Support und auch für deine wunderschönen einleitenden Worte. Mashallah, Alhamdulillah, es freut mich auch sehr, der Chat feiert dich, die sind heute wirklich stark am Start, Mashallah, das hat wirklich sehr gut geflasht. Lieber Bruder Sertac, freust du dich heute auf 4 Stunden Livestream im ersten Christentum-Stream, aber auch im Trinity-Special, wo wir 3 Sendungen jeden Mittwoch hintereinander haben, um das Mysterium der Trinität zu dekonstruieren. Ich freue mich sehr darauf. Ich denke, wie in den meisten Fällen hängt es von den Gästen ab. Daher hoffen wir natürlich, dass Gäste in den Stream kommen, die einen Teil dazu beitragen können für ein konstruktives Gespräch. Und ja, ich habe meine christlichen Mitmenschen vermisst, um ehrlich zu sein. Das ist schon fast ein Jahr her. Und Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie die nächsten 3 Mittwoche verlaufen werden. Aber ich denke, wir haben gute Speaker, gute Vorbereitung. Und ich denke, wir können in diesen 3 Wochen, was ja wirklich ein Special ist, vielen Menschen einen Weg zeigen, der vielleicht keiner ist, den sie immer schon geglaubt haben. Vielleicht mal außerhalb der Box denken und Dinge, die sie immer schon für wahr hielten, auch mal zu hinterfragen. Und dazu sind ja solche Diskussionen da und ich hoffe, wir können auch einen Teil dazu beitragen, inshallah. Allahu Akbar, das ist wirklich sehr gut gesagt. Geehrte Geschwister, folgt dem Bruder Sertac seinen Appell. Wir suchen heute Diskutanten, die sich über das Thema der Trinität mit uns auseinandersetzen und ich verspreche dir, lieber Christ, lieber Atheist, egal woran du glaubst, du hast heute das Recht, mit oder gegen die islamische Perspektive anzutreten. Ich garantiere dir, dass jeder Gast das Rederecht uneingeschränkt hat. Und das wird es selten im Livestream-Format geben, dass jeder quasi alles sagen kann und darf. Aber bei Iman Stream darfst du deine Position vertreten, ob sie eine unitarische, eine trinitarische, eine tauchid-orientierte, eine islamische oder eine, egal woran du glaubst, Perspektive ist. Bei Iman Stream Live kannst du live teilnehmen,
klicke jetzt hier oben links neben Sertac steht das oder rechts, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht, imman.ngo/Gast, da kannst du Teilnehmer der heutigen Sendung sein. Und ich garantiere dir, dein Wort wird gehört. Aber wisst ihr, welches Wort auch noch gehört wird? Das Wort des zweiten Imman-Speakers. Lieber Live-Chat, ihr wisst, wer der zweite Speaker des heutigen Streams ist. Er hat sich gut vorbereitet und kommt aus dem tiefen Süden. Ladies und Gentlemen, ich brauche 1 Milliarde blaue Herzen, die ich dem Bruder des nächsten Gastes hier geben werde. Der nächste Gast ist niemand anderer als der geehrte Bruder Enes. Salamu alaikum, lieber Bruder Enes, wie geht es dir? Assalamu alaikum, rahmatullah, alhamdulillah, mir geht's gut. Assalamu alaikum, Zertac, assalamu alaikum, Amir, assalamu alaikum, Chat. Assalamu alaikum, rahmatullah. Freust du dich, lieber Bruder Enes, heute Abend live bei Imanstream? Und ich sehe, du siehst ja den Chat, normalerweise sage ich dir den Chat immer an, aber jetzt hast du mal einen Dalil, dass du wirklich sehr beliebt bist, weil vorher habe ich immer diesen Namen gesagt, das war sehr schwer, aber ich glaube, der Chat spricht für sich. Geht's dir gut? Freust du dich heute 4 Stunden live bei der einzigen oder beziehungsweise bei der ersten und eigentlich auch einzigen, aber die erste einzigartigen Sendung von der Trinity Special, wo wir jeden Mittwoch streamen, für 3 Wochen heute dabei zu sein bei dem super Titel, meiner Meinung nach wirklich ein krasser Titel, 1 + 1 + 1 = 1. Mhm. Wie sehr freust du dich, lieber Bruder? Alhamdulillah, ich freue mich sehr, 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 sehr. Ich habe genauso meine christlichen Mitmenschen vermisst. Ich hoffe, dass wir wie letzten Stream so einen reflektierten und ehrlichen Tobi haben, nur in Christenform. Also ihr merkt, der kam sehr gut an beim Chat, weil es halt einfach ehrlich war. Also es war ehrlich, es war reflektiert und sowas haben wir sehr, sehr selten, aber es ist keine Schwäche, es ist eigentlich eine Charakterstärke zu sagen, okay, der Punkt ergibt Sinn. Da muss ich mal drüber nachdenken, mir fällt kein Gegenargument dazu ein. Ich hoffe, dass wir heute solche christlichen Menschen auch hier begrüßen dürfen. Vielen Dank, dass du das erwähnt hast. Das ist eine interaktive Sendung, geehrter Zuschauer und liebe Zuschauerin. Wenn du es noch nicht weißt, im Mainstream, hier live, ist 4 Stunden live und du kannst deine persönliche Perspektive hier als Gast uns verkünden. Jeder kann rein. Der Gastlink ist direkt neben Sertac. Ich tue mir immer schwer, wenn ich auf den Gastlink zeigen will. imman.ngo/Gast. Er wird die ganze Zeit oben im Top-Chat sein und ich sehe bereits den ersten Gast in der Lobby. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Gast. Auf jeden Fall joint. Wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit herauszufinden, wie man die Dauer langfristig unterstützen kann. Denn geehrte Geschwister, das eine ist Dauer betreiben. Das andere ist, sie zu finanzieren. Diese Speaker hier, so, haben sich zur Aufgabe gemacht, die Dauer wirklich aus vollen Zügen zu betreiben. Und wir brauchen einige wenige, nur noch 9, die Dauer aus vollen Zügen unterstützen. Wie du uns unterstützen kannst und vor allem, warum du die Dauer unterstützen kannst, sagen wir dir in diesem Clip. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, vielen Dank. Unterstütze die Dauer jetzt. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Wir suchen nur noch 8 Dauer-Supporter, denn der Bruder Irwin
ist soeben DAO Supporter geworden. Möge Allah dich belohnen. Vielen Dank. Und wenn du einer der weiteren 8 DAO Supporter sein willst, imam.ngo/supporter, alle Spendenlinks auf PayPal oder Einmalspende findest du in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los, geehrte Geschwister. Euer Job ist noch nicht getan für die Sendung. Ja, wir haben alle Vollzeitbeschäftigung hier. Ihr teilt den Stream, liked ihn und kommentiert ihn insgesamt sehr intensiv. Und ich garantiere, dass Speaker und die Gäste gehört werden. Und ich bitte zu Beginn den geehrten Bruder Sertac um seine einleitenden Worte und was er für diese Sendung vorbereitet hat. Bismillah, geehrter Bruder Sertac, it's the stage is yours, sozusagen. Super, vielen lieben Dank. Wir haben für diese Episode eine Präsentation vorbereitet. Diese Präsentation wird inshallah um die 20, maximal 25 Minuten dauern. Und ich denke und wir denken, dass es wichtig ist, hierzu eine wichtige Grundlage zu erwähnen, um auch das logische Problem der Trinität zu verstehen, um auch unseren Zugang zu diesem Thema zu verstehen. Bevor wir richtig loslegen, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, habe ich 2 Appelle. Der erste Appell geht an meine muslimischen Geschwister. Wenn wir über dieses Thema des logischen Problems der Trinität sprechen, dann müssen wir aufhören zu sagen, dass die Trinität falsch ist, weil sie keiner versteht. Wir müssen verstehen, dass die Abwesenheit von Wissen kein Beweis für die Falschheit einer Sache ist. Ja? Jemand versteht womöglich die Integralrechnung noch nicht, daraus folgt aber nicht, dass die Gesetze der Mathematik falsch sind. Und ja, die Trinität oder bekannt als Dreieinigkeit oder auch bekannt als Dreifaltigkeit ist komplex aufgebaut und sie ist auch für viele nicht verständlich, aber daraus folgt nicht, dass sie falsch ist. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen Selbstreflexion zeigen und unsere Argumentation anpassen. Warum wir sagen, dass die Trinität, die Dreifaltigkeit, die Dreieinigkeit eine Missdeutung Gottes ist, eine falsche Präsentation Gottes ist, ist, weil sie ein logischer Widerspruch ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Appell geht an meine christlichen Mitmenschen. Nun, heute wird die Muslime verstehen, die Trinitätkeule nicht funktionieren. Also das alleine wird nicht ausreichen heute in der Diskussion. Ich hoffe aber, dass jeder nicht-muslimische Zuschauer und Gast heute ein offenes Ohr hat für diese Diskussion, aber insbesondere ein offenes Herz für die Wahrheit. Und warum ist dieses Thema wichtig, geehrte Geschwister und liebe Zuseher? Dieses Thema ist deswegen wichtig, weil ich denke, dass es noch immer Menschen gibt, die denken, dass ja gar kein Problem herrscht hinsichtlich dieses Gotteskonzeptes. Diese jahrhundertelange Kontroverse hinsichtlich der Dreieinigkeit war nur ein Missverständnis und so weiter. Manche behaupten sogar so weit und gehen so weit zu sagen, dass die Trinität, wie sie Gott darstellt, nicht das Problem, sondern die Lösung sei. Ja? Stellt sich natürlich die Frage, Lösung für was? Es gab nie ein Problem. Welches Problem überhaupt? Es gab nie ein Problem, bis man begonnen hat, mit dem Gotteskonzept zu spielen und mit so etwas namens der Trinität zu philosophieren. Ich und Bruder Enes werden heute nicht das biblische Problem ansprechen. Heute, geehrte Geschwister, treffen wir die Annahme und akzeptieren die Argumente unserer christlichen Mitmenschen, dass die Bibel trinitarisch ist. Darum geht es heute nicht. Es geht nicht um die Bibel. Es geht darum, ob dieses Verständnis von Gott namens Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trinität logisch, kohärent und schlüssig ist. Und ja, etwas muss nicht wahr sein, weil es logisch kohärent ist. Aber damit etwas wahr ist, muss es logisch kohärent sein. Und jedes religiöse System, was ernst genommen werden möchte, muss widersprüchliche Aussagen vermeiden bzw. eliminieren. Denn sonst wäre alles wahr. Und die Argumente, die rationalen Argumente, die Muslime und Christen verwenden, um den Polytheismus zu widerlegen, wären obsolet. Nun, was ist die Trinität, geehrte Geschwister? Die Trinität ist das christliche Gotteskonzept, wo wir eine Gottheit haben und innerhalb dieser Gottheit eine Pluralität herrscht, bestehend aus Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, wir haben ein Wesen
was im Glaubensbekenntnis als Usia bezeichnet wird, und drei göttliche Persona, die als Hypostasis bezeichnet werden. Ja? Der Vater ist die erste Person der Trinität, ist völlig Gott und eine eigene Person. Der Sohn ist die zweite Person der Trinität, völlig Gott, eine eigene Person. Und der Heilige Geist ist die dritte Person der Trinität, vollkommen Gott und eine eigene Person. Aber es gibt nicht drei Götter, sondern ein Gott. Der Vater ist allmächtig, der Sohn ist allmächtig, der Heilige Geist ist allmächtig. Es gibt aber nicht drei Allmächtige, sondern einen Allmächtigen. Und alle Eigenschaften, alle perfekten Eigenschaften, die wir auf Gott beziehen, beziehen sich individuell auch auf alle drei Persona. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind alle individuell gleich ewig. Das heißt, sie haben nie begonnen zu existieren. Sie sind in ihrer Gottheit gleichgestellt. Ja, das heißt, zu sagen, der Vater ist größer als der Sohn, wäre Häresie, wäre Kufr, Unglaube. Und alle drei sind auch koexistent, was so viel bedeutet, wie sie existieren gleichzeitig nebeneinander. Und das, was ihr hier auf der Folie seht, auf der rechten Abbildung, ist sozusagen das Verständnis über die Trinität. Und das, was diese Abbildung sagt, wenn man es in 7 Prämissen wiedergeben würde, würde das ergeben. Wir haben hier 7 Prämissen und jeder klassische Trinitarier, auch wenn es nicht die Trinität gibt, glaubt an diese 7 Aussagen aufgrund des athanasianischen Glaubensbekenntnisses. Gehen wir diese 7 Aussagen durch und dann ermitteln wir mal, was denn das logische Problem der Trinität ist, auf was die Moslems so stehen. Die Prämisse 1, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, ist, der Vater ist Gott. Prämisse 2, der Sohn ist Gott. Prämisse 3, der Heilige Geist ist Gott. Prämisse 4, der Vater ist nicht der Sohn. Prämisse 5, der Vater ist nicht der Heilige Geist. Prämisse 6, der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Prämisse 7, es existiert nur ein einziger Gott. Nun, wo sollen wir anfangen? In erster Linie haben wir hier in den ersten 3 Prämissen 3 Ist-Gott-Aussagen. Und diese 3 Ist-Gott-Aussagen sind unvereinbar mit der 7. Prämisse, wo wir nur eine Ist-Gott-Aussage haben. Die einzige Möglichkeit, die ersten 3 Ist-Gott-Aussagen mit der 7. Prämisse, mit der einen Ist-Gott-Aussage zu kompatibilisieren, ist, wenn man sagt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind identisch. Denn wenn der Vater und der Sohn und der Heilige Geist zur Gänze quantitativ identisch sind, dann gibt es nichts, was sie unterscheidet. Und das wiederum bedeutet, dass wir lediglich 3 Begriffe haben für den einen einzigen Gott. Woraus sich wieder ergeben würde, dass die 7. Prämisse Sinn ergibt. Ja? Weil es gibt nur einen einzigen Gott, ist dann schlüssig. Nun, dieser Lösungsansatz wird jedoch aufgelöst durch was? Durch Prämisse 4, 5 und 6, wo wir ganz klar konstatiert haben, der Vater ist nicht der Sohn, der Vater ist nicht der Heilige Geist und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Das heißt, es ist ausgeschlossen laut dem athanasianischen Glaubensbekenntnis, dass diese 3 Persona identisch sind. Und das, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, ist das logische Problem der Trinität. Unvereinbare Aussagen, widersprüchliche Aussagen, die aufgehoben werden müssen. Ja? Nun, welche Ansätze gibt es? Die Ansätze kann man zusammenfassen in 3 Bereiche, geehrte Geschwister. Der erste Ansatz ist, man bezeichnet die Trinität als das Mysterium. Ich nenne es das M-Wort. Und ein Mysterium ist offensichtlich etwas, wo wir keinen rationalen Zugang haben. Wir können es nicht rational begründen. Ja? Und wir sind unfähig, es zur Gänze zu fassen. Ja? Und das brauchen wir heute in diesem Livestream gar nicht thematisieren und entertainen. Warum? Wenn es keinen rationalen Zugang gibt, dann kann es auch keine Lösung für das logische Problem der Trinität sein. Unabhängig davon, ob man es in ein positives und negatives Mysterium unterteilt. Was wir uns aber ansehen werden, und das ist sehr, sehr wichtig, zu sagen, dass wir Gott nicht zur Gänze fassen können, bedeutet nicht, dass er ein Widerspruch sein kann. Absolut, wir Muslime glauben auch an das Raib, an das Verborgene. Wir können Gott nicht zur Gänze fassen. Ja?
Was aber nicht bedeutet, dass Gott ein Widerspruch ist. Gott hat nicht alles von sich offenbart, richtig? Aber er hat definitiv keinen Widerspruch offenbart. Das heißt, dieser Unterschied, diese Distinktion zwischen Metaphysik und Widerspruch, die muss erkannt werden. Was wir uns aber ansehen werden, ist die soziale Perichorese, auch bekannt als sozialer Trinitarianismus oder trinitarische Perichorese. Verfechter davon sind beispielsweise Dr. William Lane Craig oder Richard Swinburne. Nun, wie versucht man mit diesem sozialen Trinitarianismus dieses Problem zu lösen? Wir haben auch im Deutschen, wenn wir Ist-Aussagen haben, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, zwei Wege, zwei Arten Ist-Aussagen zu verstehen. Eine Ist-Aussage kann man verstehen hinsichtlich der Identität und eine andere Ist-Aussage kann man verstehen hinsichtlich der Prädikation. Das heißt, was hier getan wird, ist, wenn man sagt, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott, dann spricht derjenige, der diese soziale Perichorese vertritt, nicht von einer Identität. Also der Vater ist nicht identisch mit Gott, der Sohn ist nicht identisch mit Gott, der Heilige Geist ist nicht identisch mit Gott. Was meinen wir damit, um ein besseres Verständnis davon zu haben? Ich habe hier ein Beispiel genommen von Amir ist schön. Ja, Amir ist schön. Amir ist schön. Wir haben hier, was haben wir hier? Wir haben hier keine Identität zwischen dem Begriff schön und Amir. Ebenso, wenn wir das Beispiel nehmen, der Vater ist stark. Es herrscht keine Identität zwischen stark und dem Vater. Ja? Oder beispielsweise, der Sohn ist wissend. Auch hier herrscht keine Identität zwischen wissend und dem Sohn. Und so ist es quasi in den ersten drei Prämissen zu verstehen hinsichtlich diesem Versuch, das logische Problem der Trinität zu lösen. Nun, wo entsteht jetzt das Problem bei diesem Ansatz? Geehrte Geschwister, das Problem entsteht dadurch, dass man in der siebten Ist-Gott-Aussage nicht denselben Weg wählt, indem man sagt, es ist eine Eigenschaft, sondern dort sagt man, dass es eine Identität ist. Und das ist laut den Gesetzen der Logik ein Fehlschluss der Äquivokation. Nun, das sind hochtrabende Begriffe, aber die werden wir inshallah auch erläutern. So. Kann es sein, dass es hier kurz zu einer Unterbrechung kam? Ich werde mal hier kurz raus und rein. Anni, hörst du mich? Ja, man hört dich gut. Man sieht dich im Freeze. Aber wir nehmen die Präsentation gleich rein, geehrte Zuschauer, habt keine Sorge, der Bruder Serta springt die Präsentation in Kürze und dann hat man sie auch in einem anderen Perspektivenumfang auch mitgebracht. Denn ihr habt gerade gesehen, es geht direkt um dieses wesentliche, relevante und vor allem auch ansprechende, vor allem für Trinitarier, für Christen, die sich darum Gedanken gemacht haben, ein wesentliches Thema, das wir jetzt in dieser Sendung bearbeiten. Und ich sehe den Chat, dass er sich sehr freut, dass es jetzt auch inshallah weitergeht mit dieser guten Präsentation. Okay, super. Also probieren wir es nochmal. Bismillah. So, ich gehe davon aus, ihr könnt jetzt mein Bildschirm sehen, richtig? Ja. Und ihr könnt auch mich sehen, richtig? Ja. Perfekt. Nun, was ist ein Fehlschluss, geehrte Geschwister? Ein Fehlschluss ist eine ungültige Argumentation. Ein Fehlschluss ist eine Argumentation, die keinen Wahrheitsgehalt hat. Also es ist ein falsches Argument. Ja? Und was ist Homonymie? Aber was ist Äquivokation? Äquivokation, auch bekannt als Homonymie, bedeutet, dass man einen Begriff verwendet, der mehrdeutig ist, aber diese Mehrdeutigkeit wird nicht realisiert bzw. außer Acht gelassen. Eine Definition davon ist beispielsweise, dieser Fehlschluss kommt dadurch zustande, dass ein Begriff verschiedene Bedeutungen hat, die Mehrdeutigkeit des Begriffs aber nicht erkannt wird. Ja? Das heißt, es gibt ein Wort, der mehrere Bedeutungen hat, beziehungsweise doppeldeutig ist, aber in der Argumentation wird diese Doppeldeutigkeit nicht berücksichtigt. Und dadurch ergeben sich natürlich völlig absurde Schlussfolgerungen. Um nur ein Beispiel zu geben, damit man das auch richtig versteht. Ein Beispiel ist Prämisse 1, sein Wort hat Gewicht.
Prämisse 2, Gewicht ist die Schwere eines Körpers. Prämisse 3, folglich hat sein Wort die Schwere eines Körpers. Nun, wir merken hier, dass die Struktur an sich richtig ist, aber ein Begriff sticht hier heraus, nämlich der Begriff Gewicht. Das erste Gewicht in Prämisse 1 bezieht sich auf eine Autorität, also eine Person, dessen Worte sozusagen beachtet wird. In Prämisse 2 hingegen haben wir eine physikalische Größe. Wir haben es mit einer physikalischen Größe zu tun und dennoch werden sie im selben deduktiven Argument verwendet, was offensichtlich zu einem absurden Schluss führt. Das heißt, in einer Argumentation darf man diese Äquivokation, diese Mehrdeutigkeit nicht anführen. Ein zweites Beispiel, was ich sehr amüsant fand während der Vorbereitung. Prämisse 1, nichts ist besser als im Mainstream. Ja, das kann man so stehen lassen. Prämisse 2, ein Euro ist besser als nichts. Prämisse 3, folglich ist ein Euro besser als im Mainstream, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber was haben wir hier für einen Fehlschluss? Wir haben einen Fehlschluss der Äquivokation. Warum? Das erste Nichts schreibt sich selbst etwas zu. Also nicht im Sinne, dass im Mainstream das Beste ist, sondern dass das Nichts besser ist als im Mainstream. Bei der zweiten Prämisse hingegen haben wir ein allgemeines Verständnis von Nichts, nämlich die Abwesenheit von etwas. Und dennoch werden beide diese Begriffe im selben deduktiven Argument verwendet, ohne auf die Doppeldeutigkeit zu achten. Und das ist natürlich absolut schwach. Also das ist ein Fehlschluss, ein ungültiges Argument. Man kann nicht in derselben Argumentation den Begriff verwenden und auf Eigenschaft beziehen und den Begriff verwenden auf Identität beziehen. Warum nicht? Man kann nicht versuchen, einen logischen Widerspruch zu lösen mit einem anderen logischen Fehlschluss. Ja? Und es gibt interessante Kritiker, beispielsweise der amerikanische Religionsphilosoph Brian Lefdow in dem Buch Philosophical and Theological Essays on the Trinity, in seinem Kapitel, sein Kapitel heißt Asozialer Trinitarianismus. Er bezeichnet das als einen reformierten Paganismus, einen reformierten Heidentum. Das heißt, wir haben hier einen Fehlschluss, der versucht, einen Fehlschluss zu lösen. Jetzt kommen wir zur relativen Identität, was ein bisschen paradox klingt, weil Relativität im Prinzip absolut ist, Identität absolut ist, nicht relativ. Dieser Zugang, geehrte Geschwister, liebe Zuseher, wird auch als lateinischer Trinitarianismus bezeichnet. Und das ist womöglich der Zugang, den die meisten zeitgenössischen christlichen Missionare auf der Straße, die YouTube-Videos machen, ohne zu wissen, was sie reden, vertreten. Die besagt, die drei Persona sind identisch im Wesen, aber nicht identisch in der Persona. Das heißt, es wird eine Distinktion gemacht zwischen dem Wesen und der Person. Dann wird argumentiert, du Moslem, du bist ja auch ein menschliches Wesen, du bist ja auch eine Person. Das heißt, diese Distinktion, dieser Unterschied wird gemacht, indem man sagt, ja, die ersten drei Personen sind identisch in der Gottheit, im Wesen, aber nicht identisch in der Persona. Ja? Und das ist natürlich ein noch größeres Problem, wie ich finde, als die soziale Perikorese. Wenn ich dich frage beispielsweise, ich frage den Zuschauer, wer bist du? Dann wirst du mir womöglich deinen Namen nennen. Und wenn ich dich frage, was bist du, auch wenn du Letzteres als beleidigend empfinden würdest, dann würdest du antworten, du bist ein Mensch. Das heißt, in den ersten drei Prämissen stellt der lateinische Trinitarist die Frage, wer sind sie? Und in der letzten, was ist es? Und zwei kurze Aussagen widerlegen diesen Ansatz, aber wir werden natürlich umfangreicher darauf eingehen. Erster Punkt. Man kann nicht das identische Wesen sein von etwas und zugleich nicht die identische Person. Nochmal zum Mitschreiben. Man kann nicht das identische Wesen sein von etwas und zugleich nicht die identische Person. Warum? Weil es zwischen dem Wesen und der Person
nichts gibt, was sie unterscheidet. Zweiter Punkt. Ja, nicht jedes Wesen ist eine Person. Dieser Stift hier kann man als Wesen bezeichnen, ist nicht eine Person. Aber jede Person ist ein Wesen. Ja? Daher ist diese Distinktion, diese Unterscheidung zwischen wer und was völlig obsolet und überflüssig. Mit einem Satz, was die relative Identität aussagt, geehrte Geschwister und liebe Zuseher, ist, wir nehmen jetzt die Variable A her. A, der Vater, ist mit B, dem Sohn, identisch in G, dem Gottsein, aber nicht identisch in P, der Persona. Nun, das klingt jetzt als eine sehr klassische und elane Lösung, aber wir werden am Ende dieser Präsentation merken, wie absurd diese Aussage ist. Und dazu, geehrte Geschwister, werden wir uns kurz mit in Gesetzen der Identität beschäftigen, inshallah. Also, in den Gesetzen der Logik haben wir das Identitätsprinzip. Und das Identitätsprinzip teilt sich auf, zum einen auf qualitative Identität, also etwas teilt mit etwas eine bestimmte Eigenschaft. Ja? Das heißt, dieses Handy ist qualitativ von der Farbe her identisch mit dem Mikrofon. Ja? Qualitativ, das haben wir bei der sozialen Perichorese behandelt. Ja? Und die zweite Kategorie ist die quantitative Identität, also numerische Identität. Mein Handy hat zwar die qualitative Identität der Farbe gemein identisch mit der qualitativen Eigenschaft der Farbe dieses Mikrofons, aber sie sind quantitativ nicht identisch. Sie sind numerisch nicht dasselbe. Ja? Wenn etwas quantitativ identisch ist, wenn zwei Dinge quantitativ dasselbe sind, dann sind es lediglich zwei Dinge, die man vergleicht. Ja? Aber diese zwei Dinge sind in Wirklichkeit nur ein einziges Ding und man verwendet lediglich zwei Begriffe für dieses selbe Ding, auf was man verweist. Nun, es gibt drei Arten, wie man auf diese Identität kommen kann, geehrte Geschwister. Identität kann reflexiv sein. Ja? A ist gleich A. Alles ist mit sich selbst identisch. Dieses Handy ist dieses Handy und es ist nicht etwas anderes. Ja? Ganz klassisch. Also, wenn man da noch diskutieren muss, machen wir weiter, inshallah. Identität kann auch symmetrisch sein. Das heißt, wenn A mit B identisch ist, dann ist auch B mit A identisch. Ja? Und wie wissen wir das? Es gibt drei Merkmale dazu. A ist genau dann mit B identisch, wenn es zwischen A und B nichts gibt, was sie unterscheidet. Das heißt, wenn es zwischen A, unabhängig davon, was ihr euch gerade vorstellt, und B nichts gibt, was sie unterscheidet, es gibt keinen Unterschied, dann sind sie quantitativ identisch. Zweites Merkmal. A ist genau dann mit B identisch, wenn alle Eigenschaften, die wir A zukommen lassen, auch B zukommen könnten lassen und umgekehrt. Das heißt, alle Eigenschaften, die A hat, muss auch B haben. Und wenn B all diese Eigenschaften hat, muss A auch dieselben Eigenschaften haben. Ja? Und das dritte Merkmal, sehr, sehr wichtig, A und B bezeichnen genau dann denselben Gegenstand, wenn jede Aussage, die für A gilt, auch für B gilt und wenn man eine Aussage für A ändern würde, diese auch für B geändert wird. Dann sprechen wir von symmetrischer Identität. Genauso ist es mit der Transitivität. Das heißt, Identität kann auch was sein? Kann auch transitiv sein, geehrte Geschwister. Was meinen wir damit? Wenn wir über Transitivität sprechen, dann sagen wir, wenn A mit B identisch ist und B mit C identisch ist, dann folgt daraus notwendigerweise, dass auch C mit A identisch sein muss. Denn wenn A identisch ist mit B, dann bedeutet, dass B keinen Unterschied zu A hat und alle Eigenschaften hat, die auch A hat. Wenn jetzt C mit B identisch ist, dann bedeutet das, dass C
keinen Unterschied zu B hat, ja, und alles, was für C gilt, gilt auch für B. Was wiederum bedeutet notwendigerweise, dass C identisch sein muss mit A. Es sind lediglich drei unterschiedliche Buchstaben, die ein selbes Ding bezeichnen. Nun, wenn wir uns jetzt die Trinität ansehen, was wird hier in Anspruch genommen? Wenn wir sagen, A, der Vater, ist identisch mit B, Gott, und B, Gott, ist identisch mit C, dem Sohn, dann folgt daraus notwendigerweise, dass C, der Sohn, auch identisch mit A, dem Vater, sein muss. Ist es aber nicht. Und das ist das Problem der relativen Identität. Um vielleicht ein textuelles Beispiel euch zu geben. Wenn wir sagen, Amir ist Iman TV-Moderator, dann sagen wir, dass alles, was für Amir gilt, auch für den Iman TV-Moderator gilt und alles, was für den Iman TV-Moderator gilt, auch für Amir gilt. Ja? Das heißt, es gibt nichts, was sie unterscheidet. Es ist dasselbe, wo wir einfach nur zwei unterschiedliche Begriffe haben. Nun, daraus folgt, Iman TV-Moderator ist identisch mit Iman Generalsekretär. Wir sprechen noch immer von dem ein und selben Ding. Und daraus muss notwendigerweise auch folgen, dass Iman Generalsekretär quantitativ identisch ist mit Amir. Warum? Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen dreien. Sie haben alle identische Eigenschaften. Alles, was für den einen gilt, muss für den anderen gelten, vice versa. Und alles, jede Eigenschaft, die bei Amir geändert wird, wird notwendigerweise auch bei Iman TV-Moderator geändert, vice versa. Und jetzt, wenn wir zu dieser Aussage der relativen Identität kommen, wo man denkt, man hat das logische Problem der Trinität gelöst, wo man sagt, A, der Vater ist mit B, dem Sohn, identisch in G, dem Gottsein, aber nicht identisch in B, der P, der Persona, dann wäre das gleichbedeutend mit der Aussage, A, Sertac, ist mit B, Iman CEO, identisch in M, dem Menschsein, und jetzt aufgepasst, aber nicht identisch in P, der Persona. Nun, was ist denn der Unterschied zwischen Sertac, dem Mensch, und Sertac, der Person? Es ist eins zu eins dasselbe Ding, auf das verwiesen wird. Es gibt quantitativ keinen Unterschied zwischen dem Menschen Sertac und der Person Sertac. Ja? Das heißt, wenn man mich in die Trinität reinzoomen würde, dann würde das mehr oder weniger so aussehen. A, Sertac, ist mit B, dem, also ist mit M, dem Menschen, identisch. Der Mensch, Sertac, der Mensch ist identisch mit dem, mit B, dem Iman CEO, und plötzlich ist der Iman CEO in der Person aber nicht identisch mit Sertac, was natürlich absurd ist und den Gesetzen der Logik widerspricht. Das war's, geehrte Geschwister. Ich beende mit einem Zitat von wem? Von dem Gründer der relativen Identität und dem Verfechter, dem Religionsphilosophen Peter Van Inwagen, dem amerikanischen Religionsphilosophen, der in seinem Essay sagt, soweit ich das beurteilen kann, hat die relative Identitätslogik keinen Nutzwert außerhalb der trinitarischen Theologie. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Und wie eingangs erwähnt, etwas muss nicht wahr sein, weil es logisch ist, aber damit etwas wahr ist, muss es logisch kohärent sein. Und insbesondere, wenn wir über den allmächtigen Gott sprechen, dann kann es nicht sein, dass wir ihm logisch widersprüchliche Eigenschaften und Wesensarten zuschreiben. Vielen lieben Dank. Ja, auch vielen lieben Dank, lieber Bruder Sertac Barakalofik. Das hat mal wirklich reingefetzt. So hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Die erste Sendung um das Christentum geht direkt ins tiefe Eingemachte. Theologische rein. Ja, ins Eingemachte. Und jetzt ist natürlich auch wichtig, der Bruder Ennis hat auch deutlich was zu sagen. Bevor ich ihm nochmal das Wort gebe, lieber Christ und auch lieber Andy, der Skeptiker, der jetzt in der Lobby ist,
Ich garantiere dafür, dass du als Atheist, als Christ, als Unitarier, Politarier oder Trinitarier oder Oktatarier, je nachdem wie viele es da gibt, das Rederecht bekommt. Werde jetzt Gast und unterstütze das auf jeden Fall, indem du den Stream auch teilst. Denn je mehr Gäste in den Stream kommen, desto mehr können wir in respektvoller Art, empathisch, humorvoll, auch ein bisschen witzig, aber auch hart in der Sache diskutieren. Genau dafür stehen wir und genau das ist unser Ziel. Doch jetzt möchte ich dem Bruder Enes auch nochmal einleitende Worte geben, beziehungsweise ihm zu dieser Position fragen. Lieber Bruder Enes, wie schaut's aus? Du bist an der Reihe. Ja, vielen Dank. Also ich denke, die Präsentation hat eigentlich alles ausgesagt und ich bin gespannt, jetzt die Christen, die hier reinkommen, was sie da auszusetzen haben. Also ich hoffe, ihr habt die Präsentation mitverfolgt, geht auf die Punkte ein, versucht nicht irgendwelche neuen Punkte, sagt, was ist an dieser Präsentation falsch gewesen, wo ist ein Fehlschluss, den Sertac hier gemacht hat. Ich bin gespannt, ob sich jemand reintraut, weil ich kann mir vorstellen, dass wir relativ, also hoffentlich nicht wenige Teilnehmer haben, weil es ist schwer zu widerlegen, es ist schwer zu verteidigen. Denn was wir immer berücksichtigen müssen, ist, dass das Gotteskonzept, wir haben kein Problem damit, dass wir sagen, Gott ist nicht greifbar. Das heißt, Gott ist über deine Vorstellungskraft. Wir sagen, Allah existiert unabhängig von Al-Makan wa-Zaman, das heißt unabhängig von Raum und Zeit. Er braucht weder Raum und Zeit, um zu existieren. Das ist für dich schon etwas Unvorstellbares. Wie kann etwas ohne Raum und Zeit existieren? Ja, somit ergeben auch jegliche Vergleiche, die wir mit Gott machen, gar keinen Sinn. Wie sowas wie, kann Gott einen Stein erschaffen, der größer als Gott ist? Solche Fragen ergeben gar keinen Sinn, weil du kannst Gott nicht vergleichen. Wenn wir etwas reden, was außerhalb von Raum und Zeit ist, wie kannst du dann versuchen, irgendeinen Vergleich zu machen? Das ist wie, als ob du sagen würdest, welches Volumen ist größer, das Volumen von einem Kreis oder Volumen von einer Kugel? Die Frage ergibt überhaupt keinen Sinn. Also er ist über unserer Vorstellungskraft. Aber widersprüchlich ist wieder ein ganz anderes Thema. Denn es ist ganz klar und eindeutig widersprüchlich. Ja, und da haben wir nicht nur vollkommen Gott und vollkommen Mensch, sondern auch die Personen an sich. Und wir werden beim nächsten, also jetzt werden wir in diesem Stream ja ausschließlich das logische Problem betrachten. Aber wir werden uns immer wieder, ich mache mich gleich leiser, alle schreiben hier, dass ich so laut bin. Ich mache gleich mein Mikrofon leiser. Das heißt, für mich muss es greifbar sein, was das Gotteskonzept ist. Ich muss verstehen, wenn Jesus vor mir steht, bete ich ihn dann an? Ist er Gott? Ist er der alleinige Gott? Braucht er neben ihm noch die anderen Personen? Könnte er alleinig auch die Welt erschaffen und würde das vollkommen ausreichen, wenn er doch vollkommen Gott ist? Wieso sind die anderen da? Man könnte rein prinzipiell, wie Amir gesagt hat, man könnte sagen, man hat nicht nur die Trinität, sondern man hat 8 Götter. Man hat 35.000 Götter. Alle haben denselben, haben einen, jetzt kommt es drauf an, welcher Richtung man folgt, haben sie einen genau gleichen Willen? Sie sind 1:1 gleich? Dann würden natürlich viele Sachen aus der Bibel gar keinen Sinn mehr ergeben, wie zum Beispiel dein Wille geschehe, ergibt gar keinen Sinn. Du musst sagen, unser Wille geschehe. Aber wenn ich sage, dein Wille, dann unterscheide ich ja zwischen deinem und meinem Willen. Das heißt, wenn ich sage, dein Wille, dann sagen wir, okay, der Wille ist unterschiedlich. Wer hat denn mehr zu sagen von den dreien? Und das sind ein Problem nach dem anderen, welchem wir begegnen werden. Und es ist nicht lösbar. Es ist nicht lösbar. Es ist ein Widerspruch. Und das ist das, was ich sehr unehrlich finde von Seiten der Christen, ist, dass man doch offen und ehrlich zugeben sollte, wenn ich ihm jetzt ein Gotteskonzept geben würde, was keinen Sinn ergibt, indem ich zum Beispiel sage, Gott existiert, und zugleich existiert er nicht. Das ist was ganz Besonderes. So ein ganz besonderer Gott. Dann würdest du auch sagen, hey, Digga, das ist ja ein Widerspruch. Da würdest du nicht sagen, nein, aber Gott ist doch unvorstellbar und sowas. Doch, das kann man so sagen. Nein, das ist ein eindeutiger Widerspruch. Gott ist allwissend, aber er weiß nicht, wann der jüngste Tag ist. Hä? Dann ist er ja nicht allwissend. Sagst doch, bei Gott ist es ganz, also du kannst nicht irgendwelche Konzepte von Gott aufstellen und dann sagen, ja, aber das ist was, Gott ist unvorstellbar. Nein, das ist widersprüchlich. Widersprüchlich und unvorstellbar sind zwei verschiedene Sachen. Auch in der Mathematik, als letzter Aspekt, auch in der Mathematik, die Unendlichkeit ist unvorstellbar. Ja, also das heißt, die Unendlichkeit ist unvorstellbar. Das heißt, dass du sagst, wie kann etwas unendlich groß sein? Aber das heißt nicht, dass es widersprüchlich ist, zum Beispiel unendlich mal 2 ist immer noch unendlich. Es hat kein Ende. Also der Unterschied zwischen widersprüchlich und
und unvorstellbar sind zwei verschiedene Aspekte. Und das Konzept im Christentum ist vollkommen widersprüchlich. Und noch ein letzter Vers. Manche fragen, darf man das in so einem Islam hier so Logik anwenden? Allah sagt selber im Koran, er sagt, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذَنْ لَبَتَرَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Er sagt in Sure 17, Suratul Isra, er sagt, wenn es neben Allah noch einen weiteren Gott gäbe, so würden sie wahrlich zum Besitzer des Thrones streben. Das heißt, wenn es mehrere Götter gäbe, dann würden diese Götter zum Besitzer des Thrones streben. Das heißt, wer ist der Alleinige? Wer hat das Ultimative zu sagen? Und da müssen wir im Christentum sagen, der Vater offensichtlich. Der Vater ist der Supergott. Sein Wille geschieht. Er sagt, doch, das mit der Kreuzigung muss geschehen. Und dann beugt sich der Sohn. Und das heißt, hier hast du nicht vollkommen, sie sind nicht vollkommen gleichgestellt. Und das ist das Einzige, wo du herauskommst. Und wenn du das dann akzeptierst, dann sind die beiden keine Götter mehr, weil ihr Wille wird nicht durchgesetzt. Sie sind praktisch keine, weil was bringt dir deine Allmacht, wenn du deinen Willen nicht durchsetzt? Was ist das denn für eine Allmacht dann? Genau. Ja, und jetzt mache ich mich leiser, damit ihr mich nicht weiter nervt. Alles ist zu laut, alles ist zu laut. Ich komme voll raus. Nein, es ist deutlich zu hören. Das ist natürlich auch gut. Ja, es geht um die Deutlichkeit und wer auch deutlich rennt. Ich meine, bist du fertig? Ich bin fertig. Ich denke, das ist sehr gut, was der Enes gesagt hat. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an alle 700 Leute, die jetzt hier im Livestream sind, ihr seid gefragt, lasst uns die Rekorde pushen. Ich gebe euch jetzt die Möglichkeit, dass ihr jetzt nach den einleitenden Worten von dem Bruder Enes und der Präsentation von Bruder Sertac die Möglichkeit nutzt. Wir sind noch mehr als 3 Stunden live heute Abend. Es geht um das Christentum. Und der einzige Gast in der Lobby ist ein Skeptiker. Wo sind die Christen, wenn es darauf ankommt, ihren Glauben zu verteidigen? Wir wissen, ich habe ja den Chat die ganze Zeit gelesen, das sind deutliche Kritiker unserer Position. Wir haben es nicht verstanden, uns fehlt da die Perspektive, ein hat geschrieben, wir haben den Heiligen Geist nicht. Alles legitim, aber niemand wird deine Position hören, wenn du nicht Gast bist. Ich frage jetzt nochmal rein, von den 700 Leuten, die jetzt live zuschauen, teilt jeder von euch jetzt den Stream, dann verdoppeln wir ihn inshallah innerhalb von kürzester Zeit. Ich gebe euch jetzt nochmal 60 Sekunden Zeit, Leute. Like den Stream jetzt. Teilt den Stream jetzt. Und wenn du die Möglichkeit hast, weil ich nehme gleich den ersten Gast rein und das ist ein Nicht-Christ, der im Christentum-Stream ist. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, 3 Stunden in der Sendung teilzunehmen und gegen Sertac oder Enes oder mit Sertac oder mit Enes zu diskutieren. By the way, es ist heute extrem explodiert. Ich möchte alle DAO-Supporter recht herzlich bedanken. Martin, vielen lieben Dank, dass du DAO-Supporter geworden bist. Schwester Rosa, vielen lieben Dank, dass du DAO-Supporterin geworden bist. Arba, vielen lieben Dank. Und Erhan, wir haben 5 DAO-Supporter bekommen innerhalb der 50 Minuten. Es fehlen noch 5 DAO-Supporter, wie du uns unterstützen kannst und vor allem, wie du live Gast wirst. Sagen wir dir jetzt nach einem einzigen Spot. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Leute, ihr habt es gehört, vielen lieben Dank für die Zwischenzeit, dass ihr DAO-Supporter geworden seid. Ich finde das immer genial. Wer nicht Supporter werden kann, einmal Spende ist möglich. Wer einmal Spende, alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Auf euch ist Verlass. Ich möchte mal kurz sagen, ihr seid wirklich cool im Support. Also es muss mal kurz so gesagt sein. Ich frage natürlich Wachstum und so, aber alle DAO-Supporter bis jetzt sind richtig rein nice. Geehrte Geschwister,
ich nehme den ersten Gast in die Sendung rein. Das ist der Andy. Ich nehme den Andy rein. Andy, nochmal ganz kurz, da wir uns kennen. Ja, genau, da wir uns kennen, brauche ich dich jetzt nicht unbedingt fragen. Geehrte Geschwister, ihr kommt jetzt rein und ich möchte den ersten Gast im Christentum-Stream begrüßen. Geehrte Geschwister, liebe Zuschauer, begrüßt den ersten Gast der heutigen Sendung. Sein Name ist Andy. Er ist Skeptiker und kommt aus Deutschland. 1000 blaue Herzen für den ersten Gast hier bei Immanstream Live. Herzlich willkommen, der einzigartige Andy. Hallo. Hallo, Andy. Andy, wo warst du oder Andy? Ich habe probiert, in die letzten zwei Streams reinzukommen, aber ich bin leider nicht reingekommen. Also da waren zu viele Leute da. Und heute beim Christentum-Stream ist natürlich keiner da. Dann ja, bin ich da. Erklär uns das mal, Andy. Erklär uns das mal. Wieso ist keiner erstmal da? Erstmal begrüßt sich der Chat, lieber Bruder. Lieber Andy, ja, der Chat begrüßt dich mit blauen Herzen. Und herzlich willkommen bei Immanstream. Freut mich erstens, dass du da bist. Und jetzt die Frage von Enes. Der hat dich was gefragt. Andy, wieso ist keiner da? Erklär mir das mal. Boah, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich meine, wir geben Christen hier eine Plattform, die sie sonst nie haben könnten. Wo haben sie in einem Livestream 700 Zuschauer? Verteidigt doch eure Ansicht, ich verstehe das nicht. Ist doch so einfach zu erklären. Ist doch so schlüssig. Zusätzlich haben sie auch Alliierte wie Andy, die heute als Skeptiker reinkommen. Und dann ist es natürlich unverständlich. Andy, wie geht's dir? Meine ich jetzt in diesem Kontext, dass ich bin kein, wie man sich einen klassischen Christen vorstellen kann, sondern ich bin eher so, falls es irgendjemand was sagt, in Richtung philosophischer Christ würde ich mich nennen. Aber das ist jetzt, soll jetzt nicht Teil des Streams sein, sondern das ist jetzt, damit ich mal was mit Skeptik meinst. Also ich bin skeptisch zum klassischen Theismus. Okay. Und inwieweit möchtest du heute einen Beitrag zu dem Thema leisten? Also die Trinität, also darum geht es ja, da will ich zeigen, dass ihr das Problem bei euch daran liegt, also warum ihr denkt, dass es ein logischer Widerspruch ist, dass daran liegt, weil du den Begriff der Person wörtlich nimmst. Also unter Person, das findet man ja auch sofort bei Wikipedia, ist nicht das gemeint, was du unter Person verstehst. Also ich bin eine Person, Anas ist eine Person. Aber das, was die christlichen Theologen mit Person meinen, ist eine Hypostase. Und ich weiß nicht, ob ihr das Wort was sagt, aber das sagt ihr ja bestimmt als Hypostase. Und Hypostase ist den Begriff ich habe den Begriff ja in der Präsentation auch verwendet. Also, weiß ich, ja, was es ist. Ja, deswegen, aber in deinem letzten Teil hast du ja dann wieder den Begriff Person verwendet. Und du weißt ja, dass die christlichen Theologen, die wollen ja nicht mit dem Begriff Person argumentieren, den wir, also wie wir Personen sind, sondern eine Hypostase ist eine Seinsweise und keine so Personen, wie wir das Personen sind. Und Seinsweise bedeutet, damit man sich das jetzt bildlich vorstellen kann, zum Beispiel, ich kann eine Idee, ist auf einer anderen Weise, ist eine Idee, existiert eine Idee, als ich zum Beispiel existiere. Eine Idee existiert jetzt nicht materiell, sondern sie existiert ideell. Jetzt, das sind zwei verschiedene Seinsweisen. Das war jetzt das Beispiel. Und bei der Trinität ist es jetzt genauso. Ein Widerspruch gibt es nur, wenn es sozusagen, wie du es gesagt hast, wenn die zwei Sachen in der gleichen Kategorie sind. Also zum Beispiel bei einer Substanz. Wenn ich in dieser Kategorie einen Widerspruch finde, dann ist es ein Widerspruch. Aber nicht, wenn ich zwei unterschiedliche Kategorien habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin von der Kategorie her Mensch und ich habe noch eine andere Kategorie, in der ich zum Beispiel Familienvater bin oder sonst was. Oder sagen wir, eine andere Kategorie ist Berufe. Ich kann auch mehrere Berufe haben. Ich kann zum Beispiel einen Minijob haben. Ich kann einen richtigen Vollzeitjob haben und so weiter. Ja, okay. Aber gut, aber das habe ich ja behandelt bereits in der Präsentation. Wenn du, ich meine, du kannst Ehemann sein, du kannst Vater sein, du kannst Sohn sein. Wie viele Personen bist du? Ja, aber genau das ist ja mit Person nicht gemeint. Mit Person sind Seinsweisen gemeint. Ja, aber wie viele Personen bist du bei dieser Analogie? Wie viele Personen bist du? Ja, ich bin eine Person. Okay, wie viele Persona haben wir in der Trinität? Ja, aber Persona ist nicht Person gemeint, wie du das im wörtlichen Sinne verstehst. Es ist irrelevant, wie du das, die Persona definierst. Wenn du drei unterschiedliche, und den Begriff Persona habe ich nicht erfunden. Also ich habe da das Gefühl, dass du mir einen Strohmann vorwirfst, weil ich zitiere Theologen, ich zitiere das athanasianische Glaubensbekenntnis. Und wenn die Persona verwenden, dann verwende ich auch Personen. Was soll ich sonst verwenden?
Nun, ja. Was man unter Persona versteht, das ist natürlich wichtig. Und meine Frage an dich, was verstehst du dann unter einer Person hinsichtlich der Trinität? Hypostasen, Seinsweisen. Also ich erkläre es an einem ganz einfachen Beispiel, ein Dreieck. Ein Dreieck kann materiell vor dir, das ist ein Dreieck, das hat drei Seiten. Das kann materiell existieren, das kann ideell existieren oder das kann geistig existieren. Das kommt aus dem Platonismus, aus dem Neuplatonismus. Das sind drei verschiedene Seinsweisen, wie ein Dreieck existieren kann. Es kann in deinem Geist existieren, es kann als Idee existieren oder es kann materiell existieren. Ja, und im jetzt, übertragenen Sinne auf die Trinität ergibt das den Tritheismus, weil du hast nur ein Seinswesen in der Trinität, nicht drei Seinswesen in der Trinität. Seinsweisen. Ja, drei Seinsweisen hast du in dem Beispiel, was du gegeben hast, aber in der Trinität hast du ein Seinsweisen und drei Persona. Nein, in der Trinität hast du auch drei Seinsweisen. Welche drei Seinsweisen hast du? Das habe ich dir gerade erklärt. Das sind die drei Seinsweisen. Okay, Persona, okay. Wie löst das das logische Problem der Trinität? Weil Seinsweisen eine andere Kategorie sind als Wesen. Das Wesen ist Gott, Gott ist das Wesen. Ja. Und die andere Kategorie sind die Seinsweisen. Das sind zwei verschiedene Kategorien, da kann es also keinen Widerspruch geben. Ein Widerspruch gibt es nur beides in einer Kategorie. Ja, wenn du ein Dreieck hast und dieses Dreieck dadurch bezeichnet, dass es physisch existiert, ideell existiert, wie viele Dreiecke hast du? Ich habe immer noch ein Wesen. Nee, wie viele Dreiecke hast du? Immer noch ein Dreieck. Okay, aber du hast drei Personen in der Trinität und ein Wesen. Nein, ich habe, wie genau bei dem Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, ich habe immer noch ein Dreieck, aber das Dreieck existiert auf drei unterschiedliche Weisen. Es existiert ideell, ja, es existiert materiell und es existiert geistig. Ja, und das ist eine Heresie, Andy, namens Modalismus. Das ist eine Heresie, weißt du, was Modalismus bedeutet? Was ist Modalismus? Das ist, was bei den Griechen so war, dass man sozusagen, aber die Theologen haben das geändert, dass es nicht mehr modal so ist, sondern dass die drei Hypostasen auf einer Ebene, auf einer Hierarchie sind. Das ist ein katholisches Dogma. Andy, was ist die Heresie des Modalismus hinsichtlich der Trinität? Dass man zum Beispiel sagt, das mit Wasser vergleicht. Wasser existiert in Und das ist exakt flüssig fest. Das, was du auch tust. Nein, das ist das nicht. Weil du hast auch in dem Beispiel, was du gibst, mit Dreieck, drei Erscheinungsformen. Physisch, ideell, und was war das dritte, was du gesagt hast? Geistig. Das sind keine Erscheinungsformen. Das natürlich ist eine andere Kategorie. Es ist aber doch immer das. Ja, natürlich ist es eine andere Kategorie. Aber du verweist doch immer auf dasselbe Dreieck. Und das hast du nicht in den drei Hypostasis in der Trinität. Du hast keine Erscheinungsformen. Du hast tatsächliche Persona oder Hypostasis, wie du es auch bezeichnen willst. Und das ist eben der logische Widerspruch. Und da, jeder logische Widerspruch ist da, um gelöst zu werden. Der ist bis heute nicht gelöst worden. Ja, aber, und Theologen diskutieren ja darüber. Also ich und Enes kommen ja da nicht mit unseren muslimischen Erfindungen. Das sind ja christliche Texte. Das Buch, was ich heute zitiert habe, das Buch beginnt mit den Worten "The logical problem of the Trinity, which is well known." Was bekannt ist unter den Theologen. Also das ist nicht irgendwie, was wir erfinden und so, sondern das logische Problem der Trinität ist eine Tatsache. Ja, aber du hast Peter van Inwagen zitiert. Der ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Konsens unter den, der ist ja nicht der Konsens unter den Theologen. Es gibt keinen Konsens. Doch, die haben ja ein Dogma und das ist, was bei denen ein Konsens ist. Nein. Es gibt, schau mal, Andy, es gibt hinsichtlich der Trinität seit 1800 Jahren keinen Konsens, Bro. Es gibt so viele heretische, trinitarische Lehren, so dass man sich bis heute nicht mal auf etwas geeinigt hat. Es gibt keine Übereinkunft hinsichtlich der Trinität. Es gibt einen Theologen, der heißt Epiphanius von Salamis. Der hat ein Werk geschrieben gegen Heresien, der Ende des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts. Ich muss dir vorstellen, bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts hat er 80 trinitarisch-heretische Lehren verzeichnet und hat ein Werk verfasst gegen Heresien, wie man dagegen argumentiert. 80 heretische Lehren. Darunter, was haben wir darunter? Wir haben bereits erwähnt den Modalismus, ja, wo man gelehrt hat, dass die drei Personen
in der Trinität Formen der Gottheit darstellen, also eine Erscheinungsform. Ja? Das heißt, der Vater wird zum Sohn, der Sohn wird zum Heiligen Geist. Das heißt, es ist ein einziger Gott, aber es sind drei verschiedene Erscheinungsformen. Es gab in der Frühzeit den Tritheismus, wo man gesagt hat, es gibt drei voneinander unabhängige göttliche Wesen, drei getrennte Götter. Es gab den Arianismus, wo man gesagt hat, dass die drei Personen in der Trinität zwar Gott sind, aber auf unterschiedliche Weise. Es gab den Doketismus, Mazedonianismus, Partialismus. Es gibt so viele heretische Lehren hinsichtlich der Trinität. Und natürlich gibt es heute keinen Konsens hinsichtlich dieses Themas. Ich sehe das auch ehrlich gesagt, ganz kurz als Punkt, ich sehe das ehrlich gesagt als einen sehr kritischen Punkt im Christentum. Denn wieso wurde Jesus gesandt? Jesus wurde gesandt, um die Menschen auf den wahren Weg zu bringen. Das heißt, es gibt Leute, die sagen, das ist Gott, haben eine Statue. Und dann sagen andere, nein, das ist Gott. Ja, haben sie eine andere Statue. Nein, das ist Gott, das ist Gott. Und dann wird angeblich Jesus gesandt und bringt eine Botschaft, die vollkommen unklar ist. Eine vollkommen unklare Botschaft. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Stell dir mal vor, jetzt kommt diese Botschaft, jetzt wird dieser Prophet endlich entsandt, damit endlich Klarheit gebracht wird und die Verwirrung ist noch mehr. Du sagst, wer ist Gott? Und dann erstmal, es ist wirklich für mich uneinsichtlich aus den biblischen Texten. An sich haben alle ihre Argumente und du weißt nicht mal, wen soll ich jetzt eigentlich anbeten. So kann unmöglich eine Religion gesandt worden sein. Und ich finde es noch problematischer, dass ich mit meinen, ich muss es immer erwähnen, aber ich würde mal behaupten, dass ich ein bisschen was im Kopf habe. Und insbesondere, ich bin in der Softwareentwicklung, da muss man sehr viel logisch denken und wirklich sein Gehirn sehr anstrengen. Und nach 5 Jahren Studium, autonome Systeme, künstliche Intelligenz, es ergibt keinen Sinn. Wenn ich das nicht checke, wie versteht das der Otto-Normalverbraucher? Eine Botschaft, die der Otto-Normalverbraucher nicht versteht, ein Gotteskonzept, was er nicht versteht. Und das sehe ich als sehr, sehr problematisch. Nur noch kurz dazu, ich will noch sagen, die Trinität, die gab es schon vor dem Christentum, im Platonismus. Und die Platoniker, die haben zusammen mit Aristoteles damals die Logik entwickelt, entworfen. Die Trinität ist also, die wissen sozusagen, wie man die Trinität logisch formuliert, damit sie funktioniert. Und das wollte ich gerade vorstellen. Und das, was du gerade gesagt hast, Heretiker, ja, natürlich gab es Heretiker, aber dafür gab es ja die Konzilien, damit man sich dann darauf einigt, zu welchem Konzept man dann kommt. Und das Dogma der Trinität ist ja in der katholischen Kirche sozusagen vorgegeben. Das ist ja nicht so, als könnte jetzt... Okay, dann müsstest du bestimmt wissen... Und sagen, ja, wir machen es jetzt anders. Dann weißt du bestimmt, in welchem Dogma zum ersten Mal ein Konsens erzwungen wurde hinsichtlich der Trinität. Welches Konzil war das? Das spielt das jetzt für eine Rolle, also ich weiß... Ja, das spielt deswegen eine Rolle, weil du gesagt hast, dafür waren die Konzile da und dann damit hast du suggeriert, in den Konzilen wurde eine Übereinkunft hinsichtlich der Trinität gemacht. Und meine Frage wäre, bei welchem Konzil? Aber ich will ja nur sagen, dafür sind die Konzilien doch da, dass es nicht mehr dann sozusagen unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, aber dennoch gab es sie. Genau, ein Institut kann nicht sagen, es gibt keine unterschiedliche Meinungen und dann kommen sie doch, sie existieren trotzdem noch, sie sind ja real, du siehst sie hier vor dir. Nein, aber dann versteht ihr die Institution katholische Kirche falsch. Die Institution katholische Kirche sagt, ein Dogma heißt, daran müsst ihr als Christen glauben. Es ist nicht mehr so, als könntest du dann... Kommt eine andere Institution und sagt, daran müsst ihr glauben, nur dann seid ihr wahrhaftige Christen. Der Protestant sagt, I don't care. Ja, dann bist du aber kein Katholik mehr. Das ist so, als ob du sagst, ich glaube nicht keiner. Daran. Ja, Bro, aber bist noch ein Christ. Genauso Zeugen Jehovas sind ja auch Christen. Deine Argumentation war ja, es herrscht eine Übereinkunft, ein Konsens hinsichtlich der Trinität. Und du zeigst jetzt mit deiner Argumentation, dass es nicht der Fall ist. Und es ist auch sehr irreführend, von der Trinität zu sprechen. Es gibt nicht die Trinität. Und was du gesagt hast, Andy, du hast da völlig recht. Und da kommt auf unsere christlichen Mitmenschen auch noch ein Scream zu. Ich meine, du hast gesagt, die Trinität gab es schon vor dem Christentum. Den Begriff Trinität, der wurde von Tertullian zum ersten Mal geprägt. Also kann das nicht schon vor dem Christentum vorhanden sein. Also der Begriff Trinitas wurde von Tertullian geprägt. Aber ich weiß, was du meinst. Der Ursprung von dieser ich nenne sie mal magischen Zahl 3, findet sich im Neoplatonismus. Und das ist vielleicht für dich interessant, Andy, aber für einen Christen, seine Lehre von einem heidnischen Konzept zu nehmen, das ist natürlich etwas, was komplett gegen die Christenheit geht.
Und ein Christ würde das nicht als, als Lob annehmen, beziehungsweise als positives Argument annehmen. Aber ich weiß, was du meinst. Für Aristoteles war auch der Begriff drei etwas Besonderes. Und das ist ja genau der Punkt jetzt hinsichtlich dem. Das unterstützt ja eher die Aussage, dass die Botschaft verfälscht worden ist und man sich daran orientiert hat. Also das ist und eher dass kontraproduktiv. Man mit Mehrgötterei, und dass man mit Mehrgötterei kein Problem hat. Würde ich auch nicht sagen. Also du musst als Theologe, musst du ja auch Philosophie studieren 2 Jahre lang. Also jeder Theologe muss sich mit Philosophie auskennen. Und wenn du sozusagen ein Konzept, ein Gotteskonzept hast, müsst ihr euch doch auch mit Philosophie auseinandersetzen und dann schauen, wie man das philosophisch formulieren kann. Also ich sehe da jetzt nicht, warum man sich nicht bei der Philosophie bedienen sollte. Nein, naja, es kommt drauf an. Wenn wir über neoplatonischen über die Philosophie des Neoplatonismus sprechen, da haben wir ganz klare Ansätze, die konträr zum Glauben an Gott sind, zum klassischen Glauben an Gott in den abrahamitischen Religionen. Beispielsweise die Emanation, dass es nicht wirklich einen Unterschied gibt zwischen den Göttern und den Gott und Menschen, ja, dass Gott quasi nicht erschafft, sondern die Schöpfung emaniert aus ihm. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist nicht vereinbar, auch mit Christen. Christen sagen nicht, die Schöpfung ist emaniert, sondern sie ist erschaffen. Aber nichtsdestotrotz, Andy, ich denke, du hast zumindest mal einen Ansatz gewagt, hier in den Stream zu kommen und versucht, mit dem Modalismus da das Problem zu lösen. Aber wie du merkst, es ist offensichtlich ein Weg, der nicht funktioniert, weil es, und das ist der wichtige Punkt. Die Trinität, wenn man dieses Konzept zu Ende denkt, führt es entweder zum Polytheismus oder zu einer Häresie. Modalismus, Mazedonianismus, Apollinarianismus, all diese verschiedenen Häresien. Ist unmöglich. Das Einzige, was du tun kannst, die Gesetze der Logik aushebeln, neue Gesetze erfinden, wie Peter van Inwagen das getan hat, mit der relativen Identität. Und natürlich, als ich gesagt habe, Peter van Inwagen ist ein sehr, sehr großer Theologe und Philosoph. Also das zum einen. Aber natürlich ist er jetzt nicht der Papst, das was er sagt, das Gesetz ist. Deswegen habe ich auch mehrere Theologen und Philosophen aufgezeigt und versucht zu zitieren, damit klar ist, dass hier kein Konsens herrscht zum einen und dass noch immer Probleme herrscht beim Lösen dieses Problems. Aber Sergio, das mit dem Modalismus, das kann ich so nicht stehen lassen, weil ich das so nicht gesagt habe. Die Hypostasen, das verwenden wir ja selber. Die katholische Kirche verwendet das Wort Hypostasen. Das ist kein Modalismus. Seinsweisen sind kein Modalismus. Das, was ich mit dem Dreieck gebracht habe, das Beispiel, das ist kein Modalismus. Ein Modalismus sind Erscheinungsweisen, aber das ist nicht, wie Gott erscheint, sondern wie er auf einer Weise ist. Das ist was anderes als Erscheinungsweisen. Also das ist einfach kein Modalismus. Ja, du musst mir erklären, warum das anders ist als eine Erscheinungsform. Ja, wenn ich dir zum Beispiel sage, Wasser erscheint einmal als Dampf, einmal als Eis oder sowas, das ist eine Erscheinungsform. Aber wenn ich dir sage, ein Dreieck kann ideell gedacht werden, geistig, dann ist das, physisch. Das ist keine Erscheinungsform. Geistig, ideell und physisch, hast du gesagt. Richtig? Aber Erscheinung heißt, dass es unterschiedliche, wie soll man das sagen, materielle Weisen gibt, in denen dieses Ding, Substanzweisen gibt, in denen sich das Ding unterscheidet. Also du musst dich in der Substanz unterscheiden, in den Eigenschaften. Das ist wie eine Erscheinungsform. Ist. Inwieweit unterscheidet sich der Vater vom Heiligen Geist in den Eigenschaften? Sind nicht alle beide allmächtig? Dampf und Wasser unterscheidet sich ja in den Eigenschaften zum Beispiel. Das ist ja nicht ganz genau gleich. Das ist H2O, das ist 1:1 dasselbe. Nein, aber Dampf hat verschiedene physikalische Eigenschaften als jetzt Wasser zum Beispiel. Nein, die Erscheinungsform ist anders. Das eine ist Eis, das andere ist Dampf, das andere ist, ist flüssig. Ja, aber es ist keine Repräsentation der Trinität, das ist Modalismus. Weil damit Wasser zu Eis wird, muss es unter einer Temperatur kommen und dann wird es zu Eis. Bei der Trinität wird nicht der Vater zum Sohn. Es sind drei unterschiedliche Personen, die existieren. Und von mir aus nennen sie Hypostasis. Den Begriff hast du bis jetzt nicht definiert, aber es ist ja auch irrelevant, weil wenn du das Beispiel mit dem Dreieck hernimmst, dass du sagst, das Dreieck ist physisch, ideell und geistig, na gut, wie viele Dreiecke hast du? Du hast noch immer ein einziges Dreieck. Ob du jetzt aus dem ableitest, ja, das eine Eck ist rot und dann ist es geistig und das ist so, ist irrelevant.
es missrepräsentiert die Trinität, weil in der Trinität wir drei Hypostasis haben, nicht eine Hypostasis. Ja, aber die unterscheiden sich ja in den Seinsweisen. Ich kann sagen, das Dreieck ist ideell anders, als dass es physisch ist oder als dass es geistig ist. Darin unterscheiden sie sich. Ideell ist das Dreieck anders, als es materiell ist. Aber es ist trotzdem immer das gleiche Dreieck. Sie unterscheiden sich in den Seinsweisen. Kein Problem. Aber es ist trotzdem immer das gleiche Dreieck. Wir machen eine Umfrage. Gottes Botschaft muss verständlich für die Menschen sein. Ich sage dir ernsthaft, für mich ergibt das überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es überhaupt nicht. Leute, eins in den Chat, wenn ihr das versteht, was Andi erzählt. Zwei in den Chat, wenn ihr es nicht versteht. Ja, ich verstehe, was Andy sagt, aber es... Ich verstehe es nicht, nein. Weil für mich ergibt das keinen Sinn. Es führt unausweichlich zum Modalismus, auch wenn du nicht den Begriff Erscheinung verwenden willst. Ich meine, was, wenn du sagst, ich bin ein Mensch, ich habe einen Körper, Geist und Seele, okay, und das ist das etwas, was du unter deinem Verständnis der Trinität akzeptieren würdest? Körper, Geist und Seele? Ist ja dasselbe Beispiel wie Dreieck. Wie meinst du, ob ich das akzeptieren würde? Du meinst, ob die Trinität genauso ist wie Körper, Geist und Seele? Genauso wie du gesagt hast, das Dreieck ist ideell, geistig und physisch. Nein, weil Geist ist die Seele. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen... Ja, okay, dann ist es ja eine Analogie dazu, dass man sagt, ich bin ein Mensch, ja, ich habe einen Körper, Geist und Seele. Ist ja dasselbe. Wo ist da der Unterschied zwischen den Beispielen? Nein, weil Geist und Seele das Gleiche ist. Also es muss schon drei Sachen geben. Also Geist und Seele ist das Gleiche. Weil Geist ist deine Seele. Okay, dann könnte ich sagen, Geist und das Ideelle ist auch dasselbe. Wo ist da der Unterschied? Nein, weil ideell zum Beispiel, keine Ahnung, 2 plus 2 gleich 4, das kann auch ohne einen Geist existieren. Das kann auch ideell existieren, ohne dass es jemandes Kopf ist. Richtig. Ja, aber es ändert ja nichts an dem Beispiel, dass es noch immer ein einziges Dreieck ist und nicht anwendbar ist an die Trinität, weil es drei Personen gibt. Also ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nochmal wiederholen, aber ich denke, es wird nichts bringen. Ja, wenn ich dir zum Beispiel sage, Gott muss nicht in irgendjemandem Menschen Kopf existieren, sondern er kann rein als Idee existieren. Er kann als... Das würde kein Christ akzeptieren. Also ich weiß, ich meine, ja, du bist jetzt kein Christ und so, aber das ist nicht etwas, was ein Christ behaupten würde. Deswegen ist es sehr merkwürdig, hinsichtlich dem zu argumentieren. Ich finde es auch noch schwer, also... Ich denke aber, dass Setterstein einen richtigen Punkt angesprochen hat, dass natürlich auch eine christliche Perspektive jetzt im theologisch konservativen Sinne, ich weiß jetzt nicht, Andy hat sich ein bisschen zum Christentum hingezogen, zumindest hat er das gesagt. Nichtsdestotrotz würde es dem Stream sehr gut tun, wenn wir unseren nächsten Gast einladen, und das ist bereits ein Christ. Und ich bitte den Chat um die nächsten 1000 blauen Herzen für unseren nächsten Gast. Der kommt sogar aus Österreich. Das ist der zweite Österreicher, der in Season 2 dabei ist. Ja, jawohl, er kommt auf jeden Fall rein. Lieber Chat, seid nett zu unserem nächsten Gast und haut mal die 1000 Likes voll. Kann ja nicht wahr sein hier. Sorry. Gebt Vollgas, like den Stream und kontinuierlich liken. Und die 1000 blauen Herzen kommen jetzt für den ersten Christengast, den ersten christlichen Gast bei den Iman-Christentum-Streams. Herzlich willkommen, Flavius aus Österreich. Herzlich willkommen, Flavius. Hallo. Hallo, Flavius. Flavius, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Bist du zum ersten Mal da? Freut mich sehr, dass du da bist. Cooler Hintergrund. Gefällt mir wirklich sehr. Ja, super. Dann erzähl mal, ich würde gerne wissen, wie definierst du dich jetzt genau? Muss jetzt nicht Trinitarier, Monotarier oder so sein. Ich würde gerne deine Position hören, weil du hast mir in der Lobby was Interessantes geschrieben. Und wie du siehst, freut sich auch der Chat, dass du da bist. Ja, also das ist nicht nur meine Meinung, sondern du bist auf jeden Fall ein geehrter Gast. So, Flavius, bitteschön. Also Christ ist, ich glaube, die ersten Christen haben sie nicht Christen genannt, sondern Nozerim, das sind die Nazarener. Also die haben Jesus gefolgt aus Nazareth, deswegen hieß er auch Yeshua HaNozeri, der Nazarener, und nicht Christen. Dieses Wort Christianus kam ja erst viel später. Ich möchte eigentlich euch gar nicht widerlegen. Ich möchte nur ein paar Sachen loswerden. Das sind zum Beispiel, dass nicht jeder Christ an die Trinität glaubt. Also es gibt eine ich gehe in eine Gemeinde, da glaubt keiner an die Trinität. Also es gibt sehr, sehr viele Christen, die nicht an die Trinität glauben. Und ich wollte nur sagen, dass ich diese Trinitätslehre
einfach ein philosophischer Konzept ist und nichts mit der Bibel zu tun hat und nichts mit Jesus zu tun hat und nichts mit den Propheten zu tun hat, sondern rein philosophischer Konzept. Ich Wurdest du die so Bibel erzogen, Flavius, oder hast du deinen Weg geändert? Ich habe meinen Weg geändert vor 4 Jahren ungefähr. Ich wurde christlich erzogen in einer Pfingstgemeinde, aber als ich die Schrift öfters gelesen habe und die Kirchengeschichte, weil von dort kommt ja die Trinität aus der Kirchengeschichte und nicht aus der Heiligen Schrift, nicht von Jesus. Jesus sagt selber in den Evangelien, Shema Israel, ja, ich benutze jetzt nicht den Namen, Elohenu Yehovah Echad, höre Israel, der Herr, euer Gott ist Herr allein. Und er zitiert aus Dvarim, aus 5. Buch Mose. Er sagt ganz genau, höre Israel, der Herr, euer Gott ist Herr allein und nicht 1 in 3, 3 in 1 oder diese ganzen Konzepte stammen erst viel, 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 viel später, über 300 Jahre später, nach Jesus' Tod. Richtig, das stimmt auch vollkommen mit dem Koran überein, wie Isa im Koran sagt, er sagt, وَقَالَ الْمَسِيحُ und der Messias, also Jesus, sagte, يَا بَنِي Israel, o Volk von Israel, اَعْبَدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ, o Volk von Israel, dient Allah, Rabbi, mein Herr und euer Herr. Vollkommen in Einklang mit dem Koran und mit dem, was ich wollte noch zu Ende sagen, Paulus schreibt in Kolosser 2 ganz klar, haltet euch fern von jeglicher Philosophie. Also Philosophie hat mit der Heiligen Schrift gar nichts zu tun. Gar nichts. Mit Propheten und mit den Jesus, mit den Aposteln hat die Philosophie nichts zu tun. Also da sagt Paulus ganz klar, haltet euch fern von jeglicher Philosophie. Von Platonismus, von Aristoteles, von den ganzen Kirchenvätern, das waren alles Philosophen, die zum Christentum konvertiert sind, aber sie haben leider ihre ganzen Konzepte mitgenommen und eine neue Religion erschaffen sozusagen. Flavius, noch eine Frage an dich. Du sagst, du hast dich damit beschäftigt und vor allem textlich hast du gesagt, das passt nicht. Also das ist nicht aus den biblischen Texten zu entnehmen, dass Jesus Gott ist. War es für dich aber auch widersprüchlich, sodass du gesagt hast, da passt doch irgendetwas nicht? Nee. Also für dich ist die Trinität nicht widersprüchlich? Die Trinität ist schon widersprüchlich. Also laut der Heiligen Schrift schon, ja. Weil die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen Gott, Jehovah Echad. Und nicht 2 oder 3. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und nicht 3 in 1 oder 1 in 3. Das ist alles Philosophie aus dem Heidentum und nicht was die Christen geglaubt haben am Anfang, zur Zeit Jesu. Das hast du gerade gesagt. Ganz kurz, wie wurde ja die Trinität gepredigt oder wie wurde die Trinität halt evangelisiert? Mit dem Schwert. Und nicht mit der Heiligen Schrift, sondern mit dem Schwert. Das wissen die meisten gar nicht. Sie wurden umgebracht, ja. Jeder, der nicht an die Trinität geglaubt hat, wurde einfach umgebracht, ja, oder wurde verbrannt. Das lesen wir in der Kirchengeschichte und das kann jeder nachlesen. Also. Gut, klares Statement. Ja, das hat mich auch. Ich habe das fast gar nicht glauben können, dass ich das jetzt gerade so gehört habe, aber. Da haben wir also nochmal Christ, also nochmal liebe Zuschauer, wir haben hier wirklich, Flavius ist ein wirklicher Christ, er glaubt an das Christentum, er glaubt Jesus, es ist für ihn eine zentrale Figur, aber er lehnt. Ich habe eine Interesse. Ja. Und das bin nicht nur ich, das bin nicht nur ja. Ich kenne tausende Christen, die so glauben. Flavius, ich habe eine Frage komplett an dich. Leugnen. Flavius, ich habe eine Frage an dich. Stream, weil ich glaube, es kommen heute Christen, die auf dich losgehen und du brauchst mich. Flavius, ich habe eine Frage. Der ist schon dabei, oder? Anders. Ja, natürlich. Flavius, ich habe eine Frage. Pass auf. Also wir als Muslime, ich glaube, du weißt, was wir glauben. Das heißt, wir glauben, Jesus ist ein Gesandter Gottes. Wir sagen, Jesus ist, Allah hat Jesus oder liebt Jesus. Er hat ihn beschützt. Ja. Er hat ihn gesandt zu den Menschen, weil Jesus ein Vorbild für die Menschheit gewesen ist. Und ist auch immer noch ein Vorbild für die Menschheit, wie er gelebt hat, wie er Gott angebetet hat. Was würdest du sagen, wer ist deinem Glauben näher? Trinitarier oder wir Muslime? Also was das Gotteskonzept angeht, die Muslime und die Juden auch. Krass. Das also was das Gotteskonzept angeht, sind die Muslime und die Juden für mich einfach näher, weil für mich sind halt Trinitarier Polytheisten und
Das hat nichts mit der Heiligen Schrift zu tun. Der Gott der Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen Gott und es gibt auch keinen Gott neben mir. Also es gibt nur einen einzigen Gott. Elohim Echad. Jeder kann nachlesen, was Echad bedeutet. Das bedeutet nicht zwei, nicht drei. Als Gott die Erde erschaffen hat, hat er gesagt, Vayechi Woker, Vayechi Ever, Erev, Vayechi Woker. Also es wurde Abend und es wurde Morgen. Yom Echad. Was hat er gemeint mit Yom Echad? Also der erste Tag. Meint er jetzt 3 in 1, 1 in 3? Nein, er meint der erste Tag, 1. Das meint er. Und nicht, Das ist irgendwelche... mal sinnerfassendes Lesen. Das fehlt genau. Mir bei vielen Christen. Aber das wollte ich gerade nur sagen, weil es gibt, okay, die Mehrheit der Christen sind Trinitarier. Aber hol mal 100 Trinitarier zusammen und jeder soll seine eigene Theorie bringen. Du wirst 100 verschiedene Meinungen bekommen. Von 100 Trinitarier bekommst du 100 verschiedene Meinungen. Ja, das Ding ist auch, das hat, by the way, ein sehr großer islamischer Gelehrter namens Ibn Taymiyyah gesagt. Er hat gesagt, wenn man 9 Christen dieselbe Frage stellt, bekommt man 10 unterschiedliche Antworten. Ja. Aber was sehr, sehr wichtig ist, und das gilt für jede Religion, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Andy mir zustimmen würde. Eine Religion ist dazu da, die Beziehung zwischen den Menschen zu ihrem Herrn zu stärken und zu schaffen. Nun, wenn du nicht weißt, wer Gott ist, dann kannst du diese Beziehung auch nicht stärken. Die Beziehung ist gar nicht da, weil du gar nicht weißt, was du verehren sollst, was du anbeten sollst, was du lieben sollst. Und die Quintessenz einer Religion ist, den Menschen zu erklären, wer Gott ist. Und wenn eine Religion es nicht schafft, den Menschen zu erklären, wer Gott ist, dann ist das eine gescheiterte Religion. Ganz einfach. Wir reden nicht davon, dass wir Gott zur Gänze fassen können, weil das können wir nicht. Das ist nicht möglich. Ja, deswegen sagt Allah, die Blicke erfassen ihn nicht. Ja? Die Blicke erfassen ihn nicht, aber er erfasst alle Blicke, sagt Allah im Koran. Aber das bedeutet nicht, dass er ein Widerspruch ist. Wir müssen, wie Bruder Ennis gesagt hat, unterscheiden zwischen etwas Metaphysischem, etwas Verborgenem und etwas Widersprüchliches. Und beim logischen Problem der Trinität handelt es sich offensichtlich um einen Widerspruch, wo man entweder in den Polytheismus fällt, ganz klarer Tritheismus, oder man fällt in eine Häresie. Beides möchte man vermeiden, aber beides ist unausweichlich. Und da laden wir natürlich all unsere christlichen Mitmenschen ein, sich mit der ursprünglichen Religion zu beschäftigen, die Religion, mit denen alle Gesandte und Propheten gekommen sind, nämlich dem reinen, strikten Monotheismus, genauso wie es Juden heute glauben und Unitarier, wie im Fall von Flavius auch. Ich hoffe, du heißt nicht Josephus mit dem Nachnamen, weil sonst... Leider. Aber Flavius, ich würde dich auch gerne etwas fragen, weil wäre es für dich möglich oder beziehungsweise wäre das für dich auch eine interessante Sache, dass wir heute, es werden wahrscheinlich noch sehr viele trinitarische Christen kommen, sind bereits Christen in der Lobby, die ich dann nachher reinnehmen werde, aber würdest du auch gerne mit ihnen über dieses Gedankenkonzept diskutieren? Wenn ja, dann bleib ruhig mein Gast, du wirst auf jeden Fall die Möglichkeit kommen, auch Andy bekommt die Möglichkeit, Sertac und Enes sind sowieso immer ein Speaker und ich würde mich sehr freuen, wenn du länger bleibst. Und ich haben wir denn Leute, die endlich mal das... Exakt, wir haben... Sehr cool. Ja, genau, Step-by-Step-Chat, Step-by-Step, lieber Enes, ich muss noch ein bisschen den Chat motivieren. Leute, teilt den Stream jetzt, wir haben gleich den nächsten Christen in der Lobby, den haben wir schon in der Lobby, aber gleich im Stream kommt der nächste Gast. Gebt dem Stream jetzt noch ein Like, das pusht den Algorithmus nach oben und wir können mehr Menschen zum Diskutieren bringen, weil unterm Strich, Leute, es geht ums Diskutieren. Wir müssen alle die Wahrheit finden, jeder hat seine Perspektive, aber besser man glaubt an gar nichts. Und wir haben den Andy drinnen, den Flavius und natürlich auch Sertac und Enes und ich hole den nächsten Gast rein, geehrte Geschwister. Lieber Flavius, auch an dich. Jetzt wird's lustig. Skeptiker Andy ist sowieso einer in der Mitte, aber wir holen den nächsten Gast rein. Lieber Chat, 1000 blaue Herzen an den Mike, den Christen aus Deutschland. Herzlich willkommen, Mike, bei Immanstream. Der Mike! Einen wunderschönen guten Abend. Was hast du dir für einen langen Bart wachsen lassen, Mike? Bist du Islam konvertiert oder was geht ab? Nö, kann ich nicht.
Wie geht's dir, Mike? Herzlich willkommen bei Mainstream. Der Chat freut sich sehr, dass du heute da bist. Also das ist natürlich sehr, sehr toll, dass sich die Leute wirklich freuen. Und du weißt ja, die Mehrheit unserer Chat-Teilnehmer sind Muslime, aber trotzdem freuen sie sich, den Mike, den Christen, zu sehen. Das freut mich sehr und ich begrüße dich und würde dich auch gerne fragen, was ist von deiner Position jetzt zu erwarten? Wie siehst du den Stream und stimmst du einen unserer Gäste zu? Oder bist du gegen alles sozusagen? Bitte schön. Nee, ich fand, boah, wo fange ich an? Ich fand den Titel vom Stream fehlleitend. Ich fand, was Andy gesagt hat, sehr hilfreich, was der Sertac rhetorisch natürlich geschickt gut weggewischt hat. Und was der Flavius gesagt hat, ja, standardunitarische Argumente, sag ich mal. Ich würde, also prinzipiell dem, was Andy gesagt hat, würde ich so zustimmen, das ist traditionelles Verständnis. Das ist auch das Framework, wie die Kirchenväter auf dieses Verständnis gekommen sind von Trinität. Also deren Gedankengut, das kam ja nicht von irgendwo her. Ich gebe Sertac recht, im heutigen Kontext, im Kontext mit Social Trinitarianism, wo wir so Schlagbegriffe hören wie drei Bewusstseinszentren und so weiter. Das ist ja kein traditionelles Vokabular. Das ist in der Neuzeit, zum Beispiel William Lane Craig, wie er gesagt hat. Da würde ich Sertac durchaus zustimmen, dass das, ich hätte Schwierigkeiten, so ein Vokabular zu benutzen und gleichzeitig nicht in Tritheismus zu fallen. Deswegen kann ich schon verstehen, was Sertac sagen möchte. Kurz zu Flavius, weil er ja oft die Schema zitiert hat. Also ist erstmal wichtig, die Schema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad bedeutet wortwörtlich einfach nur übersetzt, höre Israel, er, der Herr, er, einer. Ja, das ist wortwörtlich, da steht mehr nicht drin, ja, da steht nichts von ist und so weiter. Je nachdem, wo du das ist nachher hinsetzt in deiner Übersetzung, kommen unterschiedliche Sachen raus. Kommt Monotheismus raus, kommt Monojaweismus, Monismus raus, Monothelismus raus. Ganz unterschiedlich, wo du das ist hinsetzt. Deswegen ist das, die Schma ist nicht einfach so ein Totschlagargument. Ja, vor allem, weil es heißt Echad, nicht Yachid, okay? Weil Echad, gebe ich dir recht, um fair zu sein, es kann einzig bedeuten, ja, in gewissen Kontexten. Aber es gibt genügend Kontexte, wo Echad eben nicht einzig bedeutet, wie zum Beispiel 1. Mose 2, ja, ein Mann wird seine Eltern verlassen und mit der Frau zusammenkommen, sie werden Echad Fleisch, ein Fleisch. Haben wir deswegen nur eine Person jetzt? Nein, natürlich nicht, wir haben zwei Personen. Es gibt noch andere Beispiele. Ganz kurz. Ja. Es gibt noch Hesekiel, gleiches Beispiel. Echad, haben wir ganz oft das Bild von Pluralität in Singularität. Das Wort, das du suchen würdest, ist das Thema für ein für alle Mal beendet. Da würde ich wahrscheinlich auch Muslim sein, wenn da stehen würde Yachid. Ja, das bedeutet einzig. Aber es ist halt nicht der Fall, so steht Echad dort. Und deswegen ist der Fall, ich würde nicht sagen, glasklar entschieden für irgendeine Seite, aber es ist definitiv kein Totschlagargument gegen den Trinitarismus. Mal kurze Frage. Die Schma. Du sagst, je nachdem, wo man das Ist hinsetzt, kommt halt ein verschiedenes Glaubensbekenntnis raus. Wo muss man das Ist hinsetzen, dass an dieser Stelle Jesus klar das trinitarische Glaubensbekenntnis dem Volk von Israel vermittelt hat? Klar und deutlich ihnen vermittelt hat. Muss man da das Ist hinsetzen? Ja, nee, es geht darum, dass einfach das Wort Echad benutzt wird, okay? Einer. Ja, meine Frage war eindeutig, wo muss das Ist hingesetzt werden, damit Jesus hier ganz klar das trinitarische Gotteskonzept dem Volk von Israel vermittelt hat? Ich hatte es mal gelesen, es gibt gerade eine Doktorarbeit drüber, wo das Ganze ausführlich behandelt worden ist. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es kein Totschlagargument ist gegen den Trinitarismus. Ich möchte es auch nicht als Argument für den Trinitarismus verwenden. Das ist nicht meine Position, dass ich das verwenden will. Deswegen gehe ich auf das Argument nicht tiefer ein. Aber das ist schon eine wichtige Stelle, weil ich meine dann letztendlich, Jesus muss ja das trinitarische Gotteskonzept und Glaubensbekenntnis klar und deutlich dem Menschen vermitteln. Und da ergibt das Wort Echad eins eigentlich nicht so viel Sinn. Da muss, wenn schon, das Wort 3 verwendet werden. Ich würde sagen, im Kontext von 5. Mose macht es eindeutig Sinn, dass in dem Kontext von Vielgötterei, dass Israel nur einen einzigen Gott hat. Und da würde zum Beispiel, das ist, wo das genau hingesetzt wird, ich suche es nach, ich sag's dir dann. Aber ich finde zum Beispiel, ich habe kein Problem mit dem Satz, dass wir sagen, wir haben nicht viele Götter, wir haben nur einen einzigen Gott. Und da komme ich zurück zu dem Punkt, den Andy
vorhin erwähnt hat, weil Sertac das geschickt weggewischt hat, gesagt hat, das ist Modalismus. Eben nicht, weil Modalismus bedeuten würde, dass wir eine Person haben, die in verschiedenen Moden auftaucht. Ja? Der Vater ist auf einmal am Kreuz, dann auf einmal ist er in den Gläubigen, im Heiligen Geist, ist aber immer nur ein Modus, der gerade aktiv ist. Und was Andy gesagt hat, ist genau das Gegenteil. Das kann Andy, man kann es zurückspulen, nochmal anhören, oder Andy kann es nochmal erläutern, aber das ist genau nicht das, was Modalismus ausmacht. Und ultimativ natürlich haben wir es mit einer Realität zu tun, wie du den Autor zitiert hast, die nirgendwo Anwendung findet in der Schöpfung, die mit nichts vergleichbar ist in der Schöpfung und deswegen einzigartig ist. Was er für mich spricht, dass Gott so einzigartig ist, was wir aber nicht haben, ist, was auch du, Ennis, ganz in deinem ersten Kommentar gesagt hast, dass wir so Sachen wie haben, sagen wie Gott existiert und existiert nicht zur gleichen Zeit, was ja ein klarer Widerspruch ist. Wir sagen nämlich nicht, was auch der Titel vom Stream suggeriert hat, eine Person plus eine Person plus eine Person ist eine Person. Das sagen wir nicht. Wir haben kein Problem zu sagen, eine Person plus eine Person plus eine Person ist drei Personen. Okay. Wie gesagt, das ist ein logischer Widerspruch. Wenn ich eine Person... Dürfte ich da vielleicht kurz reingreifen, ja. Mike? Du stimmst nämlich Andy zu bei der Analogie, die er gegeben hat für die Trinität. Könntest du die Analogie bitte nochmal wiederholen? Ich bin im Bereich Social Trinitarianism aufgewachsen und habe dort viel Vokabular bekommen, habe selbst auch erkannt, auch von Muslimen, dass dieses Vokabular problematisch ist. Und deswegen bin ich selbst gerade auf dem Weg, mir traditionelles Vokabular anzueignen. Deswegen würde ich selbst gerade nicht anzueignen. Du hast ja ihm zugestimmt in dieser Sache. Und dass du gesagt hast, ich habe das Rhetorik gut weggewischt, das nehme ich als Kompliment an. Aber es hat nichts mit Rhetorik zu tun. Es ist argumentativ, substanziell genau das, was den Modalismus ausmacht. Es sind drei Erscheinungsformen und jede Analogie führt zu einer Häresie. Warum glaubst du, hat Augustinus von Hippos oder sogar noch früher Gregor von Nazianz aufgehört mit Analogien und hat gesagt, ich vergnüge mich nicht mehr mit Bildern, weil das nicht die Realität Gottes darstellt. Das ist einer der kapadokischen Väter. Das heißt, das ist nicht etwas, wo plötzlich jetzt der Andy und der Mike im 21. Jahrhundert kommt und eine perfekte Analogie hat. Nein, die frühen Kirchenväter, von denen ihr behauptet, sie sind Koryphäen, die haben sich den Kopf zerschlagen darin, eine passende Analogie zu finden und haben aufgehört mit Bildern. Nun, auch richtig wenn so, richtig ich dir so. Zeigen würde, wenn ich dir zeigen würde, was Gregor von Nazianz für eine Analogie verwendet hat, dann würdest du sagen, er ist ein Heretiker. Wenn ich dir zeigen würde, was auch... aber das ist das. Das heißt, wir müssen hier Heresien richtig definieren. Wenn ich dir zeigen würde, was Augustinus von Hippo für Analogien verwendet hat, dann würdest du ihn als Heretiker bezeichnen. Es gibt keine Analogie zur Trinität. Keine. Aber hat Probleme. Hat Augustinus nicht selbst seine eigenen Bilder widerlegt? Genau, er hat sie aufgestellt, nochmal aufgestellt. Das hätte sich jetzt so angehört, als ob die ihr Lehren verbreiten. Ja, richtig, ja, das ist wichtig, dass du das sagst. Aber in seiner Anfangszeit, wenn ich dir das zeigen würde, wo er zum Beispiel die Sonne hernimmt mit seiner Rundheit und dem Licht und so, du würdest sagen, das ist ein Götzendiener, der so Gott beschreibt, ja? Und er hat das widerlegt, weil er klug war. Ich meine, ich kann von Augustinus nicht behaupten, dass er aufrichtig war, weil es andere Gründe dafür gibt. Aber er war zumindest in dem Punkt aufrichtig, dass er gesagt hat, hey, ich stelle eine Analogie zur Trinität auf, aber ich weiß, dass sie falsch ist. Deswegen widerlege ich sie und stelle noch eine auf, wie so kognitive Dissonanz. Und er ist dann nicht zu einem Entschluss gekommen. Und dann jetzt herzukommen im 21. Jahrhundert, ich meine, ich habe ja nicht irgendwen zitiert. Du weißt, William Lane Craig ist ja nicht irgendjemand. Als sozialer Trinitarier wirst du wissen, wer er ist. Richard Swinburne, Dale Tuggy, Brian Lefdow, das sind ja nicht irgendwelche, das sind die heutigen Koryphäen. Und wenn es kein Problem geben würde, warum schreiben die Bänder über dieses Thema? Ich sage auch ganz ehrlich, William Craig wurde auch deswegen zu Recht kritisiert auf breitem Bande. Ja? Was ich nur sagen wollte, ich bin nicht der Überzeugung, Andy, korrigiere mich ruhig, dass Andy eine richtige Analogie gegeben hat. Ansonsten hätte sie Andy sofort verstanden, ja, so klug wie der ist. Er hat lediglich aufgezeigt. Das ist gut, Mike.
Er hat lediglich aufgezeigt. Das ist ja das Richtigste, was du hier in dem Stream gesagt hast. Ja, am Anfang hat das ja gesagt, das Army ist schön, das hat mir auch sehr gefallen. Ich mach einfach ein Kompliment und er disst mich sofort. Nee, sorry, das ist gut. Ist okay. Ich fand jetzt nicht, dass Andy eine Analogie gebracht hat. Er hat einfach nur erklärt, was wir darunter meinen. Wir haben doch ein klares, du hast die Frage gestellt, aber die ging dann gleich weg. Wir haben ein klares Verständnis, dass sich die Personen unterscheiden. Die Natur dieser Unterscheidung, wie sie genau aussieht, wissen wir natürlich nicht. Wir glauben zum Beispiel, die Unterscheidung liegt darin, dass der Sohn eingeboren ist, der Vater wiederum nicht, der Heilige Geist, das deutsche Wort, prozessiert, ja, geht hervor. Der Vater und der Sohn zum Beispiel nicht, das ist die Unterscheidung. Wie die in der Natur dann im trinitarischen Leben aussieht, natürlich weiß keiner, haben auch die Kirchenväter gesagt, wie das genau aussieht, wissen wir nicht. Aber wir haben eine klare Unterscheidung innerhalb der Person, aber die Einheit. Aber wie machst du, genau das ist ja, die hinsichtlich der relativen Identität. Wie machst du oder warum machst du diese Unterscheidung? Wenn wir sagen, der Vater A ist identisch mit B, Gott. Ist ja so, ne? Was offensichtlich auch bedeutet, dass B, der Vater, identisch mit, dass B, Gott, identisch mit A, dem Vater, ist richtig? Richtig, wir hätten eine relative Identität. Dann haben wir, genau, dann haben wir B, Gott, ist identisch mit C, dem Sohn, richtig? Mhm. Vice versa, der C, der Sohn, ist auch identisch mit G, Gott. Dann muss daraus notwendigerweise folgen, dass auch C, der Sohn, identisch mit A, dem Vater, ist. Weil es nichts gibt, was sie unterscheidet. Deswegen kannst du nicht sagen, wir unterscheiden zwischen Person und Wesen, wenn es nichts gibt, was sie unterscheidet. Du bist ein menschliches Wesen, aber du bist auch Mike. Das heißt, du bist eine einzige Person, du bist nicht zwei verschiedene Personen. Richtig, aber Sergio, das beweist doch lediglich nur, dass Gott nicht unitaristisch ist. Ich gebe dir vollkommen recht, ich würde niemals argumentieren, wo das Gott unitaristisch ist, weil es komplett widersprüchlich wäre. Ja? Ich kann nicht das argumentieren, was ich argumentieren will und für einen unitaristischen Gott argumentieren. Das wäre widersprüchlich, nee, definitiv. Nee, das beweist, dass Gott gar nicht existiert, Bro. Du okay, nimmst Gott aus der Gleichung. Das muss ich mir erklären. Das erkläre ich dir. Entweder ist der Vater identisch mit Gott und der Sohn identisch mit Gott, oder sie sind identisch in der Person. Dass man sagt, der Vater ist identisch mit Gott und Gott ist identisch mit Jesus, aber sie sind keine identischen Personen, ist ein Widerspruch zu dem Identitätsprinzip, was wir aufgezeigt haben. Richtig, aber wer hast du argumentiert, dass relative Identität unmöglich ist? Ist unmöglich. Ja, okay, das Argument. Ja. Zeig mir, dass es möglich ist. Zeig mir, dass es möglich ist. Ich würde erstmal wissen wollen, was dagegen spricht, dass es nicht möglich ist. Also du behauptest... Wenn ich sage A, arbeiten wir mit Variablen. Sagen wir A ist quantitativ identisch mit B. Das bedeutet, zwischen A und B gibt es nichts, was sie unterscheidet. Alles, was für A gilt, gilt auch für B, richtig? Ja. Das ist jetzt übertragenen Sinne zwischen Vater und Gott. Es gibt zwischen Vater und Gott nichts, was sie unterscheidet. Sie sind einzig dasselbe. Ja? Alles, was für Gott gilt, gilt für den Vater. Alles, was für den Vater gilt, gilt für Gott, weil sie identisch sind. So, A ist identisch mit B. Wenn wir jetzt sagen, B ist identisch mit C, das bedeutet, es gibt keinen Unterschied in der Identität zwischen B und C. Alles, was für B gilt, gilt für C. Und alle Eigenschaften, was für C gelten, gilt für B. Und daraus folgt automatisch, es muss folgen, dass auch A, C identisch sind. Weil es nichts gibt, was sie unterscheidet. Und alle Aussagen, die für A gelten, gelten auch für C. Es ist transitiv. Aber wenn du jetzt sagst, der Vater ist identisch mit Gott und Gott ist identisch mit dem Sohn, aber der Sohn ist nicht identisch mit dem Vater. Da hast du einen Widerspruch in der Identitätslogik. Richtig, weil wir die Unterscheidung machen zwischen Wesen und Person. Und das ist ein Fehler. Warum machst du das? Wofür? Ich mach's, was die Schrift macht, ganz einfach. Das ist ein sehr guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich bin ganz offen, Zertac. In unser logisches System passt es vielleicht nicht perfekt rein. Weil du gesagt hast, dann hätten wir relative Identität. Und ich würde sagen,
prinzipiell, nur weil es relative Identität in unserer Schöpfung nicht gibt, was spricht dagegen, dass es es bei Gott nicht gibt? In seiner Identität. Nee, es ist, schau mal, es ist, was du gesagt hast hinsichtlich, ich folge der Schrift. Deswegen habe ich und Enes auch konstatiert am Anfang, Mike, dass wir das annehmen. Wir akzeptieren eure Argumentation, die Bibel ist trinitarisch, die Trinität ist in der Bibel zu finden. Passt. Darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, gut, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Ist dieses Gottesverständnis logisch schlüssig? Und da kommen wir mit diesen ganzen Lösungsansätzen zu der Erkenntnis, es ist es nicht. Das heißt, für mich in diesem Stream ist es irrelevant, was die Schrift sagt. Für mich ist wichtig, ist es logisch schlüssig? Und ja, Gott ist logisch. Gott kann nicht existieren und nicht existieren. Gott kann nicht allmächtig sein und einen Mangel an Wissen haben. Gott kann nicht allliebend sein und hassen. Ja? Ich stimme überein. Gott erschafft keine Widersprüche. Gott erschafft kein dreieckiges Kreis, weil das ist nicht etwas, was ein Ding ist. Es existiert nicht. Das heißt, du kommst jetzt mit etwas, was relative Identität bedeutet. Das heißt, Gott offenbart sich, sagen wir mal, durch relative Identität, was im Umkehrschluss noch immer bedeutet, der Mensch kann ihn nicht verstehen. Nein, ich würde sagen, Gott hat nicht erwartet, dass wir ihn in Komplette verstehen können. Gott hat erwartet, dass wir demgemäß handeln, was er offenbart hat. Verstehst du? Aber wir sagen die fundamental ganze Zeit absolut richtig. Schau mal, wir glauben als Muslime an das Verborgene, Raib. Und um Argumentes willen würde ich sogar das als Mysterium bezeichnen, weil manche Dinge gibt es, die wir rational nicht begreifen können. Ja? Und das ist etwas per Definition ein Mysterium. Aber wenn es um die fundamentalen Lehren geht, zu verstehen, wer Gott ist, da muss das klar, deutlich, widerspruchsfrei wiedergegeben werden. Weil ich als jemand, der ein Diener Gottes sein will, ich will wissen, wer Gott ist. Ich will wissen, wem ich diene. Und wenn ich mein ganzes Leben damit beschäftigen muss, einen logischen Widerspruch zu lösen, bleibt mir nicht mal die Zeit, ihm zu dienen. Und deswegen muss das klar sein. Und nochmal, es gab nie ein Problem. Es gab nie ein Problem, überhaupt eine Lösung dazu zu finden. Es gibt einen einzigen Gott, der existiert, allmächtig, allweise, allgütig, allliebend, der existiert, die Menschen erschaffen hat, und das war's. Und das ist eine natürliche und rationale Herangehensweise, wer Gott ist. Ja, aber ich verstehe schon, was du sagst, aber das ist ja kein Argument. Dann widersprichst du dir, was du ganz am Anfang in deinem Stream gesagt hast. Wie gesagt, wir sind ja an dem Punkt, ich fasse kurz die zusammen. Du sagst, relative Identität ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Und ich verstehe, wie du zu dem Punkt kommst. Ich habe jetzt persönlich, vielleicht hat Andy ein Argument gehört. Ich habe kein Argument gehört, warum das per se unmöglich ist. Warum kann eine relative Identität in Gottes trinitarischem Leben, das seit der Ewigkeit existiert. Ich habe es doch gerade erklärt, Mike. Okay, dann. Du hast du sogar zugestimmt. Du hast sogar zugestimmt und du meintest, wenn B identisch mit C ist und dann C nicht identisch mit A ist, dann haben wir hier einen logischen Widerspruch und das widerspricht den Gesetzen der Logik, die von Gott offenbart wurden. Aber ich glaube ja, dass du glaubst, Mike, dass Gott die Logik erschaffen hat. Es ist ja ein Instrument, weil, schau mal, wenn du gegen Polytheisten argumentierst, Mike, wenn du gegen Polytheisten, was machst du dann? Nimmst du rationale, logische Argumente her, um den Polytheismus zu widerlegen? Nö. Was dann? Akzeptierst du es einfach, oder wie? Nö, ich nehme präsuptionale Methode. Ja, das ist ja keine Argumentation. Das finde ich schon. Wenn du, inwieweit, also du nimmst es einfach an. Dass der Monotheismus richtig ist. Nö, ich vergleiche einfach unsere beiden Weltbilder, ja, diese Dinge, die er für gegeben nimmt, die Dinge, die ich für gegeben nehme, und sage, welches Weltbild erklärt diese Dinge am besten? Also du kannst wenn du Mehrgötterei, die Jesus verboten hat, ganz klar, ja, widerlegen würdest, dann würdest du nicht zu logisch-rationalen Argumenten greifen. Wie willst du sonst widerlegen? Meine Apologetik zielt nicht darauf ab, Menschen in den Glauben zu überzeugen, weil ich glaube, dass der Mensch überzeugen. Es geht um Argumentation. Ich habe nichts gegen logische Argumente. Aber ich werde
in meiner Apologetik nicht versuchen, im neutralen Bund, ich werde nicht von meiner Position unter der Herrschaft Christi in eine neutrale Position gehen. Ich werde aus meiner Position, wo ich drin bin, bleiben, ja? Und werde dem gegenüber aufzeigen, das, was du glaubst, deine Position mit all diesen, dein Weltbild einfach, wenn du das konkret zu Ende denkst, dann würde das darin und darin resultieren. Folglich glaubst du das aber nicht. Also lebst du in diametralen Widerspruch zu deinem Bruder, Weltbild. Das ist ein tiefes Argument. Das ist ja, ganz kurz. Und dann würde ich zeigen, dass allein nur das christliche Weltbild Sinn macht für die Dinge, die wir als gegeben voraussetzen. So würde ich argumentieren. Was, aber, wieso macht ein Gotteskonzept, wo ich sage, es gibt einen Gott und in ihm existieren nicht drei, sondern acht Personen? Ich würde sagen, zum Beispiel Hypostasen. Wieso erklärt das das nicht, was existiert? Also wieso erklärt das es nicht, aber mit drei funktioniert? Wie kannst du ihm das widerlegen? Da würde ich wahrscheinlich auf das Problem The One and the Many zurückgreifen. Ultimative Realität ist ultimative Realität, Singularität oder Pluralität. Da würde ich darauf kommen, dass es beides ist, im Grunde genommen, weder noch. Und dass wir diese Pluralität auch in Gott finden würden, welche wir auch finden. Tritheismus, Singularität, genau. Und Pluralität. Aber wir trifft gerade ein Thema ab. Du hast gerade die Frage beantwortet, Mike. Du hast logische Ansätze gewählt, um den Polytheismus zu widerlegen. So, wenn Gott hat uns diesen Ratio gegeben, einen Verstand gegeben, um Dinge zu widerlegen und Dinge also zu falsifizieren, zu verifizieren, um sicher argumentieren zu können, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und dann sollen wir bei der Existenz Gottes selbst eine Ausnahme machen. Mike, schau mal. Das ist für mich ein Fehler der unbegründeten Ausnahme. Ich finde es gerade sehr unehrlich, Mike. Ich finde es gerade sehr unehrlich. Okay. Schau mal, als selbst dich gefragt hat, würdest du logische, rationalen Gedankengänge benutzen? Dann hast du extra Nein geantwortet, weil du weißt, das könnte man dann gegen dich verwenden. Auf einmal stelle ich so ein Konzept auf und du benutzt logische, rationale Gedankengänge. Verstehst du, wieso machst du das? Okay, dann erkläre ich mich unehrlich. Dann erkläre ich mich nochmal. Wenn ich das verneint habe, dann habe ich nicht gemeint, dass ich von unten nach oben zu Gott argumentiere, sondern gerade umgekehrt. Das habe ich gemeint mit Nein. Ob meine Argumente logisch oder nicht logisch sind, sei mal dahingestellt. Aber das habe ich gemeint mit nicht. Im Grunde genommen, wenn wir von logisch reden, so habe ich das verstanden, dann heißt es, wir stellen uns auf neutralem Grund, als wäre ich ein Gottloser, du bist ja auch ein Gottloser. Und dann argumentieren wir Schritt für Schritt immer mehr und schaffen immer mehr Common Ground. Und irgendwann haben wir dann vielleicht Glück und landen dann bei, dass du an Gott glaubst, sondern ich gehe nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. An Gott glauben reden wir ja gar nicht. Wir gehen ja davon aus, dass einer sagt, ich bin Trinitarier und der andere sagt, ich bin Oktarier. Ich habe acht. Das erklärt alles andere genauso gut wie drei. Drei macht es in keinster Weise besser. Acht macht es auch nicht besser. Und 17 macht es auch nicht besser. Und 35 auch nicht. Es erklärt nichts besser, die Nummer drei. Du meinst, ein Trinitarier einfach mit mehr als drei? Genau. Ja, prinzipiell ist die Trinität ja nicht etwas, was wir primär... Es ist nichts Zwingendes. Und das macht auch Gott... Die Trinität ist nicht etwas, was sich offenbart in der Natur. Definitiv nicht. Ja. Die Trinität ist etwas, was sich offenbart in der Inkarnation Jesu Christi und in dem Kommen des Heiligen Geistes. Ja. Gott ist transzendent, aber auf einmal ganz nah unter uns in Jesus Christus und auf einmal in uns durch den Heiligen Geist. Ja, aber du hast ja gesagt, die Trinität würdest du erklären, du würdest es schlüssig erklären, weil das besser und schlüssiger erklärt, was unsere Realität ist. Und dann sage ich, nein, das könntest du gar nicht, weil der Oktarier genauso viel das erklären kann wie der Trinitarier. Es ist kein Mehrwert dazwischen. Und genauso, auf was wir dich gerade angesprochen haben, ist, wenn jetzt einer herkommt und sagt, ich glaube an drei Götter, wirklich drei Götter, und die Herren sind alle allmächtig und all ihr Willen wird umgesetzt und all ihr Willen ist unterschiedlich. Das heißt, drei Götter, drei Allmächtige, unterschiedliche Willen und sie existieren und agieren alle gleichermaßen. Dann hätten wir Trinitarismus. Da würdest du aber direkt sagen, hey, wie ist das denn zu vereinbaren? Wenn die unterschiedliche Willen haben, dann bedeutet das, und er sagt zum Beispiel, sie unterscheiden sich in allen Entscheidungen. In allen Entscheidungen unterscheiden sich diese drei Götter. Das klingt ja ganz stark nach Hinduismus. Okay, würdest du da einen logischen Gedankengang ansetzen, dass du sagst, warte mal, wie soll das denn funktionieren? Wenn Gott A etwas erschaffen will und Gott B
garantiert etwas anderes erschaffen will, was passiert denn dann? Würdest du diese Argumentation benutzen, Mike? Kann ich dazu was kurz sagen? Nee, ich will Mike hören. Mike, würdest du diese Argumentation benutzen? Prinzipiell ja. Also, also. Richtig. Nein, also, was ich aber, nur sagen, aber warte, aber jetzt kommt her. Jetzt kommt, kann dieser Typ dir antworten und kann sagen, ja, ich gebe zu, in dieser Welt klingt das ziemlich widersprüchlich, aber bei Gott kann das was anderes sein, weil Gott ist über unsere Vorstellungskraft. Und damit hast du dir gerade ins eigene Bein geschossen, Mike. Finde ich nicht, weil prinzipiell argumentiere ich, ich habe dir vorhin gesagt, wir kommen zur Trinität aufgrund der Offenbarung mit der Schrift. Dann würde ich ihn fragen, wie kommt er zu dieser Offenbarung, dass wir das, was er das, was er verbreitet, wie kommt er zu dieser Erkenntnis? Ja, und dann würden wir relativ schnell kommen, zu der Erkenntnis kommen, dass er überhaupt keine Grundlage dafür hat. Er hat auch ein Buch, heißt nicht Evangelium, ja, heißt. Ja, richtig, über das Buch könnten wir uns ja gerne anschauen. Milangelium. Ja, das Buch könnten wir uns natürlich gerne anschauen. Wir könnten gucken, welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen. Was ich nur gemacht habe, ich habe das, was ich aus der Schrift herausnehme, dass wir einen Gott haben und dass drei Namen mit diesem einen Gott identifiziert werden. Flavius, weil du gerade Kolosser zitiert hast, ja, Kolosser sagt ganz klar, in ihm wohnt Jesus die Fülle der Gottheit leibhaftig, zum Beispiel. Wenn wir solche Verse haben, dann stehen wir erstmal vor dieser Realität und dann versuchen wir das in eine Systematik hineinzubringen. Und was ich jetzt gemacht habe mit dem Argument vorhin, ist einfach, hey, diese theologische Erkenntnis, die ich aus der Offenbarung Gottes und meiner Position erkannt habe, macht das Sinn mit der Welt, in der ich lebe. Okay, ich habe nicht mit der Welt gestartet und komme dann zur Schrift, weil das habe ich bei dir so ein bisschen suggeriert, gehört, dass du mir das darstellen wolltest. Und ich starte mit der Schrift und merke dann, hey, ist das, was ich glaube, macht das eigentlich Sinn mit der Umwelt? Ja, und da habe ich, so komme ich dann zum Punkt. Aber primär ist meine erste Basis die Offenbarung Gottes, ja. Ja, damit haben wir kein Problem. Und der andere sagt, ich habe meine Offenbarung, das ist Milengium, und da nehme ich mein Gotteskonzept raus und schaue, ob es zur Welt passt. Da habe ich dir gesagt, da gibt es den drei Göttertypen, der sagt, aber, der hat unterschiedliche richtig, Willen. Und dann hast du angefangen, jetzt hast du dann doch zugegeben, du würdest logische Argumente gegen diesen drei Gotttypen verwenden. Und dann vorher sagst du aber wiederum, aber als wir gesagt haben, das ist ein logischer Widerspruch in Gott, dann sagst du, ja, das ist vielleicht in unserer Welt, aber vielleicht ist es ja bei Gott anders. Dann sage ich, das ergibt keinen Sinn. Du verwendest für den einen verwendest du diese Methodik, aber für dich selbst sagst du, nein, nein, das ist kein Problem. Logische Widersprüche, der ist zwar in dieser Welt, aber bei Gott ist es vielleicht anders. Ja, das ist auch ein Fehlschluss. Ich wollte nur sagen, vielleicht habe ich mich ungeschickt ausgedrückt. Wie gesagt, wir machen die Unterscheidung. Ja, sehr ungeschickt, ja. Ja. Korrigier es gerne. Ich mache das nicht regelmäßig. Wie gesagt, wir machen die Unterscheidung zwischen Wesen und Person. Zertatsch meint, das können wir nicht machen, das dürfen wir nicht machen. Wenn ich es nicht machen würde, dann würde ich in den logischen Widerspruch gehen. Ich mache es aber nicht. Deswegen würde ich sagen, sehen wir nicht einen logischen Widerspruch, dann landen wir aber in der relativen Identität und diese Realität nehme ich ohne Probleme an. Sehr gut. Lieber Mike, ganz kurz noch, ich möchte gar nicht also nur mal um das zusammenfassen. Um einer Häresie zu entgehen, nimmst du lieber eine widersprüchliche Position an und schreibst sie Gott zu. Das war jetzt zusammenfassend das, was du gesagt hast. Ich würde nicht sagen, dass der Andy Foch eine Häresie formuliert hat. Du meinst, er hat eine formuliert, aber ich habe dir gezeigt, dass du nicht verstanden hast, was Modalismus ist und folglich hängen wir keiner Häresie an. Ja, Mike, schau mal, seien wir uns ehrlich. Als du gesagt hast, ich stimme der Andy zu, habe ich dich gefragt, wiederhol mal das, was er gesagt hat, und du hast es nicht wiederholt. Also, Muss ich doch nicht. Aber dann gibst du den Zuschauern das Gefühl, du hast Andy gar nicht verstanden. Und Andy hat per Definition den Modalismus beschrieben. Er hat einfach nicht den Begriff Erscheinung hergenommen und hat quasi verwiesen auf ein Dreieck, der ideell, geistig und physisch ist, was nichts anderes ist, als was Sabellius gemacht hat, indem er auf die Sonne verwies und auch ideell, physisch und geistig. Dann erklär du den Modalismus, wenn wir ihn falsch erklärt haben. Im Modalismus haben wir einen einzigen Gott, wo es drei Erscheinungsformen gibt. Das heißt, der Vater, Sohn, Heiliger Geist sind nicht separate Personen, sondern der Vater als Erschaffer wird zum Sohn, dem Erlöser, und der Sohn, der Erlöser, kann zum Heiligen Geist die Inspiration werden. Wie viele Erscheinungen gibt es gleichzeitig? Genauso wie bei H2O, dass Wasser zu Eis wird und Eis zu Dampf werden kann.
durch externe Einflüsse. Das ist Modernismus. Darf ich jetzt kurz was dazu sagen? Ganz kurz, Andy. Wie viele Erscheinungsformen gibt es gleichzeitig? Gar keine. Okay. Es gibt immer nur eine Erscheinungsform, okay. Nicht drei, falls du okay, das suggerierst. Andy, du darfst dran. Ja, genau das ist, was ich gemeint habe, weil deswegen ist es kein Modalismus. Die katholische Kirche hat diese Idee des Modalismus genommen, die haben gesehen, dass es ein Problem ist und haben gemeint, beim Modalismus ist es so, dass es einen zeitlichen Unterschied auch dazwischen gibt. Es ist mal, dass sozusagen die Form kann so erscheinen zeitlich, dann kann sie mal so erscheinen oder sie kann so erscheinen. Aber ich habe es probiert, jetzt mal leichter zu formulieren, damit auch es für Anders noch ein bisschen leichter ist. Stell dir vor, die Realität ist in drei Ebenen aufgespalten. Ist die Realität das, was es gibt? Es gibt drei Ebenen der Realität. Und Gott existiert aber gleichzeitig in allen drei Ebenen. Es ist kein Modalismus. Er ist nicht einmal in der Ebene 1, dann mal in der Ebene 2, dann mal in der Ebene 3, sondern die Realität ist so wie, sagen wir, diese drei Finger, der ist gleichzeitig in allen drei Realitäten. Da existiert Gott in diesen drei Realitäten gleichzeitig, aber nicht mal da oder mal da. Oh, Modalismus, ich habe es direkt verstanden. Sehr hat was er erklärt hat, das könnte man, es ist ja nicht, dass es dann automatisch wahr ist, aber das ergibt, das ist sozusagen ein schlüssiges Konzept. Man sagt, du hast einen Gott, der existiert entweder als Vater, Sohn, du hast drei verschiedene Erscheinungsformen, ja, die existieren aber, nicht gleichzeitig, es ist eine Person. Das sage ich ja, das würde Sinn ergeben, aber ich sage das. Aber das ist eben nicht biblisch, deswegen hat die Christenheit, warum ist es nicht biblisch? Ja, weil es, jetzt verteidigt er den Modalismus. Das war kein Modalismus. Der Modalismus, Andy hat gerade nicht den Modalismus beschrieben. Enes bezieht das, was ich gesagt habe. Das war der Modalismus, oder würdest du dem nicht zustimmen? Ja, richtig, das war Modalismus. Genau. Und ich habe gesagt, der Modalismus ist nicht biblisch. Richtig. Das ist eine falsche Aussage. Okay, das gut. Eine wichtige, Ich wollte auch nur noch ganz kurz und, Andy, ich habe eine Frage. Was anderem, also nicht dazu. Ganz kurz nur noch, weil Enes vorher gefragt hat, warum gibt es nicht zum Beispiel 8 Götter jetzt? Warum gibt es keine 8er Trinität zum Beispiel? 8er Trinität macht keinen Sinn. Egal, warum gibt es einfach nicht 24 sitzt dann. Nein, aber der Punkt ist, dass es philosophisch so gesehen ist, dass es die Realität eben, es gibt nur eine Dreiteilung der Realität. Dafür gibt es philosophische Argumente, warum die Realität dreigeteilt ist. Da kann man auch später bei Hegel oder so schauen. Den benutzen auch Theologen. Also die Realität ist dreigespalten und nicht 8 gespalten. Deswegen kann sich Gott nur in 3 Realitäten gleichzeitig sein und nicht in 8 gleichzeitig. Ja gut, aber die Realität ist ja erstens nicht Gott, sondern Realität, also was meinst du mit Realität? Das ist genau diese neoplatonische Brille, die Andy hat die ganze Zeit schon. Wir müssen eine Distinktion machen zwischen Schöpfer und Schöpfung, Andy. Das machen auch Christen. Sehr, sehr wichtig. Und das, was du erwähnt hast, ich hätte da nämlich eine Frage. Du hast gesagt, es sind 3 verschiedene Ebenen, wo überall Gott ist. Sind diese 3 verschiedenen Ebenen unabhängig? Also sind sie unterschiedlich? Meinst du unabhängig? Ja, sind sie unterschiedlich. Also unterscheidet die erste Ebene etwas von der zweiten? Ja. Was? Ja, du weißt ja, die ideelle Ebene unterscheidet sich von der physischen Ebene. Der Unterschied ist aber doch klar. Das Problem ist aber, die ideelle Ebene muss ja vollkommen alle Ebenen sein, weil wenn wir sagen, der Vater, die eine Ebene ist vollkommen Gott. Ja, aber in der christlichen Ebene ist vollkommen alle 3 Ebenen. In der christlichen Theologie nimmt man natürlich nicht die materielle Ebene dazu, weil die sozusagen ex nihilo soll die ja erschaffen worden sein. Also gibt es doch 4. Ja, dann nein, ist die 3 doch nicht so eine magische Zahl. Es gibt 4 Dimensionen, nicht 3. Mann! Nee, aber meine Frage ist, Andy, ich will dich verstehen. Weil ich denke, du verwendest einfach andere Begriffe für dasselbe, was ich sage. Wenn du sagst 3 Ebenen, was unterscheidet die Ebene 1 von Ebene 2? Du hast gesagt, das eine ist ideell, das andere ist geistig, das andere ist physisch. Okay. Ja, bleiben wir mal bei der Analogie einfach. Okay, das heißt, das unterscheidet sie. Ja. Wo ist Gott hier in diesem? Wo ist die Gottheit selbst? Weil du hast jetzt 3 unabhängige Ebenen. Das Dreieck. Wo treffen sie sich zu Gott? Wo ist die Gottheit? Das Dreieck. Das sind ja. Wenn du sagst, die erste Ebene. Okay, wenn du sagst, die erste Ebene ist identisch mit dem Ideellen, die zweite Ebene ist identisch mit dem Physischen, die dritte Ebene, ich erkläre es jetzt sogar besser als du, die dritte Ebene ist identisch mit dem Geistigen, richtig? Okay, wie können jetzt diese 3 identisch mit Gott sein?
Weil sie im Wesen identisch sind. Die Hypostasen sind eine andere Kategorie. Kategorien okay, sind eine Kategorie, die andere Kategorie. Jetzt habe ich dich erwischt. Okay. Und genau das habe ich versucht mit Mike zu besprechen. Weil das ist, ohne dass du es gemerkt hast, relative Identität. Und das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, A ist identisch mit B in allem, B ist identisch mit C in allem und C ist identisch und C ist nicht identisch mit A in allem. Das funktioniert nicht so. Es gibt im Identitätsprinzip nichts, was das untermauert. Man kann jetzt sagen, ja, bei Gott gilt das. Dann muss man, erstmal ist es ein Fehlschluss, der nennt sich eine unbegründete Ausnahme, warum das bei Gott gelten soll, erstens. Und zweitens, dann ist Gott ein Widerspruch. Und wir als Muslime können sowas nicht akzeptieren. Warum? Ganz kurz unterbrechen, ganz kurz, ihr könnt es gleich intensiv weiter diskutieren, aber der Flavius hat mir vor einer Viertelstunde gesagt, er hat nur noch 1% und nur Allah weiß, wie er jetzt seit 15 Minuten 1% hat. Lieber Flavius, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute Gast warst. Du bist auch recht herzlich gesehen bei der nächsten Episode. Doch bevor du gehst, würde ich noch gerne dir zwei Fragen stellen. Wie hat dir die Sendung gefallen und würdest du bei der nächsten Sendung gerne dabei sein, wenn das Thema für dich passend ist? Also die Sendung hat mir richtig gefallen, also ich würde wieder mal kommen, aber ich war nicht vorbereitet, also ich habe nur 15% gehabt und ich kann meine Kopfhörer nicht anstecken, weil da schon der Kabel für den Akku schon steckt. Also das ist so mit den neuen Samsung-Handys, geht das leider nicht gut. Was ich noch ein paar Sachen sagen wollte, in Offenbarung steht, dass Gott 7 Geister hat, dann sind es nicht mehr 3, sondern 9. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, was mich noch interessiert, als die Trinität hervorgebracht wurde, komisch, dass da gar keine christlichen Juden dabei waren, oder? Finde ich auch sehr komisch im 4. Jahrhundert. Vielen Dank, Flavius. Wir versuchen heute nochmal nachtreten. Ja, wir versuchen mal beim Thema des logischen Problems zu bleiben. Aber wir haben nächste Woche in 7 Tagen, in nicht mal einer Woche, bist du recht herzlich wieder zu Gast. Vielen lieben Dank und auch 1000 blaue Herzen. Und Flavius, melde dich bei uns, office@iman.ngo. Du kriegst ein kostenfreies Exemplar unseres neuesten Buches, Die ewige Herausforderung, die göttliche Realität, die man bei uns im Iman-Shop kaufen kann. Als Gast bekommst du eins zugeschickt. Bis zum nächsten Mal, würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank und tschüss, Flavius. Ciao. Tschüss, Flavio. Flavius. Boah, der Flavius hat sich sehr, sehr, sehr schnell entfernt. Das hatte ich noch nie. Der war tschüss und war direkt weg. Leute, ich gebe euch auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, jetzt den Stream zu teilen. Wir haben jetzt knapp, wir sind am Rekordweg für Staffel 2. Gebt nochmal Vollgas, teilt den Stream mit euren Freundinnen, mit euren Freunden, mit eurer Schwester, mit dem Bruder, mit dem Nachbarn, mit dem Moscheepartner, mit den Moscheefreunden, den ihr habt, im Sportverein, auf der Uni, der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ihr kennt das Sache. Jetzt teilen, das hilft dem Algorithmus sehr und wir sind auf jeden Fall vielen, vielen, eine Stunde sind wir auf jeden Fall noch da und ich sehe gerade, es ist jetzt gerade in dem Augenblick ein Dauersupporter reingekommen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wer Dauersupporter sein will und was ein Dauersupporter ist und wie man die Dauer unterstützen kann, damit ihr solche Sendungen seht, wo Mike der Christ, Andi der Skeptiker und die beiden Muslime hier neben mir fair und ehrlich diskutieren, sage ich euch in 60 Sekunden und jetzt wird geteilt. Entweder Dauersupporter werden oder teilen, was du willst. Bismillah, eine Sekunde, dann geht's weiter. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen.
Wir setzen auf deinen Support, werde jetzt Dauersupport und unterstütze die Dauer langfristig, damit ihr solche Formate seht. Wir haben derzeit 6 Dauersupporter, 4 fehlen noch. Lasst uns die 10 erreichen, damit wir heute einen toll machen. Lieber Mike, ihr seid wieder dran. Mike, was sagst du zu dem Satz, Trinität bedeutet Gottes volle Essenz in 3 Wesen? Ja, also das mit den... Ich weiß es in nicht, 3 Wesen. Was sagst du dazu? Dann reden wir wahrscheinlich von 3 verschiedenen Wesen. Das wäre Tritheismus. Hm, da siehst du mal, was die Trinitarier hier reinschreiben. Absolut. Ennis, glaub mir. Das ist ein Kommentar vom Trinitarier aus dem Chat, Julia Ennis, Z. Ennis, ich bin ganz ehrlich, die meisten Leute sollten ihre Klappe halten, wenn sie keine Ahnung haben. Ja. Ich bin auch vorsichtig, weil ich sage, weil wir hier über die Königsdisziplin reden im christlichen Glauben. Ja, ja. Mich würde interessieren, Mike, weil ich hab bei dir das Gefühl, du gehst da sehr nuanciert ran. Und du hast selber gesagt, du gehst differenziert ran. Und du hast selber gesagt, du bist selber noch auf der Suche, welches Lager sozusagen, du warst sozialer Trinitarier und so weiter. Aufgezogen. Ja, genau. Und jetzt tendierst du oder orientierst du dich mehr an den lateinischen Trinitarianismus, also relative Identität und so. Kirchenväter und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, du hast auch meine kurze Videoreihe hinsichtlich des LPT geschaut. Kann das sein? Weil ich habe dich kommentiert. Klaro. Genau. Und das heißt, die Argumente, die wir heute vorgebracht haben, die waren bereits schon auf meinem Kanal online. Also das war jetzt nicht irgendwie, was wir jetzt aus dem Nichts herausgezaubert haben. Deswegen umso mehr die ganzen Großmäuler, die viel Videos machen, es herrscht kein Problem, es herrscht eine Lösung und die Trinität ist die Lösung und so. Wo sind diese Leute? Ja. Und wisst ihr, was das Amüsante ist? Ich meine, natürlich, ist offensichtlich, Armin ist der Chef. Wer gegen unsere Netiquette verstößt, der kommt nicht rein. Aber die ganze Zeit dieses man hat mich blockiert missbrauchen, weil es gibt Leute, diese christlichen Missionare, die sagen, ich wurde blockiert, obwohl sie gar nicht blockiert wurden. Damit sie keine Beweislast haben, ihrer Community sagen zu müssen, sie wollen nicht in den Stream. Also das ist wirklich nicht korrekt. Und die sollten heute kommen und ihre Position verteidigen und uns zeigen, dass die Trinität keinen logischen Widerspruch hat. Hinsichtlich dir, wie kannst du dich mit der relativen Identität abfinden, wenn du ganz klar weißt, dass es beispielsweise, wie ich auch gezeigt habe, Brian Lefter, der gesagt hat, es ist nichts anderes als ein reformiertes Heidentum, ja? Ja, ich weiß, es gibt ja viele Kommentare. Ja, natürlich, aber das sind ja nicht irgendwelche Leute. Das ist also, es sind diese 2 Lager, soziale Trinitarier und lateinische Trinitarier, die sich so die Köpfe einhauen, mehr oder weniger, intellektuell gesehen, argumentativ gesehen. Aber du hast dir selbst, ganz ehrlich, keinen Gefallen getan, von einem Lager zum anderen zu wechseln, weil beide logisch widersprüchlich sind. Und meine Frage ist, wie kannst du, obwohl du den Anschein machst, differenziert an die Sache heranzugehen, dennoch mit so etwas leben? Ich könnte das nicht. Ja, einfach, was die Schrift lehrt. Okay, aber die Schrift, das habe ich ja eingangs gesagt. Nur, es stimmt, nur weil etwas logisch schlüssig ist, muss es nicht automatisch wahr sein. Aber damit etwas wahr ist, muss es logisch schlüssig sein. Das heißt, ob du sagst, es ist in der Schrift, ja, aber bleibt ja noch immer ein logischer Widerspruch. Ich persönlich sehe keinen Widerspruch, wenn ich sage, ich glaube an 3 Personen, aber nicht an eine Person, ja. Ich hätte ja einen Widerspruch, wenn ich sage, ich glaube an 3 Personen, aber doch an eine Person. Ja, das glaube ich ja nicht. Das wäre ein logischer Widerspruch. Oder ich glaube an 3 Wesen, aber doch an ein Wesen. Das glaube ich nicht. Dein Widerspruch darin, besteht darin, dass du sagst, eine Person plus eine Person plus eine Person ergibt ein Wesen. Siehst du da irgendein Problem bei der Einheit? Das gleich würde ich nicht setzen. Ich würde sagen, was wir haben, ist ein Wesen und 3 Personen. Ein Wesen und 3 Personen. Wir haben ein Wesen, ein Was und 3 Wer. Ja, aber dann sind das 4 Existenzen. Nö. Also du musst schon irgendwie die Beziehung, die Relation zwischen diesem Wesen und der Personen beschreiben. Darf ich kurz nochmal nachfragen, weil ich habe es auch wirklich nicht verstanden, warum das ein Widerspruch sein soll mit der relativen Identität. Wenn ich jetzt als Beispiel sage, es gibt 2 Kategorien. Die eine Kategorie ist, ich bin als Substanz eine Substanz. Ich bin als Substanz
keine Ahnung, irgendeine Materieklumpen jetzt mal so gesagt. Und dann gibt es noch eine andere Kategorie, die heißt Berufe. Und in dieser anderen Kategorie übe ich zwei Berufe aus. Ich bin zum Beispiel Arzt und ich bin Anwalt. Das ist die Kategorie Berufe. Und in der einen anderen Kategorie bin ich aber Substanz 1. Wieso ist das ein logischer Widerspruch? Ganz kurz, bevor du darauf antwortest. Also das letzte Video von deinen drei Teilen, oder deinen vier Teilen mit dem Intro, wo du genau auf die relative Identität eingehst, weil er es gerade fragt, du hast das jetzt in dieser Präsentation nicht so klar deutlich gemacht, aber ich meinte, in deinem Video hast du, war dein Argument schlussendlich, dass wir nichts haben, das irgendwo in Existenz, wo wir mit relativer Identität zu tun hätten. Und da dachte ich mir, ja, okay, aber das ist ja kein wirkliches Argument, verstehst du? Nee, ich habe das paraphrasiert, also was der Gründer gesagt hat. Ja. Okay, also ich habe keinen logischen Widerspruch gehört. Ja, also ich habe das paraphrasiert, was der Gründer Peter van Inwagen gesagt hat. Wir haben ja das Zitat heute gelesen. Soweit ich das beurteilen kann, hat er gesagt, Macht hat die relative Identität keinen Nutzwert außerhalb der trinitarischen Theologie. Richtig, weil natürlich würde er nicht sagen, es ist ein Widerspruch, weil er glaubt ja daran. Okay. Aber ich sage, dass es ein Widerspruch ist. Ich kenne den Autor nicht. Okay, aber er ist der Gründer von der relativen Identität. Okay. Also er hat das gegründet. Peter van Inwagen, großer Theologe. Muss ich gucken. Nun, natürlich sagt er nicht, dass es ein Widerspruch ist. Was wäre denn das für eine Position? Das machst du ja auch nicht. Aber er sagt, außerhalb der trinitarischen Theologie hat es keinen Nutzwert. Das heißt, mit anderen Worten, und für mich ist das ein logischer Widerspruch. Es ist ein Fehlschluss der unbegründeten Ausnahme und es widerspricht dem Identitätsprinzip. Okay, da sind wir gerade an einem Punkt der unbegründeten Ausnahme. Ich kann es voll verstehen, dass für dich das Argument unserer Schrift kein Argument ist. Für uns aber schon. Ich verstehe das, Mike. Deswegen sage ich, ich gebe dir das. Ich gebe dir das. Weil du gesagt hast, die Bibel ist trinitarisch. Ja, aber die Bibel ist trinitarisch. Enes, heute ist die Bibel trinitarisch. Das haben wir ausgemacht, richtig? Mhm. Richtig. So, jetzt möchten wir überprüfen, ob es logisch schlüssig ist. Und bei der relativen Identität, das waren nicht meine Worte, also das, was du gesagt hast, ich habe das versucht zu paraphrasieren von ihm. Weil für mich ist es nicht nur etwas, was nicht außerhalb der trinitarischen Theologie Nutzwert hat, sondern für mich ist es ein ganz klarer logischer Widerspruch, der nicht aufzulösen ist. Es ist ein komplett... Hör ich jetzt schon zum zehnten Mal. Deswegen sage ich, hinsichtlich dem, was Andy gesagt hat. Andy, oh, ich hoffe, ich kann mich noch erinnern. Er wollte halt den logischen Widerspruch hören. Nee, er hat ein Beispiel verwendet, Beispiel angeführt, um die relative Identität zu begründen. Den Widerspruch habe ich jetzt schon so oft erwähnt, also ich werde den jetzt nicht nochmal wiederholen, außer es muss unbedingt sein. Also, Andy, du hast gesagt, ich bin eine Person und ich führe bestimmte Funktionen aus. Verstehe ich das richtig? Also ich habe einen Beruf, ich bin ein Vater, ich bin ein Sohn und so weiter. Okay. Du tendierst sehr zum Modalismus, weil auch das ist Modalismus. Weil wenn du sagst, eine Person übt, was ist denn der Unterschied zwischen dem Vater und dem Beruf, derjenige, der seinen Beruf ausübt? Was ist der Unterschied? Nein, es geht mir ja nicht um das Beispiel, sondern es geht mir nur darum, wieso ein Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Kategorien, wie soll der überhaupt entstehen? Wenn ich zwei verschiedene Kategorien habe, dann kann gar kein Widerspruch entstehen. Also ich habe das Problem gar nicht verstanden. Ja, natürlich, aber dann hast du zwei Götter. Nee. Wieso, wenn du zwei unterschiedliche Kategorien hast, eine Kategorie ist doch gar kein Wesen. Eine Kategorie ist, wenn ich sozusagen... Und wenn, schau mal, fangen wir so an. Du hast den Andy, der ist Vater, richtig? Und du hast den, weil er einen Sohn hat. Und du hast auch Andy, den Tischler. Was ist jetzt quantitativ gesehen, numerisch gesehen, der Unterschied zwischen Andy, dem Vater, in einer Kategorie und Andy, dem Tischler, in der anderen? Nichts. Bitte? Okay. Was haben wir hier jetzt? Du hast keinen Unterschied, aber du bist doch immer eine einzige Person. Du bist nicht drei Persona. Und das ist das die ganze Zeit, was wir sagen. Diese Unterscheidung ist obsolet. Mhm.
es nicht jedes Wesen ist eine Persona, aber jede Persona ist ein Wesen. Aber du hast doch gerade geschrieben, Zerta. Ja, sorry. Ja. Ja. Und wenn du sagst, du bist Vater, weil du einen Sohn hast, und du bist Tischler, weil du, dann sind das lediglich Funktionen, die du ausführst, genauso wie im Modalismus. Es sind Rolle, Funktionen, richtig, die ausführt. Es ist zum einen ist es der Erschaffer, ist der Vater, dann wird er zum Erlöser. Das heißt, es ist noch immer dasselbe. Und das ist der Modalismus. Ist das verständlich, Andy? Ja, aber wir benutzen ja jetzt nicht, wir wollen ja die Kategorie der Berufe jetzt nicht auf Gott verwenden, sondern richtig, dafür benutzen wir die Kategorie der Hypostasen. Und dann sehe ich da keinen Widerspruch mehr drin. Wir wollen ja nicht Rollen beschreiben. Wir sagen nicht, dass so wie du das nennst, wäre das einem sozusagen, könntest du den Widerspruch anführen, wenn ich das genauso darauf übertragen würde. Aber das wird ja nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum ich noch rede, um ehrlich zu sein. Du hast das Beispiel angeführt, um die relative Identität. Ich will mal wissen, ob Anas das, was du gerade gesagt hast, mir nochmal sagen könnte, weil ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt jemand versteht. Das kann ich dir sehr gut erklären. Aber schau mal, wenn du gibst ein Beispiel, wo du gesagt hast, der ist Vater und der ist Tischler, der hat einen Beruf. Um eine Analogie zur relativen Identität zu führen. So, jetzt habe ich dir gezeigt, dass das aber nicht möglich ist. Und jetzt sagst du ja aber, auf Gott kann man das ja nicht anwenden. Ich weiß nicht, was ich noch argumentieren soll, um ehrlich zu sein. Nein, die Kategorien, ich will ja nicht die Berufe, Kategorien will ich ja nicht auf Gott anwenden, sondern ich habe die Kategorien. Ja, warum führst du dann das Beispiel an? Weil ich wollte dich fragen, warum der logische Widerspruch noch bestehen würde, wenn die Kategorien Hypostase und Wesen sind, dann würde ich den logischen Widerspruch gerne sehen. Aber du machst den logischen Widerspruch ja immer nur bei dieser Analogie. Zeig mir mal den logischen Widerspruch bei der Hypostase und dem Wesen. Da würde ich gerne sehen, weil das ist ja die christliche Position. Okay, erklär mir, was du unter Hypostasis verstehst. Weil Hypostasis und Persona ist dasselbe. Wieso machst du hier eine Unterscheidung? Ich habe doch schon erklärt, was es ist, oder soll ich es sagen? Ja, aber es ist Persona. Persona ist Hypostasis. Usia ist Wesen. Ich weiß nicht, warum du da eine Unterscheidung machst. Ja, Usia und Persona sind aber zwei verschiedene Kategorien. Ja, komm, Alter, das ist wirklich... Bro, du sagst Persona und unterscheidest zu Hypostasis. Persona und Hypostasis ist dasselbe laut athanasianischem Glaubensbekenntnis. Ja, was jetzt auf einmal genau? Usia aber ist Andy, das war Wesen aber jetzt selbst deutlich ein Widerspruch. Nein, ich habe doch gesagt, es gibt eine Kategorie Persona. Aber hast du das gerade gehört, Andy? Was du gerade gesagt hast, Andy? Ich verstehe gar nicht. Du hast das bestätigt, was der Sertach gesagt hat. Was bestätigt? Das habe ich dreimal jetzt gehört. Ja, ich habe es auch gehört, aber lass ihn doch einfach nochmal sagen. Also so wie ich das verstanden habe, es geht ja darum, dass es eine Kategorie Persona, also Hypostasis gibt, und dann gibt es eine Kategorie Wesen. Diese zwei Kategorien gibt es. Ja. Richtig. So. Und jetzt will ich wissen von dir, wenn in dieser einen Kategorie es drei Seinsweisen gibt und in der anderen Kategorie ein Wesen gibt, das göttlich ist, wo da der Widerspruch entsteht. Der Widerspruch entsteht dadurch, dass man sagt, dass diese drei Persona, Hypostasis, unterschiedliche Persona sind, aber identisch mit diesem einen Wesen, Usia, sind. Und ich führe das noch einmal an. Mike hat es verstanden. Ich glaube, Andy, du hast es auch verstanden, aber du willst hier ein bisschen intellektuelle Gymnastik durchführen, hier im Livestream. Wenn A, der Vater, ja, was ist der Vater? Hypostasis. Identisch ist mit B, Gott, dem Usia. Vice versa bedeutet das, dass B, das Usia, identisch ist mit A, dem Vater, Hypostasis, richtig? Perfekt. Alhamdulillah. B, das Usia. Aber es bedeutet nicht, dass Wesen und Person das Gleiche ist. Nein, habe ich nicht. Nee, zu dem komme ich ja. Das ist ja der eigentliche Widerspruch. Wenn B, das Usia, haben wir gesagt, ist identisch mit A, dem Hypostasis. B, das Usia, ist aber auch identisch mit C, dem Sohn, was auch Hypostasis ist, richtig? So, wenn jetzt A mit B identisch ist in seiner Quantität und B identisch ist mit C, dann muss C auch identisch mit A sein. Diese beiden Hypostasis müssen identisch sein. Du sagst, sie sind nicht identisch. Du machst eine Distinktion. Und da entsteht ein logischer Widerspruch hinsichtlich des Identitätsprinzips.
Weil wenn A identisch mit B ist, B identisch mit C und du sagst, C ist aber nicht identisch mit A. Verstehst du es jetzt, Andy? Und Andy hat auch genickt, während du das erklärt hast, Sertac. Super. Ja, ich habe es verstanden. Aber freut mich echt. Das freut mich echt. Das freut mich echt. Ja. Ich habe doch genickt, weil ich es verstanden habe. Ja, ja, es ist voll cool. Aber, also, schau mal, wir haben ja diesen Dreierzirkel und du sagst A, B und C. Also ich verstehe nicht, warum du sagst, A kann nicht identisch sein mit C, weil das sonst ein logischer Widerspruch wäre. Wir haben ja nicht A, B und C, sondern wir haben A, B und C und dann noch D als Wesen. Das Wesen ist B. Unsia ist das Wesen. Na, A, B und C sind ja sozusagen die drei Hypostasen. A ist B ist das Usia. Mein Beispiel ist, B ist das Usia. B ist Gott. B ist das Wesen. Ja, aber da ist schon der logische Widerspruch. Ich hab den Eindruck, dass dein Argument funktionieren würde, wenn wir eine vierte Person hätten. Nein, das Argument funktioniert mit zwei Hypostasis und einer Wesen oder drei Hypostasis und einer Wesen wenn oder wir, vier oder mehr. Wenn wir in einer Kategorie sind, würde ich das Argument nachvollziehen. Ich verstehe deinen Synapsengang, ja, was dein Gedankengang ist. Aber ich, ja, okay. Ja, also ich verstehe den logischen Widerspruch auch, wenn du ihn so formulierst. Also, aber A, B und C sind noch drei Hypostasen und dann hast du noch extra D. Ja, den Heiligen Geist, es wird zu kompliziert. Bro, du hast diese transitive Identität jetzt erst verstanden. Ich habe jetzt den Heiligen Geist als dritte Hypostasis ausgelassen, um nur hier in diesem Dreieck das Problem aufzuzeigen. Das Problem wird nicht gelöst, wenn wir die dritte Hypostasis hinzufügen. Es ist dasselbe Problem. Es wird sogar noch problematischer, weil noch eine Hypostasis dazukommt, die identisch ist mit B, aber nicht identisch mit A und C. Identisch, nur wenn du das Wesen in deinen Zirkel da nimmst, nur dann entsteht der logische Widerspruch. Nein, er entsteht immer, wenn du sagst, A ist identisch mit B, B ist identisch mit C, aber A, C sind nicht identisch. Wir sagen ja, dass A identisch ist mit A, B, C und innen drinnen 1. Wir sagen ja, dass A. Du sagst, A ist identisch mit? Mit 1. In der Zahl. Wir haben quasi 1a. B ist auch identisch mit der Zahl, haben wir 1b, aber A ist nicht identisch mit B. Ja, und genau das ist ja das Problem. Genau, so, das ist ein perfekter Logischer Widerspruch. Wenn wir identisch sagen, dann sagen wir. Person ist, erstens, Vater ist nicht identisch mit Person so. Wenn wir sagen, A ist identisch mit B, dann meinen wir, dass es zwischen A und B keinen Unterschied gibt. Das heißt, es gibt nichts, was sie unterscheidet. Zweites Merkmal von quantitativer Identität ist, dass alles, was für A gilt, auch für B gilt. Ja, beispielsweise, ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin Sertac. Ich bin Immense CEO. Alles, was für Immense CEO gilt, gilt auch für Sertac. Weil es sind schlussendlich zwei Begriffe, die ich verwende, aber es bezieht sich auf dasselbe. Sie sind identisch. Und das Dritte ist, hinsichtlich Vater und Gott jetzt, ist, dass wenn ich jetzt irgendeine Eigenschaft von A wegnehmen würde, dieselbe Eigenschaft bei B auch weggenommen wird. Gottfried Leibniz sagte, sie dürfen sich simultan nicht unterscheiden. Ja? So, diese drei Merkmale sind hinsichtlich dem Vater und Gott, weil der Vater ist identisch mit Gott im Wesen. Ja? Und Gott ist identisch mit dem Vater im Wesen. Das heißt, es gibt nichts, was sie unterscheidet. Dasselbe gilt auch für den Sohn. Ja? Der Sohn ist identisch mit Usia, mit dem Wesen, das Hypostasis ist identisch mit Usia. Aber ihr sagt, dass die beiden Hypostasis nicht identisch sind miteinander. Und das ist ein logischer Widerspruch. Das funktioniert nicht. Es hört sich für mich so an, als ob du, wenn du sagst identisch, als ob Gott eine vierte Person wäre. Weil dann ja, aber das ist es nicht. Ja, aber okay. Das meine ich damit. Wir würden eher sagen, dass der Vater Anteil an dem ganzen Wesen Gottes hat. Ja, der Sohn Anteil hat an dem identisch. Der Sohn an dem ganzen Wesen an dem Wesen Gott teil hat und aber ja, der Vater und der Sohn nicht die gleiche Person ist. Ja, ich meine, du befindest dich noch auf dem Weg, Mike, dir da ein Bild zu machen, aber den Begriff Teil würde ich da definitiv nicht verwenden. Identitätsverfechter verwenden auch den Begriff nicht. Teilhaben. Ja, es ist noch immer der Begriff Teil drinnen. Ja, dann fällst du in eine Heresie des Partialismus, wie du weißt,
wo man drei Teile Gottes hat. Und das ist die soziale Perikurese, mit der du aufgewachsen bist, wo man sagt quasi, dass der Vater nicht völlig Gott ist, sondern ein Teil Gottes, der Sohn deswegen, Teil ich Gottes. Nehme ein Synonym besitzen. Der Vater besitzt das ganze Wesen Gottes, der Sohn besitzt das ganze Wesen Gottes, das ist ein Synonym für Teilhaben. Ja, ich teile es ja nicht, sondern... Ja, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt das Gefühl, du willst einfach den Begriff identisch dich verwenden, aber es wirkt sich nicht positiv aus für dich. Es ändert sich ja nicht, weil es ist ja kein Besitz an der Gottheit, sondern er ist Gott. Das Glaubensbekenntnis sagt, der Vater ist Gott. Ja, richtig. Er besitzt Gottheit. Er ist Gott. Richtig. Der Sohn ist Gott. Das heißt, sie sind identisch. Es gibt zwei Arten von Ist-Aussagen, Mike. Prädikativ oder personell, ich mir schon bewusst. Richtig. Es gibt entweder eine Ist-Aussage der Identität oder eine Ist-Aussage der Prädikation. Du glaubst nicht, dass es eine Ist-Aussage der Prädikation ist, richtig? Doch, ist es, natürlich. Das heißt, Gott ist eine Eigenschaft. Richtig. Das Wesen Gottes. Was macht Gott aus? Okay, dann fällst du aber in das Lager der sozialen Trinitarier. Weil die sagen, natürlich, die sagen, das habe ich heute gezeigt hier in der Präsentation, weil die sagen, dass wir werden heute noch sehr, sehr viele Häresien durchmachen, liebe Zuschauer und geehrte Geschwister, weil wir von einer Häresie zur anderen wechseln, gezwungenerweise, wie es aussieht. Wenn du sagst, es handelt sich bei dem Vater, ist Gott, um eine Prädikation, dann sagst du ja mit anderen Worten, ist eine Eigenschaft, genauso wie Ami ist schön. Das war womöglich die wahrste Aussage heute im gesamten Stream. Shout out to my bro. Nun, wenn du diese Ist-Aussage als Prädikation hernimmst, dann sagst du ja mit anderen Worten, dieses Gottsein vom Vater ist eine Eigenschaft von ihm. Mit anderen Worten sagst du, der Vater ist göttlich, er ist gar nicht Gott. Und der Sohn ist göttlich, weil göttlich ist seine Eigenschaft. Und da kommen wir zu dem Problem. Hast du die sieben Prämissen gesehen, die ich aufgezeigt habe? Wenn du sagst, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, all diese Ist-Gott-Aussagen sind Eigenschaften, nicht Identität. Aber die siebte Aussage ist Identität, dann haben wir einen Fehlschluss der Äquivokation. Richtig, wir haben zwei verschiedene Kategorien. Richtig, hast du erkannt. Ja, und das ist ein Fehlschluss. Wieso nicht? Wieso? Ich sehe darin keinen Fehlschluss. Du magst vielleicht das nicht wahrhaben wollen, dass wir das machen, aber... Nein, überhaupt nicht. Ich sage nur, was Tatsache ist. Fehlschluss der Äquivokation. Kennt ihr das? Ich habe den Begriff nicht oft benutzt, sagen wir so. Naja, wenn du meine Videoreihe LPT angeschaut hast, dann kennst du es, Mike. Schon klar, aber ich habe den Begriff nicht oft benutzt. Also Äquivokation bedeutet nichts anderes als Mehrdeutigkeit oder Doppeldeutigkeit. Und ein Fehlschluss, ihr wisst, was ein Fehlschluss ist? Ja, klar. Ein ungültiges Argument, was keinen Wahrheitsgehalt hat, sozusagen. Nun, Fehlschluss der Äquivokation ist, wenn man in einer Argumentation einen Begriff verwendet, zweimal verwendet mindestens und beide Male die doppelte Bedeutung hernimmt, wodurch sozusagen die Mehrdeutigkeit nicht beachtet wird in der Argumentation. Wie entsteht der in dem logischen Problem der Trinität? Indem man sagt, die ersten drei Prämissen Ist-Gott-Aussagen sind Eigenschaften, aber die letzte, siebte Ist-Gott-Aussage ist keine Eigenschaft, die ist eine Identität. Ich habe ein Beispiel angeführt, das ist dasselbe absurde Argument, wie wenn man sagen würde, Prämisse 1, sein Wort gehört, hat... Ich hab deine Präsentation gesehen, ich mach mir Gedanken über den Fehlschluss, ich mache mir Gedanken drüber. Aber ich habe jetzt nicht den starken Eindruck, dass es arg problematisch ist. Aber ich verstehe, was du sagen willst und ich mache mir Gedanken drüber. Definitiv. Ja. Okay, ich würde es dennoch zu Ende ausführen, falls es neue Gäste gibt, die dazugekommen sind, dass ich den Gedanken noch zu Ende ausführe. Das ist genauso absurd in der Argumentation, wie wenn man sagen würde, Prämisse 1, sein Wort hat Gewicht. Prämisse 2, Gewicht ist die Schwere eines Körpers. Schlussfolgerung, folglich hat sein Wort die Schwere eines Körpers. Das ist zwar ein deduktives Argument, aber in der ersten Prämisse bezieht sich das Gewicht auf eine Autorität. In der zweiten hingegen auf eine physikalische Größe, nicht auf eine Autorität, woraus folglich eine völlig absurde Schlussfolgerung kommt, folglich hat sein Wort die Schwere eines Körpers, was überhaupt keinen Sinn macht. Das ist ein Fehlschluss der Äquivokation. Und deswegen habe ich gesagt, es macht keinen Sinn, ein logisches Problem der Trinität lösen zu wollen, indem man ein anderes logisches Problem mit in der Argumentation führt. Andy, hast du das verstanden?
Und das sind die zwei Wege, die primären Wege in der Christenheit, um die Trinität zu erklären. Und ich persönlich, jeder Zuschauer muss sich sein eigenes Bild davon machen. Ich persönlich finde, dass es eine absolute Katastrophe ist, dass man da versuchen muss, intellektuell, ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, diese Zugänge, die wir heute diskutiert haben, ich habe Wochen gebraucht, um die zu verstehen. Ist eigentlich ziemlich lobenswert, dass ihr die heute verstanden habt, insbesondere Andy. Und jetzt gehen wir mal von einem, ja, ich will jetzt nicht sagen, aber 0815 Menschen, der kein Theologe ist, wie soll der Gott verstehen? Und es sollte die Aufgabe einer Religion sein, zu erklären, wer Gott ist. Das ist das Mindeste, zu erklären, wer Gott ist. Weil wie soll ich sonst meine Beziehung zu ihm aufbauen, meine Beziehung zu ihm stärken? Ich sehe darin, kein Problem, wenn Gott sich offenbart hat in drei Namen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und diese in der, der Schöpfung und in der Errettung seines Volkes sichtbar werden. Also das Problem fängt dann an, Zertatsch, wenn ich natürlich Gott ins Detail und das trinitarische Leben im Komplexen verstehen will. Das ist natürlich, darüber haben wir nicht so viel Offenbarung, aber prinzipiell das, was wir müssen, um errettet zu werden, ist definitiv leicht verständlich und gute Botschaft. Wie gesagt, wir reden heute nicht über das biblische Problem, das ist wieder was anderes, aber es muss logisch kohärent sein, ganz einfach. Okay. Im Islam ist Gott logisch, er handelt logisch und er macht keine Widersprüche und schon gar nicht, wenn es um sein Wesen geht, um seine Sifat Dhatiya, die muss ganz klar sein. Das bedeutet nicht, dass er alles von sich offenbart. Gott hat nicht alles von sich offenbart, aber er hat definitiv keinen Widerspruch offenbart. Also ich persönlich sehe einen ganz klaren Widerspruch, das habe ich auch bei den Videos immer gemerkt, wenn ich unitaristisch von Gott denke, dann natürlich habe ich einen riesen Widerspruch. Auch wenn du von Johannes 17, Vers 3 redest und so weiter, dann natürlich, wenn ich Unitarismus voraussetze, dann ist das Problem einleuchtend, ja. Aber ich finde, wenn wir erstmal das gar nicht voraussetzen, sondern erstmal uns alles anschauen, dann steht das Problem gar nicht so großartig. Aber ich mache mir Gedanken über den einen Punkt, den du genannt hast. Johannes 17, 3 ist jetzt nicht Thema. Also, ja, genau, aber ist wie ja gesagt, auch in dem Kontext. Die Evangelien sind ein anderes Thema. Wir wollten heute nur überprüfen, ob es auf dem Prüfstand des logischen Identitätsprinzips standhält. Und ich hoffe, wir haben das gut präsentiert und niemanden missdeutet und versucht falsche, weil das, was ich hasse, ist Strohmänner oder Leute zu missdeuten, missrepräsentieren. Das kann man nicht immer ausweichen, manchmal passiert es einfach aus Unwissenheit. Aber ich hoffe, heute haben wir niemanden und auch kein Konzept oder Theorie oder theologischen Ansatz missrepräsentiert. Wir haben Theologen zitiert, wir haben nicht außerislamische Quellen angegeben. Und was wir definitiv, auch wenn wir heute nicht einer Meinung sind, was wir definitiv heute konstatieren konnten, ist, dass es ein logisches Problem gibt und dieses logische Problem gehört gelöst. Denn wenn eine Religion ernst genommen werden möchte, dann muss es widersprüchliche Aussagen eliminieren bzw. lösen. Richtig, definitiv, es gibt paradoxische Elemente definitiv drin. Klar. Wenn in diesem Fall so viel Konsens herrscht, herrscht definitiv auch Konsens, wenn wir nochmal unsere geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer die Umfrage, die ich eingeblendet habe, vorlese. Bist du Christ? Ja, nein, 8% unserer Zuschauer, knapp 800 Leute haben bei der Umfrage mitgemacht. Knapp 800 haben bei der Umfrage mitgemacht. An die 8%, die jetzt im Stream sind und Christen sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter unsere Gäste bleibt, auch im Livestream. Deswegen klickt ihr den ersten Link ganz oben im Top-Chat. Da oben kommt ihr rein. Und wer das vielleicht noch gar nicht gewusst hat, Andy und der Mike vertreten eine christliche Position, beziehungsweise zumindest mal eine Position, die nicht islamisch ist. Und für all die, die nicht reinkommen wollen, haben wir auch die Möglichkeit, dass ihr jetzt den Stream teilt und natürlich auch liked, denn wenn wir mehr Personen erreichen, können noch mehr Gäste reinkommen, weil ich weiß, der Chat möchte unbedingt mehr Gäste sehen. Und ich möchte auch mehr Gäste sehen. Und das schaffen wir nur, wenn wir den Stream teilen. Ich habe auch eine Frage, Mike. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, du wirkst auf mich schon, dass du was im Kopf hast. Und ich meine, ich
Andi ist auch Akademiker. Also ihr wirkt alle auf mich, als ob ihr was im Kopf habt. Und du selber hast mit dem Gotteskonzept, dass du überhaupt verstehst, was ist da nun richtig scheinbar große Probleme und bist auf dem Weg und bist unschlüssig. Alleine nur das Gotteskonzept zu verstehen. Ich meine, wir reden ja über das kleinste Fundament. Die Herausforderungen der Religion sind ja noch ganz andere. Dass man sich an die Gesetze hält, dass man versucht, seine Seele zu reinigen. Allein, dass ich überhaupt verstehe, wer ist dieser Gott, hast du so große Probleme. Und wir reden hier von Leuten, die, das kann ich dir ehrlich zusprechen, Mike, ich glaube, du bist ein intelligenter junger Mann. Was ist dann erst mit dem normalen Bauer? Wie willst du ihm diese Religion schlüssig überbringen, ohne dass sein Hirn durchbrennt? Es ist faktisch für ihn ja nicht erreichbar. Also ich muss da ein paar Aussagen entschieden zurückweisen. Also zum einen erstmal geht es, was ich meinen Weg, den ich beschrieben habe, den ich in der Vergangenheit durchgemacht habe oder in der Gegenwart durchmache, geht lediglich darum, welches Vokabular wir benutzen, wenn wir vom trinitarischen Leben sprechen. Darum geht es mir. Weil da wird unterschiedliches Vokabular benutzt. Auch die Kirchenväter haben gesagt, die Begriffe, die sie benutzt haben, ja, sind schwierig. Gibt es bessere Begriffe? Die Leute haben gesagt, findet bessere Begriffe, wir finden keine besseren Begriffe. Diese Realität systematisch zu beschreiben, sind ja keine biblischen Begriffe. Das sind einfach Begriffe, die systematisch das beschreiben wollen. Deswegen, ich bin auf dem Weg, wo ich mein Vokabular ändere, wie ich über das rede. Aber soll ich dir ganz ehrlich sagen, also das ist nur mein Eindruck, beim Vokabular kommt es mir vor, als ob man konkrete Worte versucht, durch abstrakte Worte, die man nicht versteht, zu ersetzen. Und somit erscheint es nicht mehr wie ein Widerspruch, weil du es halt wirklich nicht mehr verstehst. Richtig. Und man hat einfach abstrakte Worte, wo man gar nicht weiß, was die Worte bedeuten. So erscheint es für mich. Und man sucht immer weiter nach Worte, die noch weniger aussagekräftig sind und noch irritierender sind, sodass man es eigentlich überhaupt nicht mehr fassen kann. Ganz kurz, Andy. Das Problem ist einfach nur, dass wir versuchen, den biblischen Befund in ein System reinzubringen. Und dazu benutzen wir Vokabular, das nicht in der Bibel drin ist, ja? Das ist ganz einfach. Traurig, Bruder. Das macht ihr doch genauso. Wo steht Tauchid im Koran drin? Der Tauchid steht nicht im Koran, weil es ein Verb ist. Richtig. Wir alle benutzen Begriffe. Mike, Tauchid ist ein Verb, bedeutet eins machen. Nur weil ein Verb eines Wortes nicht in einem Buch ist, kannst du nicht sagen, dass der Begriff nicht im Buch ist. Wahid ist drin, Ahad ist drin, das sind die Nomen von dem Begriff Tauchid. Wir sagen ja nicht, die Erklärungen des Korans sind nicht ausreichend. Wir müssen neue Worte hinzufügen, damit du Allah verstehst. Tauhid bringt praktisch keinen Mehrwert. Aber du sagst, Gottes Botschaft sozusagen ist so nicht ausreichend, erfasst Gott nicht richtig. Wir müssen neue Begriffe einführen. Sag mir das, wo du das im Islam machst. Und das ist auch wieder ein Armutszeugnis und etwas Fatales, wenn man die göttliche Schrift dann so benennt. Gott und die Jesus und die Jünger und all die konnten Gott nicht vernünftig beschreiben mit den Worten, die sie verwendet haben. Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Die Leute waren experimentelle Trinitarier, ja. Petrus war Petrus hat die Inkarnation von Jesus gesehen und war auf einmal erfüllt im Heiligen Geist. Er hat das alles persönlich selbst erlebt. Und deswegen sehen wir zum Beispiel, wie 1. Petrus schreibt. Das Ding ist einfach nur, dass die Kirche... Wenn die es nicht beschreiben können, dann wie wir luschen. Also ich meine, das sind doch die Leute überhaupt, die teilweise mit Jesus gelebt haben. Und du sagst, die konnten es nicht gut beschreiben. Wir müssen es nochmal überdenken. Das verstehe ich nicht. Es geht einfach darum, dass Leute sich gefragt haben, was meinen wir, wenn wir sagen, geht hin und tauft in dem einen singularen Namen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Was meinen wir, wenn wir sowas sagen? Und dann haben wir einfach ging es los, man hat ein Vokabular benutzt, um diese Realität und noch ganz andere Realitäten mit anderen Versen in ein System zu bringen. Daran aber ist ich will ganz kurz sagen, ganz kurz. Das Konzept an sich, die Trinität ist doch nicht so schwer zu verstehen. Was schwer zu verstehen ist, was Sertac hier sagt, ist ja die Logik dahinter. Das ist doch was schwierig, daran zu verstehen. Aber Sertac, du und Anas, ihr habt doch verstanden, was das Konzept der Trinität ist. Wenn die jetzt nicht logisch widersprüchlich wäre, dann wäre das Konzept ja trotzdem einfach. Aber das ist das Schlimmste überhaupt. Ich kann dir auch sagen. Ja, das stimmt ja schon. aber es ist ja nicht das Konzept, das schwierig ist, sondern die Logik dahinter, die schwierig ist. Ja doch, das Konzept schon. Das ist ja wie wenn ich sage, es gibt drei Götter. Es gibt eine ganz einfache Erklärung. Es gibt drei Götter. Die haben alle einen komplett unterschiedlichen Willen, sind alle allmächtig und alle Willen werden durchgesetzt. Ganz einfach zu erklären, ganz einfach zu verstehen, aber komplett widersprüchlich.
Das macht es ganz ehrlich besser. Dafür haben wir Antworten. Das System ist sehr schwierig, das in die Logik einzuintegrieren, wie Serpas das jetzt gemeint hat, aber wenn du das einem erklärst, natürlich mit drei Ebenen, diesem Dreieck und so, dann versteht es ja jeder auf dieser Ebene. Schau mal. Aber ich muss sagen, was ich mir sagen. Ich würde behaupten, ich verstehe die Trinität. Ich lasse das mal die Gäste entscheiden. Die Trinität gibt es nicht, aber ich denke, ich verstehe zumindest ein paar Trinitätskonzepte, die sich, by the way, die konkurrierend sind. Also die schließen sich teilweise aus. Wenn ein trinitarisches Konzept wahr ist, kann das andere nicht wahr sein, vice versa. Also erstmal, es ist sehr irreführend, von der Trinität zu sprechen. Das ist das Erste. Und natürlich, Verstehen ist das eine und ob es logisch standhält, ist natürlich was anderes. Und deswegen habe ich ja eingangs, das werdet ihr womöglich auch bemerkt haben, mein Appell an die Muslime, nicht immer zu argumentieren, das versteht doch keiner. Etwas nicht zu verstehen, ist doch kein Beweis dafür, dass es falsch ist. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Differentialrechnung nicht verstehe, sind nicht die Gesetze der Mathematik falsch. Das ist keine Argumentation. Wir sagen nicht, sie ist schwierig zu verstehen, auch wenn sie das teilweise ist, sondern sie ist ein Widerspruch. Und das ist ein Unterschied. Und Mike, zu dem, was du gesagt hast, ich fand das so amüsant. Ich will zwar mit der Bibel heute nicht viel tun, weil wir auf das logische Problem der Trinität eingehen. Den Vers, den du gesagt hast, die Taufformel in Matthäus, erstmal ist eine spätere Hinzufügung, das ist eine Interpolation. Und du hast gesagt, Petrus ist ein experimenteller Trinitarier. Nun, als Petrus die Taufe gesprochen hat, hat er nur im Namen von Jesus getauft und nicht mit dieser Taufformel. Das heißt, auch das widerspricht dem, was du unter einer Taufformel verstehst, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Mhm. Und ist halt natürlich problematisch. Und Dennis hat völlig recht. Wenn die Jünger, die wir als Hawariyun, die als Helfer Gottes im Koran bezeichnet werden, die wir loben, ja, das nicht verstanden haben und Probleme damit hatten, dann ist es für uns unmöglich, diesen Widerspruch zu lösen. Und das nicht ausreichend erklärt haben. Soll ich auf deine Erwiderung antworten oder ist das hier nicht erlaubt? Wie kommst du darauf? Ey? Ja, weil dieser Unbegriff jetzt gegen die Moderation, dass es hier nicht erlaubt. er hat natürlich jetzt ganz krass zur Bibel gesagt, Textkritik ein bisschen, also wenn ich verstehe es, wenn ich nicht darauf antworten darf, aber deswegen frage ich. Ja, auf den Punkt kannst du schon eingehen. Ich habe ihn ja selber eingeführt. Okay, gerne. Erstens, dass es eine spätere Hinzufügung ist, dafür gibt es keine Beweise. Ich würde gerne den Beweis dafür sehen, dass das der Fall ist. Das wird oft behauptet, aber selbst bei Ehrmann sagt, dass es original ist. Zweitens, in Apostelgeschichte 2 stimmt ja, aber du wirst relativ schnell merken, wenn du dich ein bisschen rumgelesen hast, was christliche Autoren zu dem Vers sagen, dass Lukas verschiedene Formeln nimmt in Apostelgeschichte, wenn es um Taufe geht und dass Lukas keine Formular benutzt, wie Jesus in Matthäus, sondern lediglich damit ausdrücken will, wie er auch von anderen Taufen spricht, Taufe des Johannes, einfach eine Zugehörigkeit ausdrücken will, zu wem die Leute dazugehören. Gehört ihr zu Johannes oder gehört ihr zu Jesus? Und deswegen den Begriff einfach im Namen Jesus benutzt und nicht lediglich einfach nicht die Taufformula benutzt, was wir in Matthäus 28 sehen und auch in der Didache, die relativ ganz, ganz früh im 2. Jahrhundert oder 1. Jahrhundert. Die Didache, wenn sie etwas wert wäre, dann wäre sie zitiert worden von Kirchenvätern und im Glaubensbekenntnis eingeführt worden. Aber was das ändert ist ein das Argument von der Stille. Aber was ändert das an der Argumentation selbst? Wenn Jesus wenn Jesus durch Palästina gewandert ist und die Leute getauft hat im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, glaubst du, Petrus hat das nicht gewusst? Hat er nicht gemacht? Richtig, und wenn er das gewusst hat... Jesus hat nicht getauft. Jesus hat nicht getauft. Nee, aber wenn das die Taufformel ist, ja, glaubst du, und von wem kommt die Taufformel? Von Jesus. Von Aristoteles? Ja, von Jesus also. Und wenn der engste Jünger von Jesus, Petrus, das nie mitbekommen hat. Und wenn Woher weißt du das? Aber wenn er es mitbekommen hat, dann geht man ja davon aus, dass er Jesus folgt und mit denselben Worten tauft, wie Jesus getauft hat. Richtig, aber in Apostelgeschichte 10,48 widerspricht er Jesus aber und tauft nicht in dieser Formel und sagt, und er ordnete an, ich habe den Vers vor mir, und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Aber danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Also ist offensichtlich, dass Petrus hier, und ich suche dir noch das andere auch heraus, wo du gesagt hast, es gibt keinen Beweis dafür, dass es eine Interpolation ist. Da haben wir schon. Eine spätere Hinzufügung laut Dutzenden christlichen Gelehrten. Es besteht fast Konsens. Ich will den Beweis sehen, dass, wo wir den Beweis haben, da sehen wir es. Nicht das, was Gelehrten sagen.
Ja, was ist ein Beweis für dich dann? Nee, dass wir ganz, nee, dass wir einen ganz klaren Hinweis haben. Hier haben wir ein Manuskript, da steht es drin. Da ist ein früheres, da steht es nicht drin. Ja, glaubst du, Bruce Metzger liest die Kronenzeitung und verweist auf eine Interpolation? Natürlich ja, verweist also, er. Wenn er so eine Position vertritt, hat er natürlich Urtexte, die das begründen. Richtig, und es ja. besteht fast ein Konsens, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Dr. N.T. Wright, von dem ich hier ein sehr nettes Buch habe, hier da hinten, Dr. Bruce Metzger, J.N.D. Kelly, Altchristliche Glaubensbekenntnisse, das ist ein tolles Buch, behandelt viele Glaubensbekenntnisse. Genau, und wenn drei solche Koryphäen unserer Zeit nicht genügen, als Beweis, dann okay. genügt es ja, nicht. Okay, das ist kein Beweis, ich möchte gerne die Daten sehen, die darauf man natürlich kann Theorien anstellen, was man denkt, was original ist und was nicht wichtig ist, was können wir beweisen und was nicht. Und faktisch, Bart Ehrmann sagt, die Textretreat gibt keinen Hinweis darauf, dass das hinzugefügt worden ist. Zu deinem Argument wegen Postgeschichte. Das ist mal richtig klar. Nein, Leute, die sich die Manuskripte anschauen. Für dich sind Christen wie Bruce Metzger und J.D. Kelly kein Beweis, aber ein Atheist wie Bart Ehrman ist ein Beweis. Nein, Serdar, für mich ist es kein Beweis, wenn jemand eine Vermutung hat. Ja, ist mir egal, ob ein Christ. Dann würden sie ja Beweise vorlegen, dass die eindeutig belegen, dass Matthäus hinzugefügt worden ist. Ja, aber es gibt die nicht. Das ist ein Argument der Stille. Ich sag dir wieso. Wie sollen sie beweisen, dass das eine spätere Hinzufügung ist, wenn in den frühen Manuskripten dieser Vers nicht drinnen ist? Die schauen in die Manuskripte, in die Schriften, weder im Codex Vaticanus ist es drinnen, noch im Codex Sinaitus ist es drinnen. Du darfst mir gerne nachher auf YouTube dieses Manuskript schicken, wo es nicht drin ist. Aber zurück zur Apostelgeschichte 2. Dir ist sicherlich bewusst, dass Petrus nicht Apostelgeschichte 2 geschrieben hat, sondern Lukas geschrieben hat. Und wenn du sehen würdest, wie Lukas mit der Taufe umgeht, dann merkst du, dass Lukas mit der Taufe keine Formula ausdrücken will, sondern eine Zugehörigkeit. Wenn du aber einen Petrusbrief liest, wie 1. Petrus, merkst du, wie er eine Grußformel Vater, Sohn, Heiliger Geist verwendet. Verstehst du? Aber das finde ich inkonsistent. Warum ist Vater, Sohn, Heiliger Geist eine Formel, aber im Namen von Christus keine Formel? Nur weil es drei, da kommt über die magische Zahl drei. Nee, ganz einfach, wenn du siehst, wie Lukas mit der Taufe umgeht. Lukas spricht nicht nur im Namen Jesus, sondern benutzt auch ganz andere Formula. Ja? Du merkst einfach, Lukas hat keine Formula im Kopf, sondern möchte lediglich mit der Taufe aus. Wo ist dein Argument dafür, dass er keine Formel hat, wenn er sagt, ich taufe im Namen von Christus? Diese falsche Priorisierung, Mike. Priorisiert Paulus vor Christus. Ihr priorisiert Paulus vor Christus. Ihr priorisiert Lukas vor Petrus. Ihr priorisiert alle anderen und geht immer zu den späteren Gelehrten und zu den späteren anonymen Schreibern, anstatt zu den Leuten zu gehen. Bro, der sagt, er tauft im Namen von Christus und du sagst, nein, das ist keine Ich kann dir gerne zeigen, wie Lukas den Begriff Taufe verwendet, in welchem Namen getauft wird. Das ist komplett. Aber in Apostelgeschichte? In Apostelgeschichte zitiert er Petrus, indem er sagt, er tauft im Namen von Christus. Das ist meine Argumentation. Und für mich ist es schlüssig, dass Petrus nicht vertraut war mit dieser Formel, weil wenn er mit dieser Formel vertraut gewesen wäre, dann hätte er sie verwendet, weil die Taufe ist nicht irgendwas Kleines. Die Taufe ist sowas wie die Shahada im Islam. Und abgesehen davon, ich meine, er ist nicht in irgendeinem frühen Manuskript vor dem 15. Jahrhundert drinnen. Du kannst an Manuskripte glauben, die Leute geschrieben haben im 15. Jahrhundert. Ich hätte ein Problem damit zu sagen, dass das Wort Gottes ist. Was meinst du mit 15. Jahrhundert? Welches Manuskript? Dieses Komma Johanneum in Matthäus. Ja, darum geht es doch gar nicht. Das habe ich auch nie verteidigt. Wird auch kein christlicher Gelehrter verteidigen. Oder die wenigsten. Der Punkt ist doch der, du kannst natürlich behaupten, Petrus hat... Du hast einen Beweis gewollt von mir, dass eine Interpolation ist, wolltest du. Ich wollte wissen, wo der Beweis ist, dass Matthäus 28, geht hin in alle Welt und taucht den Namen des Vaters und so weiter, eine Interpolation ist. Ich möchte gerne den Beweis sehen, wie beim Johanneum. Zweitens, du kannst natürlich behaupten... Ganz kurz, du kannst natürlich behaupten, Petrus hat nie was von der Formula gehört. Jeder kann sich das selbst ein Bild machen, wenn er den Brief von Petrus selber liest und Petrus seinen Brief beginnt, indem er im Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist grüßt. Okay.
ist jedem selbst überlassen. Aber ich verstehe natürlich, wie du zu deiner Interpretation kommst und dass du natürlich darauf bestehst, dass Lukas die, eine Formula benutzt und nicht einfach nur eine Zugehörigkeit ausdrücken will. Verstehe ich schon, klar. Ja, aber das ist, wie gesagt, also ich kann mich nur wiederholen, wenn ich auf und ich finde das halt, sehr, sehr problematisch, Mike. Also man stelle sich vor, was würden meine muslimischen Geschwister von mir denken, wenn ich sage, Sheikh bin Baz und Sheikh bin Uthaymin und Sheikh al-Albani sind kein Beweis, aber keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Ja, das sind Gelehrte, okay. Islamische Gelehrte. Und das, was sie sagen über etwas im Islam, ist kein Beweis. Natürlich, aber das, was Joseph Smith sagt, ist ein Beweis. Ist natürlich schätze ich Wert, was Andy Wright und so sagt. Der Punkt ist nur der, in der Theologie werden viele Annahmen getätigt. Und auf diesen Annahmen werden nochmal Annahmen getätigt und nochmal Annahmen, dass man eigentlich mit der Zeit diese Annahmen zu Fakten werden. Der Punkt ist der, diese Annahme wird zum Fakt, wenn wir Fakten präsentieren können. Und der Fakt ist, du wirst kein einziges Manuskript präsentieren können, wo Matthäus 28, ja. 19 nicht ja. drinnen ist. Ich habe es dir gerade gesagt. Okay, welches ist Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, die ersten beiden vollständigen Manuskripte des Neuen Testaments, datiert zwischen 350 und 360, sind nicht drinnen. Es ist in keinem Manuskript drinnen, Bro. Ich habe leider keine hier. Jeder soll seine Bibel in die Hand nehmen. Einheitsübersetzung steht jetzt definitiv drin. Die trinitarische Schlachterbibel da womöglich nicht. Er soll zu diesem Vers gehen. Mike, sag mal den Vers. Matthäus was? 28, such den genauen Vers raus, wenn du willst. Matthäus 28, womöglich 36. Geht hin in der Einheitsübersetzung und schaut in die Fußzeile, was zu diesem Vers steht. Vielleicht kann es jemand in den Kommentar posten. Ich habe 28, leider Vers 19. 28, 19. Ja? Der soll da hingehen und er wird womöglich genau die Worte finden, die ich hier jetzt gesagt habe. Ist eine spätere Hinzufügung und nicht in den Manuskripten. Ja, wir können das ja gern checken und nachher in den Kommentaren richtig stellen. Ich bin gern bereit zu sagen, Ich habe noch eine Frage an dich, Mike. Aber vielleicht. Gerne. Lass mich gerne. Einigermaßen passend zum Thema, aber nicht unbedingt bezüglich den Manuskripten. Aber also ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob du den Koran gelesen hast, dass das islamische Gotteskonzept wird im Koran ganz oft ganz klar und eindeutig erwähnt. Also alleine in Suratul Ikhlas, Qul huwa Allahu Ahad, sprich, er ist ein einziger, Allahu Samad, der einzige, ewig unabhängige, Lam yalid wa lam yulad, er hat nicht gezeugt, er wurde nicht gezeugt und so weiter. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allah, der einzige, außerdem es keine andere Gottheit gibt. Was gibt's noch? Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, er ist Allah, der einzige, außerdem es keine andere Gottheit gibt und so weiter und so fort. So oft hast du im Koran ganz klar und eindeutig das islamische Glaubensbekenntnis. Es gibt keine einzige Stelle, die auf einmal das islamische Glaubensbekenntnis im Zweifel bringe, irgendwie, dass neben Allah noch etwas anderes wäre oder dergleichen. Aber wenn ich mir die Bibel anschaue, dann denke ich mir schon, dass da einige Sätze sind, die auf einmal für mich fast schon, ja, sowas wie zum Beispiel dein Wille geschehe, anstatt zu sagen, unser Wille geschehe, denn unser Wille ist doch ein und derselbe. Oder dass wir auch nicht so oft, es müsste doch eigentlich genauso wie im Koran, massig in der Bibel, ganz klar und eindeutig, massig, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie sind eins, das müsste massig vorhanden sein, das ist doch das Glaubensbekenntnis, müsste massig vorhanden sein und dann hat man so ein paar Sachen, die man mehrdeutig interpretieren muss. Das muss man offen zugeben. Es ist mehrdeutig zu interpretieren. Das Glaubensbekenntnis ist ganz klar und eindeutig. Und dann, wenn wir es dann mal ganz klar und eindeutig haben, dann ist es eine Hinzufügung. Und das gibst du ja auch selber zu im Johannesbrief. Und findest du nicht, dass das noch mitmachen will? Andy hat das ganze Licht ausgemacht. Geil. Das ist zwar verhaltsam, aber wollte ich eigentlich nur mal kurz nachfragen, ob er dabei ist. Gut, er will noch mitmachen. Ja, wir sind halt weg vom Thema gerade. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, also dann würde ich auf jeden Fall jetzt mal den Ennis abschließende Worte. Machen wir kurz zu Ennis. Nein, er hat kein Blackout.
Alles gut. Vielleicht wollt ihr ja ein Nickerchen machen. Enes, finish den Satz noch und dann kommen wir in die letzte Stunde und dann habe ich für euch noch eine Überraschung am Ende. Das war schon fertig, der Satz. Ich überlege gerade nur, welche Antwort mich mehr interessiert. Die Antwort auf meine Fragen oder die Antwort drauf, wieso hast du dein Licht ausgemacht, sodass dein ganzer Bildschirm schwarz ist? Welche Weisheit ist dahinter? Ja, aber mich interessiert, weil mich im Zimmer die Frage an Mike interessiert mich doch mehr. Langsam in den Schlafmodus gehe ich. Du bist cool. Wir haben noch eine Stunde. Was kommen danke, weitere Gäste? Danke, danke, Andy, für deinen Beitrag. Ist aber ganz ehrlich, mal offen aus deinem Herzen heraus. Also, was sagst du dazu? Erstmal den Willen Gottes. Über den Willen Jesu. Das Glaubensbekenntnis, das ist ganz konkret, ja. Immer wieder, ganz konkret, eindeutig. Und dann hat man es mal. Und dann ist es eine Hinzufügung, Johannesbrief. Ich komm gleich dazu, aber bevor, weil du das öfter schon erwähnt hast, wegen dem Willen, wegen wir und warum dein Willen. Mhm. Wenn wir glauben über Jesus, dass er zwei Willen hat, ja, ein gemäß der Gottheit und gemäß seiner Menschheit. Deswegen glauben wir, dass Jesus durchaus sagen kann, lass den Kelch an mir vorübergehen. Ja, Jesus ist kein Roboter, der keinen echten Leib hat. Jesus ist ein echter Mensch, hat einen echten Willen, spürt echte Schmerzen und ist deswegen nicht so scharf, zum Beispiel gleich gekreuzigt zu werden. Ja, gemäß aber seinem göttlichen Willen ist er mit allem eins, was der Vater macht. Ja, was er auch in Johannes bekennt. Zu deiner größeren Frage. Aber ist dein menschlicher Wille ist sozusagen nicht genauso wie der göttliche Wille. Aber der menschliche Wille sagt doch zum Beispiel, er möchte Erlösung. Er möchte Erlösung für die Menschheit. Und der göttliche Wille ist doch auch, er möchte Erlösung für die Menschheit. Er möchte Erlösung für... Ja, natürlich, klar. Also, dann möchte er doch, dass das geschieht. Wie sagt er dann, dein Wille geschehe? Auch mein Wille geschehe. Ich möchte Erlösung für die Menschheit. Ab ans Kreuz, Baby. Weil Jesus als der Knecht Gottes... sehr, sehr schön. Nee, wirklich. Over. Weil Jesus als der Knecht Gottes gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Das bedeutet, es gesandt zu sein. Jesus ist gekommen, um die Aufgabe zu füllen im trinitarischen Leben, für die er gekommen ist, nämlich sich zu unterordnen und nicht separat zu handeln, seine eigene Show abzuziehen, sondern sich komplett dem Willen des Vaters zu ordnen, um somit der Bundespartner zu werden, der durch die ganze Heilsgeschichte hindurch nicht gegeben ist. Adam konnte den Bund nicht halten, das Volk Israel nicht, David nicht und so weiter. Und Jesus als der perfekte Bundesvertreter kann den Bund erfüllen und somit können wir in Bundesbeziehung. Also ich glaube, meine Frage wurde nicht beantwortet. Also ist jetzt viel drum herum geredet. Also ich habe ganz konkret gefragt, der menschliche Wille, wollte er die Erlösung für die Menschheit? Ja, würde ich jetzt sagen. Ja. Also dann kann er doch sagen, dein und mein Wille geschehe, unser Wille geschehe. Wir wollen beide die Erlösung für die Menschheit und das heißt, dass ich ans Kreuz muss. Unser Wille geschehe. Du fragst mich, warum steht da nicht drin, was ich gern drin haben möchte? Wieso steht da nicht? Also es ist unser Wille dann, doch nicht dein Wille. Dein Wille heißt, dein Wille unterscheidet sich von meinem Willen. Weil die Evangelien ein ganz klares Bild wiedergeben, dass Jesus ein Gesandter Gottes ist, der sich dem Willen Gottes unterordnet. Jesus ist nicht Gott in Menschenkostüm, sondern er ist ein echter Mensch und lebt somit auch unter den echten Gesetzen Gottes. Ja, aber sein Wille ist doch akkord mit sein Wille. Er ist doch trotzdem noch ein Mensch, der aber genau den Willen von Gott vollkommen eins ist. Also vollkommen eins, dass er vollkommen übereinstimmt. Er möchte auch die Erlösung der Menschheit. Richtig, aber das klingt ja so, dass Gott ihm das aufgezwungen hat und er keinen Bock drauf hat. Aber er will ja die Erlösung der Menschheit. Aber gemäß seiner Menschheit wird er natürlich auch versucht und ist im Kampf gegen die Sünde. Verstehst du? Er ist im Kampf gegen die Sünde. Jesus ist im Kampf gegen die Sünde. Richtig, ist im Kampf gegen die Sünde und gewinnt gegen die Sünde, richtig. Ist er in diesem Zustand aber trotzdem noch Gott, in dem er war? Ist er vollkommen Mensch und Gott in diesem Zustand? Jesus wurde gemäß seiner Menschheit versucht, weil Gott, gemäß seiner Gottheit natürlich nicht, weil Gott nicht versucht werden kann, aber gemäß seiner Menschheit natürlich wurde er versucht. Und wurde vom Satan versucht und so weiter, wurde auch versucht. Darf ich da mal reingrätschen? Ich will auf die wichtige Frage antworten, aber... Okay, ja. Mach die richtige, wichtige Frage. Was war die wichtige Frage? Deine wichtige Frage war, warum wir kein klares, warum nicht wir 10 verschiedene Johannäum haben, überall verteilt. Genau, ganz klare Glaubensbekenntnis, überall reingeratet, damit es keine Streitereien gibt über wer Gott ist. Ja, prinzipiell würde ich da sagen, ich habe mich auch nicht mit jeder Frage ausgiebig beschäftigt, dass das Neue Testament ein Dokumente sind, die schreiben hinsichtlich etwas, was schon geschehen ist. Also sie schreiben nicht, boah, es ist etwas geschehen, komm, wir erzählen euch jetzt, was geschehen ist. Sondern es ist was geschehen, dann kommt jahrelange Missionsreise
und jetzt reagiert man auf Probleme, die gerade überall existieren. Verstehst du? Das stimme ich völlig über. Also ich verstehe schon, was er sagt. Bist du zu Ende, Mike? Ja, warte, meine Frage ist aber nicht wirklich beantwortet. Also ja. Wie beantwortet es meine Frage? Dass deswegen haben wir kein Logbuch, wo gesagt wird, so wir glauben das und das und das und das und das und das und das, weil wir glauben nicht persönlich, dass die Christen glauben nicht, dass die Bibel persönlich von Gott diktiert worden ist, dass Gott gesagt hätte, also Johannes, ich möchte, dass du jetzt was den Leuten weitergibst, deswegen diktiere ich jetzt, hör gut zu. Am Anfang war das Wort, am Anfang war das Wort. So war das nämlich nicht, verstehst du? Das glauben wir nicht. Deswegen haben wir auch keine klare kein Logbuch von Lehren. Ja, okay, kein Problem. Aber wenn ich doch etwas an meine nächsten Generation weiterleite, dann das Glaubensbekenntnis, die Scheherde. Also das Wichtigste überhaupt. Das Wichtigste überhaupt. Wenn ich dich sage, stell dich doch mal vor, wer bist du, an was glaubst du? Dann, wenn du dich mit irgendwas vorstellst, dann sagst du, ich bin Christ, Jesus, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und so weiter und so fort. Dann tust du ganz klar dein Glaubensbekenntnis. Und die Leute haben gedacht, das Glaubensbekenntnis ist nicht so wichtig. Wir erwähnen das nicht so oft. Ja, weil es vor allem im christlichen Glauben darum geht, um das Reich Gottes. Das Glaubensbekenntnis ist nicht so wichtig. Also ob ich jetzt an einen oder... Nee, also die Story in der Bibel ist nicht irgendein Glaubensbekenntnis, sondern vielmehr die Story vom Reich Gottes, die jetzt in Erfüllung gerät. In diesem... Ich ins Paradies komme. Und das verrät man mir nicht konkret. Nicht mehr darum geht es, wie du ins Paradies kommst. Wir haben eine andere Vorstellung von Heilsgeschichte. Wenn wir vom Königreich Gottes sprechen, sprechen wir darum... Garten Eden, was war Gottes Ziel mit der Menschheit, was kommt jetzt in Erfüllung in Christus und so weiter. Innerhalb dieser riesen Story spielt natürlich unser Glaubensbekenntnis, das spielt alles mit hinein, aber im Grunde genommen war Jesu Botschaft nicht, ich bin der Sohn, da ist doch ein Vater. Ich verstehe es nicht. Komme ich mit falschen Glaubensbekenntnissen in die Hölle nach meinem Tod? Kommst du mit einem falschen Glaubensbekenntnis? Ja. Und das ist nicht wichtig als die wichtigste zentrale Botschaft des Glaubensbekenntnisses. Natürlich ist das wichtig. Wieso wird mir das in der biblischen Schrift, was ja letztendlich das Überbleibsel von Jesus und den Jüngern ist, wird das nicht ganz konkret, ganz eindeutig und klar und deutlich erwähnt? Die armen Christen, die ja sogar an euer Buch glauben und sie checken. Du meinst, warum formuliert die Bibel kein athanasisches Glaubensbekenntnis? Kein klares, deutliches Glaubensbekenntnis. Athanasisches Glaubensbekenntnis. Ist. Ja, okay. Jesus geht zu Israel und er sagt nichts von Sohn, Vater, Heilige Geist 3, 1, 2, 3. Sondern er sagt, euer Gott ist einer. Ganz klares Glaubensbekenntnis. Die Leute kommen in die Hölle. Wie kann Jesus die zur Hölle einladen? Gefragt, Mike. Darf ich kurz irritiert ja voll. Warum finden wir das im athanasianischen Glaubensbekenntnis, an das Christen glauben, nicht in der Bibel? Warum wir das athanasische Glaubensbekenntnis, ich würde sagen, das athanasische Glaubensbekenntnis ist einfach nur eine Zusammenfassung, das, was die Bibel als Ganzes lehrt. Ja, aber wo? Aber das ist das Glaubensbekenntnis. Als Ganzes, überall. Tota Scriptura. Weißt du, okay, NSU, du hast vielleicht den Punkt, dass wir nicht das athanasische Glaubensbekenntnis in der Bibel haben, aber wir haben die vergiss mal Ananas Athanasius. Mir geht es darum, den Glauben, dass ich ins Paradies komme. Mir geht es darum, dass ich das klare, was muss ich sagen, damit ich ins Paradies komme, Bruder. Darum geht es mir. Weil wir jetzt hier mal die Lachpause vom Bruder Santos mal übernehmen. Lieber Mike, der Christ, und lieber Andy, der Skeptiker, und natürlich auch Ennis und natürlich auch der Live-Chat. Wir gehen noch einmal in die letzte Pause, geehrte Geschwister. Wir haben eine Umfrage gemacht, wo 800 Leute abgestimmt haben und fast 10% der Zuschauer sind Christen, was mich sehr freut. Und ich würde gerne, dass diese Christen heute noch in die Sendung kommen, denn wir sind noch 50 Minuten live. Super, vielen Dank für den Appell. Also ich muss hier voll den Respekt aussprechen. Mike ist in den Stream gekommen, hat bis jetzt einen sehr guten Job getan, meines Erachtens, hat versucht, christliche Lehre der Trinität bestmöglich zu verteidigen. Und ich finde, ganz ehrlich, ich würde nie meinen Glaubensbruder so im Stream alleine lassen. Ja? Also alleine nur meine Anwesenheit, ihn zu unterstützen, würde ich als genügend einschätzen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass von 10% nur 2 Leute da sind. Also was ist los, Leute? Was ist los? Das ist zum einen. Zum anderen, ich würde gerne Mike eine Frage stellen, weil er hat eine Aussage getätigt, die ich ein bisschen kontrovers sehe und ich glaube auch viele Glaubensgeschwister von dir sehr kritisch sehen. Darf ich noch ganz wie viele kurz Willen haben wir in der Trinität? Hört man mich noch? Ja, man hört. Ja, Andy.
Ich wollte nur sagen, dass der Papst Johannes Paul II. Festgelegt hat, dass auch Nichtchristen mit gutem Willen in den Himmel kommen können. Nur das wollte ich dazu sagen, wegen der Glaubensbekenntnisfrage. Also das wurde durch den Papst festgelegt. Das ist auch der einzige Papst, der dann einen, der ist zurückgetreten, bevor er gestorben ist. Das ist auch der einzige Papst. Nee, aber das ist festgelegt jetzt im katholischen Dogma. Also das ist, steht da also drin. Also dieser Ansatz vom Pluralismus, der ist für mich ein Widerspruch in sich. Ich finde es sehr ehrlich von Mike, dass er Klartext redet und sagt, derjenige, der an das nicht glaubt, der kommt in die Hölle. Ja, mit solchen Leuten kann man ein Gespräch, ich weiß schon, aber mit solchen Leuten kann man Gespräche führen, weil ganz ehrlich, wenn ich im Christentum gerettet bin und im Islam gerettet bin, what's the point? Warum diskutieren wir überhaupt? Genau. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie viele Willen haben wir in der Trinität, Mike? Wir haben einen Vorschöpfung. Ah. Vor der Schöpfung. Bitte? Vor der Schöpfung. Das ist eine sehr merkwürdige Gegenfrage. Wir haben die Gottheit, Trinität. Ja. Wie viele Willen haben wir da? Wenn in der Trinität haben wir einen Willen. Wenn wir einen drei Willen, also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn wir drei Willen hätten wir, würde ich argumentieren, und du denke ich auch, ziemlich guten Tritheismus, ja? Okay. Meiner Meinung nach. Da bin ich völlig bei dir. Das Problem ist nur ein anderes. Das Problem ist, wenn du sagst, wir haben in dieser Trinität einen Willen. Nun, was ist das Merkmal einer Person? Das Merkmal einer Person ist, dass es einen Willen hat. Wenn wir drei Personen haben, dann folgt daraus automatisch, dass wir drei Willen haben müssen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Willen, wie soll das funktionieren in angesichts dessen, dass wir drei Personen haben und wo wir ganz klar Textstellen haben, auch von Jesus, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, richtig, wo es offensichtlich zwei Willen gibt. Deswegen habe ich gefragt vor der Nachschöpfung. Okay, das heißt, es gab einen Willen vor der Inkarnation? Oder wie? Nee. Was war während der Inkarnation? Innerhalb du hast deine Aussage. Zwischen deine so. Im trinitarischen Leben gibt es einen Willen Gottes. Einen Willen, ja. Einen Willen, okay. Aber würdest Willen. Du nicht sagen, der Heilige Geist hat den gleichen, der Heilige Geist hat den gleichen Willen wie der Vater und der Sohn. Okay, es gibt einen Willen. Würdest du aber nicht sagen, dass das, was macht eine Person aus? Was ist eine Person? Ganz kurz Jesus und dann komme ich zu der Frage zurück. Jesus in seiner Inkarnation wird echter Mensch und hat natürlich dann auch einen Willen gemäß seiner menschlichen Natur. Deswegen da wollte ich hinaus. Hat Aber Jesus zwei Willen. Bevor ich auf diesen Punkt hinaus gehe, ja, das finde ich interessante Diskussion. Ist nicht das Merkmal einer Person, dass sie eine, so wie die Kirchenväter es beschrieben haben, eine rationale Seele und ein Körper mit einem Willen? Ist das nicht die Definition von einer Person? Ich kann dir weder zustimmen noch widersprechen, weil ich mich mit was genau eine Person definiert und welche Vorstellungen die Kirchenväter hatten, nicht genug auseinandergesetzt habe. Ja, aber dafür muss man sich doch nicht auseinandersetzen mit dem Thema, Mike. Was ist das? Was ist ein Merkmal einer Person? Hat nicht eine Person einen Willen? Ja, doch, ja, würde ich sagen. Okay, wenn wir drei Personen haben, wie können wir einen Willen haben in drei Personen? Wie wir einen Willen haben, wenn wir drei Personen haben, ich würde sagen, diese drei Personen haben einen Willen, aber jeder hat jeder dieser drei Personen hat Anteil an diesem einen Willen, besitzt diesen einen Willen im Wesen Gottes. Richtig, aber es sind noch immer ein Wille und nicht drei Willen, obwohl es sich um drei Personen handelt. Einmal eins mal eins ist eins. Ja, aber Gott ist doch nicht das Ergebnis von Faktoren in einer Multiplikation, Bro. Richtig, aber ich würde sagen, wir haben nicht drei verschiedene Willen, sondern ein gemeinsamer Wille. Ja, will ich gemeinsam verwenden. Wie gesagt, das Vokabular, ich bin mir noch nicht sicher im Vokabular. Ich meine, du bist deiner Tradition treu, weil die Frühchristen haben auch an einen Willen geglaubt. Dass es drei Willen gibt, ist eine zeitgenössische Ansicht. Richtig. Aber es ändert ja nichts an dem Problem, dass wenn das Merkmal einer Person ein Wille ist. Und deswegen habe ich dir gesagt, drei Personen haben, daraus automatisch folgt, dass wir drei Willen haben müssen. Das heißt, die zeitgenössischen Gelehrten wollen diesem Widerspruch entgehen und kommen in einen anderen Widerspruch. Wenn du nämlich drei Personen hast und einen Willen, da
dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein, wenn das Merkmal einer Person ein Wille ist? Wenn du aber sagst, du hast drei Willen, dann hast du drei individuelle Willen, die voneinander unabhängig sind, was wiederum bedeutet, dass sie nicht wirklich einen Willen haben. Weil was ist ein Wille? Ein Wille definiert sich so, dass man sagt, also der Zweck des freien Willens ist es ja, dass man von anderen Einflüssen unabhängig eine Entscheidung trifft. Und das setzt voraus, dass ein freier Wille unabhängig ist. Ja? Ich verstehe deine Kritik. Ja, okay, wenn du nicht fertig bist, mach weiter. Genau, und wenn wir sagen, der Vater hat einen eigenen Willen und ist allmächtig, der Sohn hat einen eigenen Willen und ist allmächtig, dann haben wir ein Problem, weil das Argument des Ausschlusses anwendbar ist, weil es drei Möglichkeiten gibt. Was passiert, wenn beide beispielsweise ein Szenario, wo der Vater einen Felsen bewegen möchte und der Sohn einen Felsen bewegen möchte? Entweder bezwingt der Vater den Sohn oder der Sohn den Vater, was wiederum bedeutet, nur einer ist der wahre Gott, weil er seinen Willen umgesetzt hat. Oder sie gehen einen Kompromiss ein, aber ein Kompromiss eingehen bedeutet ja, dass man seinen Willen nicht umgesetzt hat. Und die dritte Möglichkeit ist, der Felsen bewegt sich gar nicht. Sie gleichen sich aus, was wiederum bedeutet, keiner der beiden hat ihren Willen. Richtig. Ich habe dein Video auch gesehen. Du bist ein richtiger Fan von Serkat. Likes auch alle Videos, Mike. Nun, was ich aber... Ich folge euch an. Wieso sind Hypostasen jetzt Personen? Also wieso benutzen wir jetzt diesen wörtlichen Personenbegriff für die Hypostasen? Ich verstehe nicht, also es wird doch kein Theologe sagen, dass diese drei verschiedenen Hypostasen in diesem Sinne wörtlich Personen sind. Also ein rationalen Willen haben. Ne? Drei Personen sind drei Hypostasen. Es ist eins zu eins dasselbe. Ich glaube, was Andy sagen will, wenn wir heutzutage von Personen reden, dann reden wir Personen mit Bewusstseinszentren. Ja, du fragst ja Mike zum Beispiel, und ein Bewusstsein, müssen einen rationalen Willen haben. Und ein Bewusstseinszentrum setzt dir einen Willen voraus. Wir würden sagen, im Wesen Gottes gibt es nur ein Bewusstseinszentrum, woran alle drei Hypostasen teilhaben. Okay, ja, verstehe ich schon. Aber das Merkmal einer Person ist ja dennoch ein Wille. Und deswegen wenn du drei ich, Hypostasis hast, ja, hast du drei Willen. Ich verstehe dich voll, deswegen habe ich gesagt, muss ich mir Gedanken machen über den Begriff Person. Gut, ich habe aber einen zweiten Kritikpunkt, Mike. Und ich denke, viele Christen oder einige, die sich halt mit der Thematik befassen, Christologie, dir da widersprechen würden, indem du sagst, Jesus hat zwei Willen gehabt, als er hier war. Das ist eine Häresie namens Nestorianismus. Schon mal gehört? Zwei Willen in Christus? Ja. Das ist orthodoxe Lehre. Schwierig. Nö, also die Irrlehre ist, dass wir nur einen Willen haben. Es wurde diskutiert, ob wir nur einen Willen haben in der Person Christi, der Person Jesus von Nazareth. Und es wurde dann verworfen. Ja, ich kann die Thematik, aber Duotheletismus, richtig, ja. Duotheletismus ist biblische Lehre. Es wurde darüber diskutiert im Konzil von Chalcedon. Ja, es wurde darüber diskutiert, im Konzil von Chalcedon wurde festgelegt, dass er zwei Naturen hat. Mhm. Aber eine Natur hat keinen Willen, eine Person hat einen Willen. Und Jesus war eine einzige Person, was wiederum bedeutet, er hatte einen einzigen Willen. Weil das Problem ist, auch hier, das Merkmal einer Person ist ein Wille. Jesus war aber nicht zwei Personen. Wenn du sagst, er hat zwei Willen gehabt, bitte? Richtig, ja, er war nicht zwei Personen. Genau, und wenn er zwei Willen hatte, wie du sagst, dann muss er auch zwei Personen sein und das ist Nestorianismus. Okay, super, dann machen wir Faktencheck. Ich check das alles nach. Ich meinte, dass ich richtig bin, aber ich lasse mich gern belehren. Ja, kein Problem. Ich gucke gerne Matthäus. Matthäus, was war das Erste? Wir werden auch, Mike, einen Stream machen hinsichtlich der Inkarnation. Da würde ich dich sehr gerne dabei haben. Aber ja, ich denke, wir haben wirklich heute das logische Problem so schnell und klar abgeschlossen mit sehr, sehr guten Fragen von Mike und Andy, die dann auch zu uns zugute kamen. Gibt es noch sonst irgendwelche Fragen und haben wir irgendwelche anderen Gäste vielleicht auch? Wir haben alhamdulillah heute eine sehr spannende Sendung, aber die Realität ist, dass die Christen heute sich definitiv zurückgezogen haben, weil ich bin mir ziemlich davon sicher, dass es deutlich an der inhaltlichen Überlegenheit war. Heute war es ausnahmsweise intellektuell ansprechend und gleichzeitig haben wir die Realität ins Auge fassen müssen, dass der Mike extrem alleine gelassen wurde. Das ist auch, ich bin ehrlich, ich bin lieber alleine, als dass ich jemand an der Seite habe, der, der zum Beispiel behaupten würde, der noch nie was von der Zwei-Naturen-Lehre gehört hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, ihr seid hier drei Boys, ihr glaubt das Gleiche, ihr kennt euch gut,
ihr seid aufeinander eingestimmt. Das ist, den Vorteil hat jetzt jemand, der hier reinkommt, nicht. Ja? Deswegen ist es durchaus für das Gespräch besser, wenn Expertise am Mann ist. Ja, wenn man weiß, mit wem man es zu tun hat, verstehst du? Andy war super. Also wir sind natürlich überrascht. Wir sind immer überrascht, wer kommt, aber es gibt hier natürlich auch Paarbildungen. Also so ich hätte noch eine Frage für auch in der Realität. An Sertac, die vielleicht interessant wäre fürs Publikum. Also dieses Problem der relativen Identität. Besteht da ein Konsens darum, dass es das eindeutig ein logisches Problem ist? Oder gibt es sozusagen auch Gegenpositionen dazu? Oder, also du hast dich ja damit beschäftigt. Oder kannst würdest du dann sagen, Literatur weitergeben? Genau, ja, also es gibt ein wirklich sehr, sehr, sehr gutes Buch, was ich jedem empfehle. Aber das ist halt auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch übersetzt wurde. Das Buch heißt, schauen wir gleich nach. Ich habe es nicht im Kopf, weil der Titel ziemlich lang ist. Aber meine Frage, ja, gibt es da einen Konsens zu diesem? Here we go. Also nochmal, das Buch heißt Philosophical and Theological Essays on the Trinity. Tut mir leid, ich habe nicht die Preisliste gesetzt. Das Buch ist dreistellig auf Amazon. Sehr, sehr teures Buch. Aber das Buch ist es wert. Da sind Essays von Brian Lefdow, Richard Swinburne, Dale Tuggy, also richtige Koryphäen, die verschiedene Trinitätslehren teilweise haben und versuchen, logische Problem der Trinität zu lösen. Und hinsichtlich deiner Frage, Andy, war deine Frage, ob es einen Konsens gibt, dass die relative Identität falsch ist? Genau, ja. Unmöglich. Nein, es gibt ist natürlich keinen Konsens. Ja, aber, aber dann stellt jetzt ihr stellt es ja so im Stream da, als wäre es, dann wäre das Problem ja schon nicht abgeschlossen sozusagen. Du müsstest ja eindeutig, ihr argumentiert ja nur dafür, dann verstehe ich nicht, warum du im ganzen Stream nur dafür argumentierst, dass die relative Identität sozusagen widerlegt ist. Wenn es da noch Gegenpositionen dazu gibt und es noch nicht abgeschlossen ist, dann verstehe ich nicht, warum es du so darstellst. Geh auf mein Argument ein. Ja. Wenn du es widerlegen kannst, dann kannst du es widerlegen. Hast du heute nicht? Nein, aber du hast dich ja mit diesem Problem beschäftigt. Und wenn du dich mit diesem Problem, dann musst du ja beide Seiten darstellen im Stream. Dann kannst du ja. Habe ich ja. Ich habe beide Seiten. Ich habe die, hab die sozialen Trinitarier dargestellt. Nee, der Andy meint, beide Seiten. Trinitarianismus, der Andy meint beide Seiten von der relativen Identität her. Die einen, die sagen, ist unmöglich. Ja, habe ich ja. Ich habe erwähnt, was die relative Identität ist. Ich habe gesagt, die relative Identität nimmt die Aussage in Anspruch. Der Vater ist mit dem Sohn identisch in G, dem Gottsein, aber nicht identisch in P, der Persona. Das ist die Quintessenz der relativen Identität. Aber du hast keine Argumente dafür geliefert. Warum soll ich dafür Argumente liefern? Ich sag nur, das hat der Andy kritisiert. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Okay, ich habe nur gesagt, dass diese Aussage falsch ist. Ja, aber wenn dafür habe ich argumentiert. Ich meine jetzt, wenn ich jetzt mich da hinsetze und zum Beispiel google, was zur relativen Identität oder mich dazu informiere, dann meinst du ja, werde ich da auch Gegenpositionen finden, also Leute, die meinen, dass dieses relative Identitätsproblem kein Problem darstellt, also so wie du das dargestellt hast. Das doch, will doch, ich wissen. Natürlich. Diese Theologen sind sich alle bewusst, dass all ihre Modelle nicht zur Gänze schlüssig sind. Sonst würde der Gründer der relativen Identität nicht sagen, dass dass soweit er das beurteilen kann, die relative Identität keinen Nutzwert hat außerhalb der trinitarischen Theologie. Das heißt, sie selber als Gründer sogar geben zu, dass es Probleme gibt mit diesem Modell. Es sind alles Versuche, dieses logische Problem der Trinität zu lösen, aber keines davon ist schlüssig, weil sonst würde es einen Konsens geben. Wenn morgen William Lane Craig kommt und sagt, ich habe es herausgefunden, natürlich, dann wärst du, es würde natürlich noch immer Leute geben, die sagen, nein, will ich nicht. Ja. So wie ihr beiden. Ist jetzt Probleme Widerspruch oder heißt Probleme, also du sagst, Probleme kann ja auch heißen, es gibt noch keine Lösung für das Modell. Sie nennen, schau mal, diese Theologen von beiden Seiten nennen es the logical problem of the Trinity. Deswegen habe ich es auch so genannt. Mit dem Problem meinen wir zum einen, dass es ein Fehlschluss der Äquivokation ist, also ein ungültiges Argument, und zum anderen widerspricht es des Identitätsprinzips. Und William Lane Craig, das ist ein sehr intelligenter Mann. Ich weiß, Mike, du bist ein bisschen kritisch gegenüber, viele Christen sind kritisch, aber ich kenne gut. Er ist ja auch ein sozialer Trinitarier.
Aber er weiß, er kennt die Folgen der relativen Identität und weiß, dass es den Gesetzen der Logik widerspricht. Das heißt, er bevorzugt, eine nicht orthodoxe Position einzunehmen, weil die relative Identität ist keine orthodoxe Position, weil er weiß, was für Folgen es hat, nämlich es widerspricht den Gesetzen der Logik. Das heißt, er nimmt eine nicht orthodoxe Position ein, damit er diesem logischen Widerspruch entkommt, aber befindet sich dennoch in einem Fehlschluss der Äquivalenz. Richtig, William Blake Crick ist ja auch eher Philosoph als theologischer Exeget. Ich verstehe es auch, wie er dazu Ja, aber würdest du nicht sagen, er ist in seinem Bereich unglaublich gut? Ja, William Craig ist einer der besten Philosophen der Welt. Ja. Genau. Und deswegen, ich meine, wenn diese Koryphäen in diesem Bereich dieses Problem versuchen zu lösen, aber nicht zu einem Schluss kommen. Also ich hoffe, ich habe deine Frage beantworten können, Andy. Keine Ahnung, und du meinst, da gibt es keinen Lösungsansatz dafür. Also da hat bis jetzt auch keiner irgendwas dazu präsentiert. Ja, natürlich gibt es Dutzende Versuche, aber keines ist schlüssig. Was heißt Versuch? Also wenn wir wirklich nach einem Modell reden, das das erklärt, da denke ich, sind wir uns schon lange einig, dass es kein Modell gibt. Ich benutze auch keine Analogie, keine Frage, weil es nichts Vergleichbares gibt. Ja, aber logischer Widerspruch. Es muss kein Modell sein, es muss irgendwas, irgendeine Argumentation, wie drei Personen eins sein können und eine Person drei sein können in ihrer quantitativen Identität. Ob das Modelle sind, Analogien, ihr könnt bringen, was ihr wollt. Es wird logische Widersprüche haben, Trugschlüsse haben und somit den Gesetzen der Logik widersprechen. Oder eine Häresie sein. Natürlich, weil William Lane Craig glaubt ja, dass Vater nicht vollkommen Gott ist. Er glaubt, dass der Vater ein Teil Gottes ist. Und er ist ein Partialist, offensichtlich. Und er nimmt sogar, wisst ihr, welche Analogien er gibt? Er sagt, Er sagt, der Vater ist Teil Gottes, genauso wie das Skelett einer Katze. Und er sagt, der Sohn ist Teil Gottes und der Heilige Geist ist Teil Gottes und gemeinsam sind sie Gott. Sind sie diese eine Gottheit. Das wäre klassisch ihr Lehrer. Das heißt, das ist Partialismus. Aber er versteht, ich muss eine unorthodoxe Position einnehmen, um einem logischen Widerspruch zu entkommen. Er nimmt eine logisch schlüssigere Position ein. Richtig. Wir würden dann sagen, wir würden Gottes Offenbarung nicht in unsere logischen Kategorien einengen wollen. Und das ist genau dieses Dilemma, Mike. Ich verstehe das Dilemma. Ich sage ja, einer der besten Theologen, die ich bewundere, ja, die mal öffentlich zu, dass wir ein Paradoxon haben, ja. Und kein Paradoxon, Bro. Ein Paradoxon ist ein scheinbarer Widerspruch. Hier haben die einen tatsächlichen. Ja. Also ich finde es theoretisch einen scheinbaren Widerspruch, aber jetzt richtig, richtig Widerspruch, wie wir glauben an drei Personen und eine Person, so stark ist für mich jetzt nicht. Aber ganz kurz, ich finde es interessant, was du gesagt hast, Seatatsch, weil damit sagst du, dass die Trinität nur widersprüchlich ist, wenn man sie orthodox versteht. Das heißt, wenn man sie anders verstehen will, dann ist sie nicht widersprüchlich. Was ist denn widersprüchlich daran, wenn ich sage, diese eine Gottheit besteht aus drei Teilen? Das ist kein Widerspruch. Aber dann ist es ja kein logisches, sondern ein theologisches Problem. Also dann muss man sich ja nur auf die richtige Theologie einigen. Dann würde ich es ja nicht als logisches Problem der Trinität bezeichnen, denn wenn es Ansätze gibt, die sozusagen das Problem lösen... es bleibt dennoch ein logisches Problem. Warum? Aber nur für die katholische Kirche, oder nicht? Schau mal, wie gesagt, es ist entweder, wie ich gesagt habe, es ist entweder ein Fehlschluss oder eine Häresie. So, wenn du sagst, es gibt eine Gottheit, bestehend aus drei Teilen, drei Personen. Bitte? Du meinst jetzt aus katholischer Sicht ist es eine Häresie dann? Also wir sprechen jetzt von Orthodoxen. Protestanten, alle möglichen, die ich kenne, trinitarischen Denominationen, für sie sind die drei Personen nicht Teile Gottes. Das heißt, du würdest sagen, William Lane Craig ist ein Heretiker. Mir ist das irrelevant. Für Mike ist er ein Heretiker, wenn er ich bin vorsichtig, also da wird auch viel diskutiert. Ja. Aber natürlich, er versteht, bezüglich dem Willen Gottes hat er eine andere Auffassung, das weiß ich. Ja, also und er Willen sagt auch, also, der Person. Für ihn, und ganz eine Sache noch, für ihn ist es nicht heilsnotwendig, an die Trinität zu glauben, was auch natürlich problematisch ist, aber ja. Es ist in erster Instanz kein Widerspruch zu sagen, es gibt eine Gottheit und
diese Gottheit besteht aus drei Teilen. Mathematisch gesehen 33,33% und so weiter. So, aber ist es wahr? Ist nicht wahr. Weil wir wissen, Gott ist allmächtig. So, welcher Gott jetzt von Ihnen, der 33% hat? Das heißt, in erster Instanz hast du keinen Widerspruch, aber in zweiter Instanz kommt wieder der logische Widerspruch. Definitiv, ja. Das heißt, du hast in erster Instanz zwar keinen logischen Widerspruch, aber in zweiter Instanz, wo du dann beginnst, die Eigenschaften dieses Gottes zu definieren, da kommt wieder ein logischer Widerspruch rein. Schon, also abgesehen davon, dass es sowieso biblisch nicht vereinbar ist, zu sagen, der Sohn ist ein Teil Gottes beispielsweise. Okay, dann sind wir uns ja einig, dass wir definitiv an die logische Grenze gekommen sind. Ihr würdet sagen, wir haben sie beschritten, es ist ein ganz klarer logischer Widerspruch. Wir würden sagen, ich würde persönlich sagen, es ist ein Paradoxon. Aber dann haben wir doch beide unsere Position klar deutlich. Natürlich, gemacht. Absolut. Also vielen lieben Dank, dass du dazugeschaltet hast. Echt, finde ich richtig cool. Ich habe genau die Themen ansprechen können, die ich wollte. Und ihr habt, denke ich, die richtigen Fragen gestellt. Ja, finde ich gut. Super. Exzellent. Lieber Mike, lieber Andy, lieber Enes und lieber Sertac, ich möchte mich auch nochmal recht herzlich bei euch bedanken und natürlich auch bei dem Live-Chat. Und jetzt nochmal ganz, ganz wichtig an alle Zuschauer. Habt ihr den Kanal von ImanTV schon abonniert und die Glocke konvertiert? Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, seid ihr out, seid ihr eliminiert, wie bei Squid Games, so sagt, wer das kennt, ja? Aktiviert die Glocke, rotes Licht, grünes Licht, Glocke aktivieren, okay? Ich gebe euch jetzt 60 Sekunden Zeit, dass ihr alle da die Glocke aktiviert und den YouTube-Channel abonniert, weil ihr könnt ihr die weiteren Episoden von ImanStream immer live verfolgen. Und ich bedanke mich auch bei unseren Gästen und gebe ihnen nach den nächsten 60 Sekunden die abschließenden Worte, denn es interessiert mich brennend. Wie hat Ihnen die Sendung gefallen und würden Sie wieder bei der Sendung dabei sein? Und wer noch nicht Dauer-Supporter geworden ist, kann das jetzt in den 60 Sekunden nachholen. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren. Und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen. Leute, ihr habt es gehört. Vielen lieben Dank an die 6 Dauer-Supporter, die wir bis jetzt, bis zum Finish sozusagen bekommen haben. 4 brauchen wir noch. Ich gebe euch noch ein paar Minuten. Und an alle Dauer-Supporter, die heute Dauer-Supporter geworden sind. Rotes Licht, grünes Licht. Das ist ein Insider. Gut, Mike und Andy. Erstmal beginne ich bei Mike, rechts vor links. Wie hat dir die Sendung gefallen und würdest du gerne bei einer weiteren Sendung Gast sein, wenn das Thema für dich passend ist? Ja, würde ich. Wie hat mir die Sendung gefallen? Gut, ich konnte einige Sachen mitnehmen, über die ich nachdenken kann. Ich hoffe natürlich, ja, es kommt natürlich immer so rüber, dass die muslimischen Sprecher nichts reflektieren müssen. Aber ich finde, es ist immer gut, wenn beide Seiten reflektieren können, über was sie gesagt haben. Und prinzipiell war das ein schöner Abend heute. Masha'Allah, vielen lieben Dank, dass du mir das sagst. Ich brauche auf jeden Fall 1000 blaue Herzen für den Mike. Er hat sich heute wirklich sehr respektabel geschlagen, meine Damen und Herren. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Heute mal, oder? Ich weiß ja, du warst ja schon mal ein Gast, aber es war heute wirklich nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall. Es tut mir halt jetzt mal ehrlich so von Mann zu Mann. Bruder, die haben dich heute hängen lassen. Nö, nee, ich habe gar keinen, also es war gut, wie es war. Andere Frage, ja. Mike. Was ist das für ein Bild im Hintergrund? Das gefällt mir, ehrlich gesagt. Kannst du das mal zeigen? Das ist aus, hier, Mömax.
Oh. African. Aber gut, danke auf jeden Fall. Ja. Auch da hier 1000 blaue Herzen, gell? Nur, dass du weißt, der Lil. Lieber Andy, auch eine Frage an dich. Wie hat dir die Sendung gefallen? Würdest du gerne bei einer weiteren Sendung dabei sein, wenn das Thema für dich passend ist? Ich finde es sehr gut. Also ich denke, Sertaj hat mir sogar viele Möglichkeiten, wo man sich weiterbilden. Er hat sogar gezeigt, dass es tatsächlich Probleme gibt mit diesem Konzept, die man sich anschauen sollte. Also Mike hat, glaube ich, auch gemerkt, hat man ja gesehen, dass man da sich weiter mit damit beschäftigen sollte. Aber ich bin ja sowieso Heretiker. Für mich ist das jetzt nicht so spannend für meinen Lebensstil. Deswegen, wenn das Thema passt, natürlich. Ich fand es spannend und ich würde auch wieder dabei sein. Ja, sehr gerne. Würde uns auch freuen. Lieber Mike, lieber Andy, ihr habt von uns heute auch noch die Möglichkeit, ein Geschenk zu bekommen, indem ihr uns einfach kontaktiert, office@iman.ngo. Wir werden euch kostenfrei das Exemplar Jesus, Mensch, Messias, Gesandter, das, was wir bei uns im Shop zum Kauf anbieten, beziehungsweise zur kostenfreien Lieferung anbieten, euch kostenfrei zukommen zu lassen. Ihr müsst nicht mal Versand zahlen. Kontaktiert ihr uns einfach, dann kriegt ihr ein gratis Exemplar unseres aktuellen Werkes und schaut auch mal grundsätzlich bei unserem Shop vorbei, weil da gibt es einige Dinge, die, ja, Leseratten, wie ihr es seid, und Sertaj hat da hinten eine halbe Tonne Bücher, gut passen. Gut, ich bedanke mich. Lieber Andy, lieber Mike, schönen guten Abend und ich freue mich, euer Moderator gewesen zu sein. Gleichfalls und gute Nacht. Ciao, gute Jungs. Gute Nacht, bis dann. Ciao, mach's gut. Ciao. Masha'Allah, Leute. Nochmal ganz kurz zum Ende, Leute. Abonniert den YouTube-Kanal ImanTV. Es sind noch nicht alle Glocken konvertiert worden. Wir brauchen uns da gar nicht bei ImanStream austoben, wenn wir am Ende die Glocke nicht konvertieren können. Je schneller ihr im Stream seid, desto besser. Also ganz ehrlich, jetzt mal Real Talk an alle, die noch da sind. Ihr schaut euch 4 Stunden lang einen Stream an und ihr habt noch nicht abonniert? Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Wallahi. Wallahi, also irgendwas stimmt, auch die nicht-muslimischen Zuschauer. Was ist los? Ja. Wenn ihr 4 Stunden diesen Stream verfolgt habt oder von mir aus 3 Stunden, dann muss es doch zumindest irgendwas Interessantes an diesem Kanal geben. Also abonniert und vor allem aktiviert die Glocke, Leute. Ja, ja, das Wording ist konvertieren. Das würde ich jetzt korrigieren. Aber ja, das ist halt, das kann man halt so machen. Leute, wir haben für euch noch eine tolle Nachricht für euch. Bevor Sertaj die Breaking News droppt, muss ich euch mal ganz kurz was sagen. Es freut mich wirklich sehr mit Enes und mit Bruder Sertaj, auch Harun und Mustafa. Harun kommt noch, inshallah, diese Sendung wirklich live zu moderieren. Aber es wird etwas passieren, was noch nie da gewesen ist. Ein absolutes Novum. Soweit ich weiß, seit 4 Jahren sitze ich immer hier vom Programm, vor der Cam und tue entweder einen Livestream für euch moderieren oder eine, wie soll ich sagen, einen Spendenstream im Ramadan für euch organisieren. Aber bei der nächsten Episode wird das nicht der Fall sein. Wir haben ein Trinity Special. Heute hatten wir eine wundervolle Sendung. Es ist noch nicht zu Ende. Aber nächste Sendung haben wir was Grandioses vor. Denn ich muss euch was Privates beichten. Zum ersten Mal oder zum einzigen Mal, ja, je nachdem, bin ich nicht dabei. Nächste Sendung bin ich inshallah nicht dabei. Also ich werde gar nicht dabei sein. Ich bin verreist, Flitterwochen, da ist alles abgeregelt. Aber jetzt haben wir jemanden, der für euch, nein, ich bin kein Speaker, aber jetzt haben wir für euch jemanden, der wirklich eine Ergänzung ist, inshallah. Lieber Bruder Sertaj, ich gebe das Wort an dich. Wenn du sagst go, dann go. Dann drop die Bombe. Ja, ich würde sagen, drop die Bombe, bevor drop wir... Drop ich die Bombe. Okay, Leute, dann, geehrte Geschwister, ich brauche von euch... Letzten Worte. Die allerletzten Worte am Streamstuhl. Leute, ich brauche von euch, ganz, ganz wichtig, 1 Million grüne Herzen. Ich werde morgen um 20 Uhr auf meinem YouTube-Channel droppen, wo ich bin und was ich mache. Aber jetzt brauche ich Breaking News, grüne Herzen, Leute. Wenn ich jetzt nicht hier 1000 grünen Herzen für den nächsten Gast sehe, werde ich, und so traurig, grüne Herzen kommen. Wer weiß, wer die grünen Herzen sind? Der eine hat es schon geschrieben, der andere hat es schon geschrieben. Wer gestern bei mir im Livestream war, weiß die Breaking News. Die nächste Sendung vom Iman Stream Live am 27. Oktober übernimmt der einzig wahre, unvergleichliche, top trainierte, moderierte und erfahrene Baijan
Assalamu alaikum, lieber Bruder Baijan, wie geht es dir? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, alhamdulillah, mir geht es gut und danke. Endlich bin ich mal sensationell in einen Iman-Stream anmoderiert worden. Das gibt's ja gar nicht. Das weiß ich, warum Enes und Sertac immer so gut drauf sind, wenn sie hier reinkommen. Gibt's ja gar nicht. Auch an euch, Budis. Salam alaikum. Also grüne Herzen ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich, grüne Herzen. Ja, Bruder, warum bist du hier? Was machst du hier? Erzähl. Was ja, hast du vor nächste Woche? Ja, ich habe gehört, dass du nächste Woche dir einfach mal Urlaub oder Flitterwochen gönnst. Also ich wusste nicht, dass es sowas bei euch gibt. Und dann habt ihr einfach gefragt, ja, kannst du da mal den Amir ersetzen, weil du heißt ja auch Amir. Und das ist dann nicht so ein großer Unterschied. Ja, klar. Also identisch gerne, in der gerne. Quantität. In der Quantität, genau. Aber wir sind nicht eins, wir sind zwei. Ne? Und nein, also es ist mir tatsächlich, als die Frage kam, habe ich sofort Ja gesagt, weil es ist für mich eine absolute Ehre. Es ist für mich auch ein großes Vertrauen, dass ihr in mich gebt, dass ihr dieses wertvolle Format, was ihr habt, das ist ja nicht hier wie in meinen Streams, dass ich rumblödel, Spaß mache, Entertainment oder bei irgendetwas rede, sondern das hier ist die wichtigste Aufgabe, die wir als Menschen haben, und zwar die Leute zum Islam einzuladen, beziehungsweise den Islam zu präsentieren. Und das ist eine große Verantwortung für mich, deswegen eine große Ehre für mich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr dieses Vertrauen in mich habt. Und ja, ich habe auch wie gestern hat Amir auf seinem Kanal das ja schon gesagt, da haben wir das ja schon öffentlich gemacht, und ich bitte jeden wirklich um aufrichtige Dua für mich, dass ich das gut mache, weil ich trete in verdammt große Fußstapfen, ja, also in verdammt große Fußstapfen, und ja, macht bitte Dua für mich, dass ich dem Amir wenigstens zu 20% gerecht werde, inshallah. Alhamdulillah. Super, vielen lieben Dank, Bruder Baijan. Also ich habe mich sehr gefreut bei deiner Zusage und ich denke, du wirst einen großartigen Job machen, inshallah. Inshallah. Ich hoffe es. Ja, ich bete dafür und ja, ich freue mich sehr darauf und ja, ich habe von Amir gelernt. Ich habe von Amir gelernt und ja, ich werde einfach probieren, der nicht ganz so gute Amir zu sein, ja. Der wahre Army-Moderator bist du. Aber Spaß beiseite. Es freut mich auch, dass du dabei bist. Und ich würde jetzt gleich auch die abschließenden Worte an Bruder Enes und an den Bruder Sertac geben. Wie euch die Sendung gefallen hat, ich muss zugeben, ich war heute ziemlich überrascht. Wir sind direkt am Anfang explodiert. Also so schnell waren wir noch nicht auf dem Level, wo wir jetzt waren. Und als wir dann die ersten Gäste haben, habe ich realisiert, dass da geht einiges weiter. Lieber Bruder Enes, wie hat dir der Stream gefallen? Und was sind deine Erkenntnisse aus diesem ersten von drei Christentum-Streams? Und by the way, Leute, jetzt nicht wegklicken, ja, ganz wichtig. Nächste Woche sind wir wieder live. 27. Leute, direkt merken, ja, 27. Oktober live. Direkt einplanen. Frau, Familie, Kinder, allen absagen. Enes, bitteschön. Ja, also ich denke, ja, letztendlich haben wir genau diesen Aspekt gezeigt, von dem wir, den wir zeigen wollten. Also es ist ein schlicht widersprüchliches Konzept und genau das ist das Problem daran. Es geht nicht darum, dass man es nicht begreifen kann, sondern es ist ein schlichtweg widersprüchliches Konzept. Es fällt fast schwer, den Monotheismus von einer Religion mit drei Göttern zu trennen. Das haben wir teilweise auch im Chat gesehen, wo Leute geschrieben haben, dass wir drei Wesen haben und sie sind alle vollkommen Gott, etc. Also selbst unter den Trinitariern haben wir so eine Meinungsverschiedenheit und es gibt keine klare, eindeutige Aussage von ihnen und alle bezeichnen sich gefühlt gegenseitig als Heretiker. Also ich finde das sehr, sehr kritisch, sehr schwer. Genauso wie ich Mike gefragt habe, wieso gibt es kein konkretes Glaubensbekenntnis, was einfach einmal nach dem anderen reingeballert wird? Also mal ganz unabhängig davon, ob es nun Sinn ergibt oder nicht, wieso ist es nicht da? Wieso wird es nicht erklärt? Man sagt teilweise, das, was die Jünger erklärt haben, ist nicht ausreichend. Deswegen, also als ich diesen Satz gebracht habe mit Vergiss mal Athanasius Ananas, das war vielleicht relativ lustig, aber ich meinte damit im Essenz, hey, es geht um das Glaubensbekenntnis, mit dem ich sonst in die Hölle komme und es ist unklar in der Heiligen Schrift erklärt, es ist nicht deutlich überbracht und das ist natürlich vollkommen unschlüssig. Es passt hinten und vorne nicht und es zeigt, dass das etwas ist, was man danach versucht hat reinzubringen. Und das ergibt dann auch Sinn, wenn wir eben Hinzufügungen haben, wo es mal eindeutig gesagt wird. Und dann im Johannesbrief ist es halt eine Hinzufügung, die in den Manuskripten nicht mal vorkommt. Das zeigt doch klar und deutlich für jeden Trinitarier, dass wir hier etwas haben, was man den Leuten vermitteln wollte,
was man den Leuten sagen, daran sollt ihr glauben, aber es kommt niemals von Jesus. Dazu würde ich gerne 1, 2, 3 Verse rezitieren, auf ganz spontan. Wäre das in Ordnung? Das sind, glaube ich, die bekanntesten Verse zu diesem Thema. Das sind 2, 3 Verse, wo ich immer Arabisch und Deutsch abwechselnd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Allah spricht, wahrlich die Wahrheit leugnen diejenigen, die sagen, Allah ist der dritte von dreien. وما من إله إلا إله واحد. Und dabei gibt es keinen, der der Anbetung würdig ist, außer dem einen einzigen. وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Und wenn sie nicht mit dem aufhören, was sie sagen, so wird ganz gewiss diejenigen, die die Wahrheit von ihnen leugnen, eine strenge Strafe treffen. Jetzt hört euch diesen Vers an. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ. Allah fragt, nachdem sie die gewaltigste Sünde machen, die man machen kann, sagt er, أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ. Wollen sie nicht Allah aufrichtig um Vergebung bitten? Wollen sie sich Allah nicht in Reue zuwenden? وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, ihn um Vergebung bitten. Wieso? Weil Allah sagt, Wallahu ghafurur rahim. Und Allah ist doch allvergebend und barmherzig. Das heißt, er spricht über die gewaltige Sünde und sagt, wollt ihr mich nicht um Vergebung bitten? Denn ich bin wahrlich allvergebend und barmherzig. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wahrlich der Messias, also der Messias, der Sohn von Maria, ist nur ein Gesandter, und genauso sind schon Gesandte vor ihm dahingegangen. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ. Und seine Mutter war eine Wahrhaftige und sie beide aßen doch normale Speise. Das heißt, Jesus und Maria, beide zusammen am Essenstisch und sie aßen ganz normale Speise. Man muss sich mal das vorstellen, wortwörtlich, wie die am Essenstisch sitzen und da sitzt angeblich Gott, menschengewordener Gott, wie auch immer, Gott sitzt da und sagt, reich mir mal das Hähnchen. Oh, das Essen ist scharf. Oh, ich habe Durchfall bekommen. Das war irgendwie nicht gut für mich. Unvorstellbar. Und deswegen sagt Allah, er sagt, انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Er sagt, schau, wie deutlich ihnen wir die Zeichen machen. ثم انظر أنا يؤفكون. Und schau, wie sie sich trotzdem davon abwendig machen. Diese Verse fassen sehr, sehr gut zusammen, wie die Zeichen sind für diese Menschen klar und eindeutig. Und wir können zwar nicht in ihre Herzen blicken, aber Allah kennt ihre Herzen. Allah kennt ihre Herzen und kennt ihre tiefsten Gedanken. Und letztendlich das auch eine Botschaft an den Bruder Mike, der hoffentlich bald unser Bruder im Islam wird. Den Bart hast du schon mal davon. Ich sehe in ihnen, inshallah, was Reflektierendes. Das heißt, ich hoffe sehr, dass Mike sich Gedanken um das Ganze macht, weil im Endeffekt geht es um das ganze Jenseits, dein ganzes Leben nach dem Tod. Das sind nicht 10 Jahre, es sind nicht 100 Jahre, es sind nicht 1000 Jahre, es sind nicht Millionen Jahre, es ist die alle Ewigkeit. Alle Ewigkeit. Und ich denke an vielen Stellen heute, Mike, hast du selber gesehen, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Also ich freue mich, wenn er noch in den weiteren Streams kommt. Ich wollte diese Verse rezitieren, ich glaube, das sind die bekanntesten Verse zu dieser Thematik. Sehr, sehr schöne Verse. Die gehen auch noch länger zu dieser Thematik, Suratul Ma'idah, falls jemand nachlesen will, ab Vers, was ist das für eine Nummer? Ab Vers 71 ungefähr, zum Nachlesen. Mashallah, Bruder, mashallah, mashallah. Wunderbar, auch die koranische Perspektive oder koranischen Influencer, da haben wir auch drinnen. Finde ich gut, ja. Lieber Bruder Sertac, auch zu dir abschließende Worte, wird dir die Sendung gefallen, warst du überrascht vom Inhalt und vor allem, freust du dich auf die nächste Sendung, die bereits am 27. Oktober ist. Lasst euch das nicht vergessen, liebe Zuschauer. Direkt nach 7 Tagen geht es weiter und das machen wir noch zweimal. Nächste Woche, übernächste Woche 2 Streams im Trinity Special.
Ich denke, es ist so gekommen, wie erwartet, auch wenn die Gäste gute Fragen gestellt haben. Ich denke, wir haben in diesen 4 Stunden ganz klar aufgezeigt, was das logische Problem der Trinität ist. Also wer das bis dato noch immer nicht verstanden hat, der sollte sich vielleicht den Stream nochmal ansehen. Wir haben die Lösungsansätze in der Christenheit seit 1800 Jahren zusammengefasst hinsichtlich Mysterium, soziale Perichorese und relative Identität. Keines dieser drei ist zufriedenstellend, um das logische Problem der Trinität zu lösen. Und deswegen mein Appell auch im Eingang meiner Präsentation. Ich habe gehofft und ich hoffe noch immer, dass wir christliche, nicht-muslimische Zuschauer haben, die mit einem offenen Herz, für die Wahrheit diesen Stream verfolgt haben. Und mit dem Mindset, egal wohin die Wahrheit führt, ich folge der Wahrheit, auch wenn es mir komplett konträr zu meinem bisherigen Leben ist. Und ich wollte ein Zitat erwähnen bei meiner Präsentation, aber ich dachte, das könnte ein bisschen eine harte Schiene fahren dann während der Diskussion im Anschluss. Deswegen habe ich dieses Zitat zu meinen abschließenden Worten hinzugefügt. Und dieses Zitat, geehrte Geschwister, ist von wem? Ist von einem islamischen Gelehrten, Ibn Hazm. Ibn Hazm ist ein Universalgelehrter und er hat eine sehr, sehr interessante Aussage, die das, was wir heute diskutiert haben, sehr schön zusammenfasst. Und er bezieht diese Aussage auf die Trinität und er sagt, bei Allah, wenn wir den Christen nie begegnet wären, hätten wir nicht geglaubt, dass es einen Verstand gibt auf der Welt, der diesen Wahnsinn akzeptiert. Und wir suchen Zuflucht bei Gott vor diesem Versagen. Vielen lieben Dank. Ja, das wäre echt heftig, wenn du das während der Sendung gesagt hättest. Mashallah. Leute, es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich bedanke mich nochmal bei Bruder Enes, bei Bruder Sertac, bei den vielen Gästen, die wir heute gehabt haben. Lasst euch nicht unterkriegen, wir sind nächste Woche direkt am Mittwoch wieder live dabei. Wir haben diese Sendung ganze 6 Dauer-Supporter bekommen. Wer noch kein Dauer-Supporter ist, ich meine, ihr trägt dazu bei. Wisst ihr, Sertac, Enes, Harun, die ganzen Leute, die arbeiten so. Und vor allem, ihr kennt die Mehrheit der Mitglieder kennt ihr gar nicht von ihm, meinte vor. Die Member kennt ihr, die Mehrheit kennt ihr gar nicht. Ja, sind nur die Frontman sozusagen. Gebt Vollgas, unterstützt die Dauer einmalig mit einer Einmalspende. Alle Spendenlinks findet ihr jetzt in der Videobeschreibung. Und vor allem, denkt immer an eines. Als Dauer-Supporter muss man niemals in die erste Reihe, sondern genießt den Schatten aus der zweiten, dritten Reihe. Und diesen Schatten haben wir nicht. Uns knallt das Licht der Kamera, das Licht der Gegner immer direkt ins Antlitz. Aber ihr könnt aus der zweiten, dritten Reihe uns supporten. Und wie ihr uns supporten könnt, sage ich dir nach einem einzigen Spot und beende diesen Stream. Ich bedanke mich nochmal bei Enes, bei Sertac. Der Baljan ist am 27. Moderator. Wir sehen uns inshallah dann bei der nächsten Sendung. Ich schaue auf jeden Fall zu und ich will nur kurz Werbung machen. Auf meinem Kanal habe ich gesagt, wohin es geht. Wer schauen will, wohin ich fliege, kann nachschauen. Bis zum nächsten Mal bei Iman Stream Live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und tschüss und gute Nacht. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Schönen Abend. Hast du dich schon mal gefragt, wie du vor Allah stehen kannst, mit wenigen Taten, aber einem Berg voller Belohnung? Ganz einfach. Unterstütze unsere Arbeit von zu Hause aus mit einer regelmäßigen Spende und lass uns für dein Ziel hinarbeiten. Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Muslime, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die Botschaft des Islam mit unseren Mitmenschen teilen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Gehe hierfür auf unsere Webseite iman.ngo/supporter und werde heute noch eine Stütze für diese wertvolle Arbeit. Möchtest du eine beliebig hohe Einzelspende tätigen? Dann findest du unter iman.ngo/Einzelspende oder auch iman.ngo/PayPal die Möglichkeit, Teil dieser prophetischen Mission zu werden. Du hast auch die Option, uns mit Amazon Sachspenden zu helfen. Unter iman.ngo/Amazon kannst du für unsere Arbeit Technik, Equipment und andere Utensilien bestellen, die direkt an uns geliefert werden. Lass dir die Chance nicht entgehen und lass uns diesen Berg voller Belohnung zur Realität machen.